Hallo und herzlich willkommen wieder zu einem neuen Livestream zurück auf dem Kanal des Wuppertaler Hundes. Wir sind wieder back am Start auf WeLife Online. Heute mal die 1.0, nicht auf der 2.0, so sieht's aus, meine Damen und Herren. Und wir werden heute ein paar Serverregeln brechen, damit die Leute schon mal wissen, Fehler P. Nee, ich werde heute ein paar Regeln brechen. Gott sei Dank haben wir im Regelwerk drin stehen, dass wir jederzeit Regeln brechen dürfen, wenn es ist. Nämlich, ich bin heute ein Fake-Polizist. Ich habe mir gedacht, weil ich euch gesagt habe, Mark Rumpe wird nie wieder Polizist spielen. Ich habe noch keinen Polizeichar gehabt, weil ich das für RLU 2.0 mal aufheben möchte. Und ich habe mir so gedacht, ja Bruder, dann lass mal Mark Rumpe heute mal Fake-Cop auf Streife fahren. Als 107 Boss. Und ich habe auch ein Fake-Polizeiauto. Das ist eigentlich kein Polizeiauto. Da müssen wir noch Blaulichter einbauen von eBay oder so. Und ich habe sogar, warte, pass mal auf, ich bin heute Herr Hesselhoff. Hier steht Hesselhoff drauf, falls ihr es lesen könnt. Also wenn ich heute mal anspreche, ich bin heute Officer Hesselhoff vom FBI. Und ja, dann würde ich mal sagen, warte, was passt zum FBI besser als FBI Open Up? FBI Open Up! So ist es. Und da freue ich mich auf jeden Fall heute drauf, dass wir das auch mal wieder machen. So, Demon Flow aktiv. Liebe Grüße aus Geisling. Dankeschön zurück. It's Felix hat 1 Euro raus und nochmal 1 Euro. Er hat einfach 2 mal raus. Vielen Dank für deine Doni. Und wer es nicht wusste, jetzt kostenlos abonnieren, Glocke aktivieren. Würde mich auf jeden Fall freuen. Machen Sie einen kleinen Shiba Inu glücklich. Road to 1 Million. So sieht's aus, meine Damen und Herren. Hoppala, da will ich gar nicht aufsteigen. Zugesperrt oder was? Nee, ist nicht. Also, ich freue mich drauf. Wird heute auf jeden Fall lustig. Ich hoffe, oder ich weiß gar nicht, sind Cops da? Es ist heute nicht so. Es ist kein Cop da. Das heißt, ich bin heute der einzige Cop. Ich weiß nicht, ob da noch Cops online kommen. Ich weiß es nicht, Leute. Auf jeden Fall bin ich heute. Aber jetzt erstmal der einzige Cop auf dem ganzen Server, weil ich eben kein Cop bin. Aber. Oh, Scheiße, ist doch kacke. Da können die Spieler nachschauen. Uiuiui, ich brauche einen Cop, der online ist. Eieiei, da müssen wir dann gucken. So, ich baue erstmal ein paar Lämpchen ein. So. Perfekt, weil wir müssen ja ein Undercover-Zivilfahrzeug machen. Ne? Das ist ja ganz wichtig, dass wir das machen. So ein paar Frontblitzer verbauen wir noch. Das wird auf jeden Fall heute richtig lustig. Ich freue mich auf sowas, weil das ist so eine Aktion, das mache ich nicht immer. Das mache ich ganz selten und ich feiere sowas halt. Jetzt hätte mal sowas machen können. So, dann machen wir noch einen Green Avenger, hauen wir noch vorne rein. Und ich glaube, hinten bauen wir auch noch ein bisschen was ein. So, das reicht. Genau, und hinten müssen wir schauen, was wir uns einbauen. Da sollte eigentlich ein Avenger, so, nee, ich mache hinten einen Frontblitzer rein, genau, einen Frontblitzer für hinten, wer kennt's nicht. So, bauen wir noch einen. So, und die, warte, wo schalten wir die hier rein? Oh, das, warte mal, geht das hier ins Glas rein? Funktioniert das? Das wäre geil, warte, das teste ich mal, ob das im Glas, hinter dem Glas, das müsste eigentlich funktionieren, ne? Funktioniert das? Nee, das geht nicht, warte mal. Da haut er ein Party-Alarm raus. Charger, Kuba. Ja, Kuba hat sich einen Charger gegönnt. Da haut Kuba nochmal raus. So muss das sein. So. Warte mal, Restart. Restart, Lightbar Script. Ich glaube, das ist nämlich nicht immer ganz so geil. Nee. Restart, Lightbars. Habe ich jetzt was falsch gemacht? Ui. Habe ich jetzt sowas im Crashen gebracht, oder? Ich glaube, ich habe mich gerade rausgecrashed, was mich ganz irrt, weil ich da die Lightbars drauf habe. Eieieiei, ja, ich habe einfach mein eigenes Game gecrashed. Ja, das Problem ist, das Lightbar-Script ist nicht immer ganz stabil. Ja, auf RLO 2.0 werden wir uns das nochmal anschauen, weil manchmal funktioniert es, manchmal nicht. Ich gehe jetzt nochmal rein. Das war's mal wieder komplett, Jungs und Mädels. So, Kuba, für dich hau ich jetzt mal einen Like-Hype-Player am Anfang raus. Er holt mir für einen Charger raus, so muss das sein. Scheiß auf BMW, wir haben Charger. Da freue ich mich auf jeden Fall, Kuba. Aber weißt du, Kuba ist einfach so ehrenhaft mit dem Charger. Ich schwöre dir, 1:7 Kennzeichen. Wie gesagt, ich würde es auch gern machen. Ich würde auch gern so ein Wunschkennzeichen haben. Aber ich glaube, wenn ich das mache mit 1:7, sieht das jeder. Oder weiß jeder, was ich für ein Auto fahre. Das muss nur einer sehen und sieht, oh, da steht jetzt 1:7 drauf. Ne? Ist halt auch kacke. So, ich connecte mal neu. So, was schreibt Dani FY? Haute, hab mich alle im Stich gelassen, außer du. Ah, nee, ich doch nicht. Und wann die haut raus? Ich hoffe, die geht's gut. Alter, Fuffi. Also heute, wenn wir die Fuffis im Club rausgeschmast, das ist unglaublich. Alter, das ist schon wieder der beste Anfang ever, ne? Das Game crasht mir mal weg, weil ich halt die Lightbars eingebaut habe und die da nicht draufpassen. Ja, moin, was ist los? Alter, Wanni, auch herzlichen Dank für den ganzen Fuffi. Was würde Monte bei einer 500-Euro-Doni nochmal sagen? Das ist das Kuss auf die Nuss. So. Oder Wani, ich weiß nicht, es ist ja nicht Wani, weil Wani wäre mit Doppel-N. Wani, okay. Jochen, wunderlich, zu früh, immer.
Ich bin, ne, heute bin ich mal pünktlich, ne? Ist euch das aufgefallen? Dass der Hund heute mal pünktlich war? Also heute war ich wirklich pünktlich. Shadow, kannst du mich und Cobra grüßen? Hab dich lieb, Dankeschön, Shadow und Cobra grüßen wir auch gleich mit und ich hoffe, mein Auto steht auch da.com. Das ist natürlich ganz blöd. Hä, warte mal, das Auto dürfte nicht despawnen bei dem Crash. Dürfte eigentlich nicht. Gut, ich weiß nicht, was jetzt wieder vorgefallen ist. Vielleicht, weil ich diese Fahrzeuge da dran gebaut habe. Ich hoffe nur, dass ich den wieder auskaufen kann, den Wagen. Geil, Alter. FBI, open up. Erstmal auf dem Skateboard, mein Auto ist weg. Das ist halt genau die Scheiße, auf die ich jetzt gerade keinen Bock habe, Jungs und Mädels. Das ist halt nicht schön, aber so ist das halt. Man kann nicht immer einen guten Start in die Woche haben, ne? Es ist, by the way, Mittwoch. Ist heute Mittwoch? Doch, heute ist Mittwoch. Guten Start in die Woche, man kennt's am Mittwoch. Das ist der gute Start in die mittlere Woche. Warte mal, wo ist der? Ja, den brauche ich heute. Den brauche ich heute ganz dringend. Ja, fängt schon geil an, ne? Wenn mich so jetzt jemand sieht auf dem Skateboard, der wird mich never Ernte nehmen. Ich hoffe, es kommt ein Cop online. Nee, immer kein Cop, Alter. Immer kein Cop. By the way, wundert euch nicht, warum der Server so leer ist. Das liegt daran, weil wir an RLO 2.0 arbeiten und die Leute jetzt keinen Bock drauf haben, da drauf zu zocken, weil jetzt alles, was sie jetzt machen, eh wegradiert wird. Finde ich zwar irgendwie unehrenhaft, aus dem Grund, weil ich mir denke, man spielt ja RP, weil man Spaß dran haben soll und nicht wegen dem Geld, aber anscheinend denken ganz viele Leute an Geld. Und wenn wir sagen, gut, jetzt sind wir auf RLO 2.0 und machen das, dann sagen die Leute, ja, es macht aber dann keinen Sinn mehr, hier drauf zu spielen, weil dann ist ja mein ganzes Geld weg und alles, was sie jetzt erarbeiten, ist dann halt futsch, ne? Da haben sich ganz viele gedacht, sie spielen erst wieder bei RLO 2.0 mit anscheinend und deshalb ist das Server ziemlich, ziemlich leer im Gegensatz zu sonst, aber mir ist es egal, ich habe meinen Spaß im RP und darum geht's. So, mein Auto, da sind wir wieder, wir sehen uns wieder, also das probiere ich aber, bevor ich irgendeinen Scheiß mache, ob das Blaulicht jetzt funktioniert, Alter. Ich hoffe, es geht, Bruder, so, ich mache die Frontblitzer dran. Ich glaube, da gehört ein Raid-Time oder irgendwas gesetzt, damit dieses Script erst später die Sachen feststellt, weil jetzt sollte er funktionieren, warte mal. Hoppala. Ah! Ne, funktioniert wieder nicht. No Object by ID 322. Will der mich jetzt komplett flexen oder was? Weißt du, vorm Stream alles funktioniert. Ich mache einen Stream an. Ja, funktioniert nicht, Jungs und Mädels. Das geht so nicht. Na, ich mag heute nicht. Ich muss das Script nur restarten. Dann ist es, warte mal, Lichter entfernen. So. Restart Light Bars Script. Vielleicht so. Das ist der Sound of a Schwende. Restart. Ich muss das Script restarten, aber wie heißt denn das scheiß Script jetzt? Heißt jetzt Lightbar-Script oder? Alter, jetzt muss ich in die Konsole reingucken, wie das scheiß Script heißt, Bruder. Also, man sieht, es läuft nicht immer alles rund, wenn man es mal braucht. Es läuft immer, wenn man es gerade nicht braucht. Das ist meistens so der Fall. Wenn man es gerade nicht braucht, läuft's. Sobald du es einmal brauchst, sagt er, nö, ich mache jetzt Feierabend, ich gehe was einkaufen. Aber wo ist denn das Lightbar-Script überhaupt drin? Das müsste hier irgendwo. Ja, scheiße, wo ist denn das Script drin, bitte? Jungs, Mädels? Wo zum Teufel das Lightbar-Script? Eigentlich mit Motorsprung hier. Ach, so wird das geschrieben. Ach, ja, mein Gott, Alter, kein Wunder, dass es nicht geht. Guck mal, wie das geschrieben wird. Lightbar und das S groß. Warum ist dann die Lightbar klein? Ja, jetzt soll es wieder gehen. Meine Fresse, ey. Wie auch immer dieses Script so benannt hat, der gehört geköpft, das war ich selber, ne? Ich hab's selber so geschrieben. So, jetzt soll's aber gehen, ne? Ja, es werde Licht, es funktioniert endlich. Es funktioniert nach 5 Stunden herumprobieren. Und vorm Stream hat alles gefunzt. Ich dreh durch. So, jetzt aber rein mit der Kiste. Jetzt machen wir den schön. So, die brauchen wir hier ein bisschen rein da, genau. Ein bisschen weiter rein. So. Ja, das sieht schon mal schön aus. Und dann nochmal hier noch die Frontblitzer nach hinten, die ein. Uiuiui. Wo sind die jetzt hin? Achso, warte mal. So, genau. Hier nach hinten. Die wollte ich ja hier reinschallern. Ich weiß nicht, ob sie funktionieren. Ich habe Angst davor, wenn ich da jetzt anmache, dass die. Soll ich das machen? Oder ah, nee, komm, ich lasse die aus, weil keiner glaubt mir das, dass das so aussieht. 1 zu 7 Kennzeichen, by the way. So. Ich mach die an der Kennzeichenbeleuchtung oder so. Nee. Mach ich die hier lang? Warte mal. Mach ich die hier hin? Ja, doch, hier passen sie ganz gut, glaube ich, an der Stoßstange. Am Heck machen die sich schön. Wobei, das sieht scheiße aus, wenn es am Heck ist. Vielleicht doch ein bisschen weiter runter hier in der. Ja, hier sieht es halt auch nicht perfekt aus. Dann mache ich es doch am Kofferraumdeckel, mache ich die an, ja. Am Kofferraumdeckel, da sieht es gut aus. Ja, so passt das. Und dann machen wir jetzt nochmal die Avenger rein, die Avenger Lightbar.
Und den Avengers auf jeden Fall. Genau. Ach ja, die wollte ich ja nur vorne machen. Hinten brauchen wir nicht so viel. Hinten ist überbewertet, Jungs. So, Mädels. Warte mal, habe ich das jetzt richtig? Nee, so ist richtig. So, jetzt müssen wir schauen, dass die noch reinpasst. Und dann ist unser Zivilfahrzeug, unser Fake-Polizeifahrzeug fertig. So, ich muss nur irgendwie die Leute dazu bringen, dass die nicht darauf schauen, weil es... Oh, es ist ein Cop online. Ui, perfekt. Es ist perfekt. Jawohl, so muss das. Jetzt muss ich zwar Angst haben, aber ich baue noch ein Waffeleisen. Da guck mal, wie ich damit rumgurke. Ja, moin. So, erstmal tanken, Pfanner-Ding. Okay, es geht los. Es ist alles bereit. Fake Cop ist da. Und wir können jetzt loslegen. Ich brauche halt noch ein Waffeleisen. So muss das sein. Waffeleisen brauchen wir unbedingt noch. So, ich muss mich mal hier bedanken wieder bei den Donis. Leute, ihr rastet ja wieder komplett aus. Vielen herzlichen Dank. Wer hat noch rausdonatet hier? MF Isa, danke für 90 Cent. Jonas, bist der Beste. Bringst mich immer zum Lächeln. Danke. Ich habe zu danken, dass du auch dabei bist. Der YouTube King haut neu raus. Demon Flow aktiv. Liebe Grüße aus Geisling. Das habe ich vorgelesen. Genau. Da bin ich dann stehen geblieben. Dankeschön an den Cream Gamer. Hey, könntest du mal normale Chat-Nachricht vorlesen? Das kann ich schon. Das Problem ist, Bruder, wenn ich zocke. Ich schaue ab und zu auf den Chat, das mache ich schon. Aber das Problem ist, wenn ich RP zocke, vor allem RP, und der Chat rattert durch, dann kann ich nicht immer den Chat lesen. Und ich muss mich oft darauf konzentrieren, wo ich hinfahre. Ach, warte mal, ich brauche ein Waffeleisen. Ach, wir fahren schnell zu 1 zu 7, da gibt es das gratis. 1 zu 1 zu 7, ich bin ja 1 zu 7, Bruder. 1 zu 7! Wie gesagt, ich habe schon Probleme, die Donis alle vorzulesen. Weißt du, da ist es auch schwer, den Chat noch mitzulesen. So, Dankeschön an... An Shadow, das war ja vorgelesen, genau. Nice Jensen, der ist auch dabei. Darf man mit 13 auf Real-Life Online-Server? Ich glaube, ich krieg diese Frage im Stream 5-mal gestellt in jedem Stream. Es hat 18. Ist und bleibt so. Ihr könnt auch sonst mal reinschauen. Real-Life-Online.net auf die Website, da ist alles drauf, was ihr braucht. Da steht alles drin, wie ihr euch bewerben könnt. Es steht nur nicht drauf an die Bewerbungsphase. Die Bewerbungsphase wird auf Instagram angekündigt. Folgt mir, by the way, auf Insta, wenn ihr wollt. Warte mal, wie weit sind wir von 100.000 bei Insta entfernt? Lass mich gucken. Wir brauchen auf Insta noch, sage und schreibe, 7.000 Abonnenten, Leute, um den Dreh. 7.000 Abos auf Insta, dann sind wir bei den 100k auch auf Insta full. Also macht das mal full. Full. Full machen auf Insta, Leute. Würde mich freuen. So, der Schieberwelp ist auch dabei. Wer steht im Wald und produziert Alkohol? Die Galinde. Ach so, weil sie gärt. Jetzt habe ich verstanden, Bruder. Der war echt, Bruder, der war echt trocken. Ich muss los. Weil ich gerade im Wald verpasst, das gut. Aber tatsächlich, weil mich jemand gefragt hat, wir werden auf jeden Fall auch so einen Job machen, wo du im Wald irgendwo eine Station hast, wo du deine Sachen brennen kannst, deinen Alkohol brennen kannst. Sprich Moonshine nennt man das. Und ich fand die Idee einfach geil und ich glaube, das werden wir noch machen als illegale Nebensache, wenn man jetzt zum Beispiel keine Drogen verkaufen möchte, dass man so eine Sache hat, die vielleicht leicht illegal ist, aber nicht so stark wie halt, wenn du jetzt sich Kokain oder was abbaust. Dass wir irgendwo so eine Moonshine-Station haben, wo du hinfahren kannst und deine Sachen brennen kannst. Wäre schon Korall, denke ich. Dann kannst du nämlich irgendwas pflücken gehen, ein paar... Ich weiß nicht, aus was kannst du Moonshine machen? Aus Pfirsichen oder sowas. So einen Schnaps machen, so Pfirsich-Schnaps oder so gibt's ja. Dann kannst du so Pfirsich ganz normal legal irgendwo dir holen. Den kannst du dann entweder so verkaufen oder daraus Moonshine machen. Das wäre doch eine geile Sache, oder? Auf jeden Fall R&O 2.0 werden wir das noch machen. Und Leute, ich sage euch, RLO 2.0, es wird so geil. Ich habe gestern noch an ein paar Sachen gearbeitet. Ich will nicht zu viel sagen. Hauptplatz komplett erneuert. Komplett das Ding. Also wirklich, der Hauptplatz ist nicht mehr wiederzuerkennen. Mit einem Custom-Made-Dönerstand. Kein Scheiß, Leute. Wir haben am Hauptplatz auf RLO 2.0. Aber ich will es noch nicht zeigen. Ich denke mir so, der Wow-Effekt soll schon da bleiben. Aber ich will nur sagen, was das schon alles ist. So ein bisschen. Alles erzähle ich euch nicht. Aber der Dönerstand, das wollte ich euch sagen, der ist am Hauptplatz. Und das ist so geil. Der Hauptplatz, ey, das ist so geil. Shisha-Bar natürlich auch noch da. Aber es sieht halt alles viel, viel geiler und besser aus. Ich schwöre euch, ich freue mich gerade so drauf. Könnte zwar noch viel gemacht an dem Ding, aber... Das ist der Sound of die Spende. Ich freue mich einfach... Allein, dass wir einen Dönerstand am Hauptplatz haben, ist schon geil. Allein das ist schon heftig. Wo man dann auch arbeiten kann. Ich freue mich einfach drauf. Wird richtig lustig. So, ich hole mir jetzt meine Waffeln, genau. Ich brauche bitte eine Glock 17... Dann nehme ich ein Klappmesser mit. Ein Schlagstock gibt es hier nicht, ne? Aber haben wir einen Schlagstock irgendwo? Abgesägte Schrotflinte nehme ich mit. Weil wenn ich durchsucht werde, ist eh schon alles im Arsch. Item nehmen, nö, alles gut. Wobei, warte, habe ich irgendwo noch Hanf? Nee. Aceton, Batterien. Verbandskasten. Goldbarren, okay, alles gut. So, los geht's, wir haben Waffeleisen. Ach so, warte, lieber, genau, vergessen.
lieber Munition mal auffüllen und Rüstung anwenden. Fast vergessen, Jungs und Mädels. Also. Los geht die, Luzi. Ich freue mich. Schauen wir mal, wie wir alles dran kriegen. Vielleicht kriege ich den einen oder am besten Autobahn, ne? Am besten Autobahn fahren und schauen, ob wer vorbeifährt. Und dann gucken. Also ich bin Herr Hasselhoff. Steht drauf, ne? Herr Hasselhoff, warte mal. So wie David Hasselhoff? Ja, steht Hasselhoff drauf. Das muss ich mir unbedingt merken. Also ich muss mir auch eine Stimme ausdenken. Damit sie mich nicht erkennen. Als Mark Gumpe, versteht ihr so? Wie reden wir am besten, wenn wir den anhalten? Es ist schon ein bisschen zu schnell sind sie gefahren, gell? Ich könnte so ein bisschen den Ani nachmachen. Sie sind ein bisschen zu schnell. Ja, da schauen wir dann, was los ist mit ihnen. Aber das wäre schon, ja. Arnold, ein Ani nachmachen ist auch eine coole Idee. Überleg noch, wie ich mit den Leuten rede, wenn ich sie anhalte. So, schauen wir mal Richtung Autobahn. Da ist, oder Richtung Hauptplatz, ist halt immer sau viel los. Ich würde sagen, wir fahren mal Autobahn und schauen, wer vorbeifährt und den halt mal an. So, machen wir das. Ja, Jungs, so will's. Was war das schon wieder für ein Geräusch? Das ist aber öfters hier in dem Umkreis, ne? Dass hier einfach auf einmal so eine White Noise reinkommt. So, tsss. Ich bin immer voll erschrocken. Ich weiß nicht, wo das herkommt. So, schauen wir mal dahin. Und schauen wir, ob da wer auf die Autobahn fährt. Und den halten wir dann an. Und dann nur gucken, dass wir nicht zu sehr auffallen, weil ich habe keinen Bock, dass da die echte Kopperei kommt. Da habe ich echt keine Nerven für. So, wir stellen uns am besten hier so hin. So, hier. Und schauen, ob hier wer durchmeddelt. Ich bin gespannt, Jungs und Mädels. Ich bin gespannt. So! Ja, habt ihr einen 35, 21 auf der Autobahn Richtung Nord. Bitte komm. So, schauen wir mal, was hier passiert. Den ersten immer rausziehen, erstmal $5000 abnehmen. Ich hab sie geblitzt. Ey, ich bin doch nicht so schnell gefahren. Ja, sicher. Viel zu schnell. Oh, kommt da wer? Kommt da wer? Ist das wer? Nee. Okay. Wir müssen halt gucken, ob da wer kommt. So, ich kann dabei ein bisschen durchlesen. Schau, das ist immer das Coole in der Zwischenzeit. Ich kann hier einfach ein bisschen chillen und warten, bis da wer kommt und dann, ne? So, Joachim Wunderlich, danke für deine Doni auch. Und, den haben wir noch alles. Bacon YouTube, woher hast du das Lightbar-Skript? Gibt's auf 5M zum Runterladen. Einfach Lightbar-Skript eingeben in 5M und du hast es. Easy peasy, lemon squeezy. Und Dankeschön, Bacon YouTube. Jetzt habe ich Hunger. Morino, auf einem guten Stream fängt ja schon mal gut an, wenn er am Anfang direkt wegcrasht. Ja, ist halt so, Bruder. Ist halt so. Rubbellos habe ich bei der Boy auch nicht, ne? Ah, doch, ich habe welche. Oh, warte mal, muss ich gleich probieren. Ist das eine echte G-Klasse? Also ich probiere mal einen Rubbellos. 1000? Ein Taui? Verloren. Okay, aber einen habe ich noch. Eins bräuchte ich dann noch. Ui, nichts gewonnen. Danke dafür, Bruder. Jo, grad nix. Gerade keiner zu schnell. Alle fahren normal, ne? Alle fahren so grad normal, wie das aussieht hier drin. Vor allem das 1:7 Kennzeichen. Ich hoffe, das fällt nicht zu sehr auf. Ich habe Angst davor, dass das wer sieht. Und dann so sieht, ah, ist das Kennzeichen vom Herrn Mark Gumpe. Davor habe ich ein bisschen Schiss, muss ich sagen. Aber egal, wir warten ja ein bisschen weiter noch. Bissi. Ist ganz ungewöhnlich, hier drin zu sitzen, ne? Ohne Radar oder so. Schon sehr ungewöhnlich. So, Dankeschön an Official Marshi auf unserem Server. Erstmal Amtsanmaßung und für 50 Monate ins Kittchen. Ja, wir haben tatsächlich bei uns auf dem Server haben wir auch die Regelung, das Ausgeben eines Polizisten oder alleine das Einkleiden oder so ist nicht erlaubt. Das heißt, das ist ein Serverregelbruch, den ich hier gerade öffentlich begehe. Das Schöne ist, ich habe ja von der Regierung so gesehen eine Genehmigung bekommen, weil ich selber die Regierung bin, dass ich das heute machen darf. Deshalb sage ich ja auch einen Tag, Gott sei Dank. Weil sonst wäre das heftig scheiße. Ich mache das heute so als Prank mal, so ein kleiner Prank-Stream. Aber sieht gerade schlecht aus, dass da wer kommt, ne? Soll ich vielleicht mal in die Innenstadt... Ui, da kommt wer. Bin auf dem Weg, Bruder. Ich bin auf dem Weg. Mornington 64, hab einen... Geh mein Kennzeichen durch. Hallo, der.
Grüß Gott. Hallo? Bitte Führerschein einmal bitte. Jawohl. Was habe ich falsch gemacht? Officer Hasselhoff, mein Name, ja? Wir sind ein bisschen zu schnell gefahren. Ist Ihnen das aufgefallen? Ja, der Tacho nicht, ne? Das ist ja schon so ein Pfusch. Ah ja. Haben Sie das angemeldet? Ja, natürlich. Schauen Sie mal. Ja, sicher. Zwei Takte, okay. Ich gebe das einmal schon durch, gell? Ja, geben Sie es durch, bitte. Das sieht so tun, als ob. Aber wo ist die Tablet-Ansicht? Was ist das Tablet? So, haben Sie den Führerschein wieder, der Herr. Ja, so, danke vielmals, danke. Was machen wir jetzt, ha? Ja, tut mir leid, kann sein, dass ich es übersehen habe. Das liegt nicht, also das liegt eigentlich nicht in meinem Interesse, dass ich zu schnell fahre, nicht? Dann wissen Sie, ich finde das nicht lustig. Das auch vorne Licht haben Sie? Haben Sie ein Licht vorne? Das ist, schauen Sie, passen Sie auf. Ich komme gerade von der Werkstatt, nicht? Und der hat gemeint, jetzt über Tag, ne, da brauche ich es jetzt nicht, nicht? Ich meine, man sieht ja jetzt noch genug. Und ich fahre dann später nochmal in seine Werkstatt und da bauen wir es dann wieder drauf, verstehen Sie? Ja. Was machen wir jetzt? Sie waren ein bisschen zu schnell, 20 km drüber. 20? An 20er waren Sie drüber. Na, um Gottes Willen. Aber da gibt es schnellere, ne? Ja, klar. Na, aber sicher. Wissen Sie was? Wir lassen es bei einer mündlichen Verwarnung. Ja, solange es kann, nicht schauen, ob der Sound nicht, nein. Wissen Sie. Das ist nur zwei Takter, gell? Ja, mal ja, darf ich mal anstarten, das Ding? Ja sicher. Ja, das schauen wir an, Jens. Waren Sie selber mal ein junger Fahrer? Ja, nein, ich hab damals so ein Derby-Sender bin ich gefahren, so 50 Kubik, ne? Ach so. Wissen Sie, so ein bisschen was bin ich gefahren, ne? Sehr was. Wissen Sie, Sportauspuff, Chanelli, Appa, haben Sie mich gefickt zweimal, sicher. Aber ach, vorhin bin ich halt. Nein, wissen Sie, aber das ist schon die alte Zeit, das ist schon längst vergangen. Ja, ne? sicher. Ja, nein, gerade als Mopedfahrer, da wirst du sowieso, also wenn es da nicht einmal gekriegt wirst, dann ist eh Hopfen und Malz verloren, sage ich. Wie gesagt, heute habe ich einen guten Tag, lassen wir es durchgehen, aber fahren Sie bitte sag ich vorsichtig. Danke vielmals. Ja, super, machen. Ich gebe Ihnen einen Tipp, kaufen Sie sich einen Helm, gell? Ja, ich habe mal, ich will es Ihnen kurz zeigen. Ich weiß, ich Sie dürfen, nämlich, Sie dürfen auch nein, so fahren, ich weiß schon, aber Sie brauchen einen. Ja, wenn Sie ein Bügelsköpfchen sind, verstehen Sie? Schauen Sie mal her, schauen Sie ins Kapperlein, sehen Sie die Stahlkappen da? Ja. Achso, ja, da. Habe ich mal eingebaut. Ach so ist das. Ja, so verstehe. Ja. Hoppala. Ah, da haben Sie jetzt einen Helm, schauen Sie. Ja, es ist ja da, schau, ja, passt ja, doch. Hab ich auch da, haben Sie das Kapperl drunter gehabt, drüber gehabt oder was? Ja, ach so stimmt, ist genau. Das. Ja, das Kapperl, das kann ich runterziehen. Ich ja, so jetzt verstehe ich es, ja, sicher. Genau. Ja, passt, na, dann fahren Sie weiter, fahren Sie langsam, gell? Verwarnung, ja, super. Haben Sie von mir, ja. Wunderbar, sag ich danke vielmals. Ja, danke wui. Fürs Aufpassen. Gell? Na, kein Problem und merken Sie sich. Officer Hasselhoff, bin immer da für Sie. Hasselhoff, alles klar. Ja, steht auf dem Kärtchen drauf, wenn Sie schauen wollen. Ja. Okay, unser erster schon mal ins Ding reingekommen. By the way, ich hab jetzt extra ein bisschen auf Steirisch geredet. Weil ich wollte meinen Charakter, dass es nicht auffällt, dass ich mal Grumpe bin. Ich wollte jetzt unbedingt irgendwie meine Stimme. Aber vielleicht ein bisschen so, ich weiß nicht, vielleicht wienerisch. Ich weiß ja auch nicht. Ich meine, Seoleiwand tut, ne? Das wird auch eine Möglichkeit sein, wenn ich so ein bisschen an Wiener auslasse. So was tät die Wiener Kultur ein bisschen. Das wäre eine Möglichkeit. Nein, aber steirisch ist schon lustig. Kein Helm, Leute, auf RLO braucht man keinen Helm. In LA gibt es tatsächlich das Gesetz, dass du ohne Helm fahren darfst. Ja, da gibt es keine Helmpflicht fürs Motorradfahren. Ist leider so. Ich weiß, das ist ein gescheites Gesetz, eine Helmpflicht, aber in L.A. derzeit keine Helmpflicht. Du kannst einfach so mit dem Motorrad fahren ohne Helm. Finde ich halt doof, aber ist halt so. Also dafür können wir jetzt nicht belangen. So, schauen wir mal runter Richtung Hauptplatz, ob da weiß es, Alter, ich hoffe so, dass da keine echten Cops sind, ne? Ah, das ist eigentlich, der Papa ist doch da, ne? Hab ich die Nummer vom Papsi? Schauen. Ich meine, den Dad anrufen, Daddy. So. Da bald durch. Aber die erste Anhaltung schon mal funktioniert.
Schau mal, ob die hier auch funktioniert. Ich schaue nur unten um die Ecke, dass hier kein Kopf ist. Ich traue mich hier gar nicht lang von, ehrlich gesagt. Oh ne, ist eh keiner. So viel zu, da ist eh keiner. Oh je, je, ganz schnell weg, ganz schnell weg, ganz schnell weg, ganz schnell weg. Ganz schnell weg, da Jungs. Ui, der hat mich nicht gesehen. Ganz schnell weg, Alter. Ganz schnell, da ist die Polizeiauto gestanden. Uiuiui. Ui, ui. Also, ich gehe mal da rein. Ich spiele mich das Rad ein bisschen auf. Ah ne, der ist gerade unter. Ne, dann mach ich das lieber nicht. So. Okay, alter Schwede, ich habe jetzt kurz den Herzinfarkt bekommen. Ich habe jetzt wirklich kurz einen Herzinfarkt gehabt. Weil ich gedacht habe, ey, jetzt werd ich angehalten. Also Hauptplatz fahren ist eine ganz scheiß Idee. Hub dich selber an, Alter! Bin auf meiner Spur gewesen. Das hat jeder gesehen. Also Hauptplatz, warte mal, wo könnten wir hinfahren? Beim Autohaus, ne? Hat Autohaus offen? Hat nicht, aber Mechaniker vielleicht. Die gerade off-duty sind. Da können wir sonst mal. Wir gucken mal Richtung Autohaus hin. Da muss ich erstmal wieder hier durchfahren, durch den Hauptplatz. Egal, wir machen das einfach. Wir machen das einfach. So. Dankeschön an Schieberwelt bei 1:7. Ah, das habe ich ja vorgelesen. Genau. AC111 YouTube haut einen Fünfer raus. Servus. Olm geil, Stream Südtirol und Österreich beste, man kennt's. Gut, ich halte lieber an, bevor ich angehalten bin von dem echten Kopf. Ach komm, ich fahre einfach ein bisschen weiter. Ich fahre außen rum, das schaffen wir. Ich fahre hier rechts. Muss mal schauen, dass ich dann nicht durch den Hauptplatz rase. Was sind wir hier vorne? Ist das vorne? Ist das ein? Ist das ein? Ist ein PC, also ein PC. So, von da runter hier. Rauf geht's zum Hauptplatz, meine Damen und Herren. Hauptplatz, ja schon. Zum Andlerhaus. Andler. Zu Andelshaus. Zu Andelsauto, was wollte ich sagen. Melden wir da mal rüber, schauen, ob da wer ist. Es ist eine. Ich schieb nämlich ganz aus. Genau, es schiebt nämlich ganz aus. Es schiebt nämlich ganz anders. Da fahren wir darüber. Warum rufen die alle? Ich tue doch nichts. Ich hab nur ein bisschen zu schnell. So. Weil da sind meistens die ganzen. Die ganzen Leute vom Autohaus, also die dort arbeiten, so auch die Mechaniker sind da sehr oft. Ich schaue mal, ob die sich dort gerade treffen. Wenn ja, werde ich die mal so ein bisschen auseinandernehmen. Aber hoffen wir mal, dass sie da sind. Hoffen wir mal. So. Ich muss mal ein bisschen hochscrollen hier. So, Demon Flo. Morgen Geburtstag und zwei Pullis von dir bestellt. Freue mich so. Alter, Eri geht raus. Er gönnt sich zwei Pullis. Uiuiui, ui, da vorne. Ist das einer? Ja, ich hab jemanden. Ich tue jetzt was, will ich da was durchgehen. So. Das ist der Sound auf die Spende. Servus Moses, bitte mal das Fenster runter. Ha? Hallo, Moment. Find mal das Fensterheberl nicht. Hm? Ah, haben wir gefunden, ja, gell? Ja, noch hier. Waren es ein bisschen schnell? Über Rot sind wir angefahren, glaube ich. Hm? Kann vielleicht aber sein, vielleicht sollte man auch nicht mit einer Binderhautentzündung Auto fahren. Na, das kann nicht gut sein, meine Dame. So, schauen wir mal gleich. Was, Fahrzeug auf Sie zugelassen? Ja, da steht mein Name drauf. Ja, da schauen wir gleich mal durch. Führerschein kriege ich von Ihnen, bitte. Genau, das wollte ich noch. Ein Führerschein. Dann schauen wir gleich. Officer Hesselhoff, mein Name, falls Sie mich ansprechen wollen. Na? Immer Herr Hesselhoff sagen, da bin ich da für Sie. Besten Officer. Officer Chief Hesselhoff. Dankeschön. Das ist die Sound Frau Nova, aha. Na, passt, dann gehen wir das einmal durch, das Kennzeichen. Ich bin gleich wieder bei Ihnen. Bleiben Sie sitzen, gell? Schauen wir gleich mal. Einfach die Arme, Alter! Die Arme! So, jetzt muss ich so tun, als würde ich hier irgendwas machen. Ja. Schaut ein bisschen schlecht aus für Sie. Ein paar Vergehen haben wir da schon drinstehen. Mich wundert, dass in Ihrer Kleidung keine Polizei steht. Ich bin vom FBI, die Dame. Und ich bin von der Feuerwehr, deswegen ich weiß, wie Polizisten aussehen. Schauen Sie mal drauf, bitte. FBI.
Wissen Sie, warum ich sie auch anhalte? Wir machen Drogentests. Was für Tests? Drogentests machen wir, die Dame. Heute ist Drogentest-Tag, deshalb bin ich vom FBI unterwegs. Wenn Leute zu schnell fahren, dann halten wir sie an und befragen sie, ob sie was genommen haben. Und dadurch, dass sie ein bisschen zu schnell gefahren sind, ein bisschen auffällig sind, dann machen wir jetzt einen Drogentest, ja? Steigen Sie mal raus, bitte. Dann schauen wir uns das gleich an. So, kommen Sie mal her da, bitte. So, gehen Sie mal bitte von dem Baum da, ja, den Sie da hinten sehen. Sehen Sie den? Ja. Da gehen Sie von dem bis zu der Lampe einmal gerade rüber. Ich schaue mir das an. Ja, schaut okay aus, bitte. Sind Sie Model? Modeln Sie in der Freizeit? Die Dame? Ich verstehe es gerade nicht, ne? Eieiei. Kommen Sie mal her, du! Hallo, hören Sie mich? Madame? Ja, hören Sie mich jetzt? Ja, jetzt höre ich Sie. Ganz gut, jawohl. Das schaut gut aus. Getrunken haben sie auch nichts anscheinend. Das passt. Dann steigen Sie mal bitte wieder in ihr Fahrzeug ein. Dann schauen wir uns das gleich an. Ich hole uns gleich einen Kollegen dazu, wenn es Probleme gibt, gell? Warten Sie mal ganz kurz. Weil wir müssen überlegen, bei Ihnen, Sie haben schon ein bisschen was am Kerbholz, gell? Sie sind schon öfters aufgefallen mit dem Auto. Ein bisschen öfters in einem Blitzer gefahren, glaube ich. Ist ein bisschen sinnlos, weil ich habe das Auto erst seit ein paar Tagen. Ja, aber nicht mit dem Auto. Schon öfters im Straßenverkehr aufgefallen, meine ich. Also was jetzt da in der Unterlage steht, ein bisschen öfter sind sie gefahren schon. Ja gut, wissen Sie was, ich mache Ihnen folgendes Angebot. Schauen wir gleich mal. Das Fahrzeug, Unterboden haben wir keine drin. Sportauspuff auch keiner verbaut, das passt an sich. Jo, dann schauen wir uns das mal an. Also wie schnell waren sie? Geben Sie das zu, wie schnell waren sie? 100, 200? Nicht über 100. Nicht über 100, okay. Das Problem ist, nachweisen kann ich Ihnen das jetzt nicht, gell? Das ist das, weil ich habe sie nicht geblitzt, ich habe sie nur gesehen, aber das mit der roten Ampel, das überlegen wir uns noch einmal, gell? Hören Sie mich? Ja, ja. Was machen wir bei Rot? Anhalten. Was machen wir bei wenn's grün wird? Fahren. Was machen wir, wenn's gelb ist? Anhalten? Na, nicht immer. Im Notfall dürfen sie drüber. Wissen Sie was? Ich gebe Ihnen eine Verwarnung. Das war ja nicht so schlimm. Es war ja kein Verkehr. Sie haben keinen Unfall gebaut. Nächstes Mal fahren Sie bitte nicht über Rot. Gell, die Dame? Dann haben wir das. Mach ich. Danke. Passt. Dann fahren Sie vorsichtig weiter. Das nächste Mal bitte, bevor Sie denken, ich habe kein Badge dran, schauen Sie genau hin, FBI. Bin der Herr Hasselhoff. Okay. Der Officer Chief Hasselhoff. Jawohl. Dann fahren Sie weiter. Wir sehen uns, gell? Ja, fahren Sie auch vorsichtig. Jawohl, tschüss. Ich hab das Herz nicht, dass ich jemandem das Geld abnimm. Officer Chief Hasselhoff. Ich bin einfach beides. Officer Chief Hasselhoff! Das ist scheiße, man ist bei der Feuerwehr, die weiß, was Chief ist, das ist der Boss. Aber jeder weiß, dass ich nicht der Chief bin, also ich habe mich gerade irgendwie selbst verraten. Aber gut, alles gut, Leute. Es ist noch okay. Es ist noch im Rahmen. Aber Alter, ich kann dir kein Geld abziehen, die hat mir so leid gerade getan. Aber dieses Aufspielen als Polizist mit so einem Dialekt, das ist einfach so lustig. Das ist halt der österreichische Dialekt. Immer das Lässige, ja, was denken Sie da, was Sie gerade tun? Ich meine, schauen Sie mal her, Sie können nicht einfach über Rot fahren, das geht ja so nicht. Ja, schauen wir mal Richtung Auto, was da noch wer ist. Ist ein bisschen negativ aufgefallen, gell? Io. Ein bisschen sind schon aufgefallen, wenn man einmal rein. Ich frag mal durch, ich hoffe nicht, da wer. Ist da jemand? Der schaut nicht so aus, ich glaube, der ist leer. Da war der vielleicht hinten. Der Officer Chief Hasselhoff. Officer Chief
Hasselhoff, das ist einfach Legende. Aber ich überlege mir, vielleicht mein neuer Charakter heißt er wirklich Hasselhoff mit Nachnamen. Halt irgendeinen ganz anderen Vornamen, das würde ja gehen. Darf jetzt so nicht David Hasselhoff heißen, also das nicht. Ich könnte jetzt den Nachnamen einfach Hasselhoff nehmen. Und Vornamen, ich weiß nicht, irgendwas mit Dutschnick. Irgendwas passt irgendwie nicht, aber gut. Wir schauen mal, ob wir wen finden, der noch zu schnell ist. Oder der, den wir irgendwie anhalten können. Wir fahren mal nochmal Richtung Hauptplatz. Aber die hat mir gerade voll leid getan, ey. Weil sie, weißt du, ich hab nicht mal gesehen, was sie falsch gemacht hat. Ich wusste auch nicht, ob sie über rot ist. Ich habe also einfach so getan, als ob, ne. Aber ich kann niemanden ausnehmen. Ui, da kommt jemand. Der hat da. Der nächste. Olle. Hallo, der Herr oder die Dame. Hallo? Ah, das. Machen Sie mal auf das Fenster da. Ja? Ja, hab ich doch hier links. Ja, komm, rechts. Ja, links, ja, ist ein bisschen. Schau, sehen Sie, wie wir stehen. Ja, ja, ein bisschen. Ja. Komm uns her da. Machen Sie auf das Fenster. Haben Sie gesehen, was Sie gemacht haben? Nein. Ein bisschen zu schnell? Nein. Haben Sie einen Blitzer nicht so weit? Der hat mich nicht erwischt. Na nicht? Und davor bei der Kurve bist du so reingefahren und nicht schauen? Oh, habe ich ein bisschen die Fahrbahn geschnitten, ne? Ja, oh, sie fahren ein bisschen lustig. So habe ich schon gedacht, sie fahren mal weg. Ich bitte mal einen Führerschein. Ja. Officer Hasselhoff, ja? Merken Sie sich das. Bitte? Ich bin der Officer Hasselhoff, merken Sie sich das, ja? Okay. Immer einen Führerschein bitte von Ihnen. Ah, jawohl. Herr Fall! Das ist die Sound, ja. Herr Fall, sagen wir ehrlich, wie oft sind Sie beim Führerscheintest durchgefallen? Sagen wir ehrlich. Boah. Ich muss schon ein paar Mal nachmachen. Wie oft denn schon? Sonst schau ich gleich noch. Haben Sie eine Sperre gekriegt? Wie oft denn schon? Nein. 8 Mal? Mhm. Ich schau gleich mal das Kennzeichen durch, gell, der Herr? Bin gleich wieder bei Ihnen. Und ja, bitte tun Sie der Umwelt irgendwie. Dankeschön, genau, ausstellen. Ja, Dankeschön. Bin gleich nochmal bei Ihnen, Herr Fall. Ja. Daher fahr, wie oft sind sie schon durchgefahren? Das ist ja mal das Kennzeichen. 1i. Was ein Kennzeichen. Leute, lasst mal alle ein Like dafür, Herr Fahl. Wie oft sind sie durchgefallen? Sind sie ehrlich so. Gehen wir zurück. Über diese Präpotenz, oder mal. So, kriegen sie einen Führerschein wieder. Sie sind da ja ganz lustiger mit dem Kennzeichen, gell? Das ist die Sache. Wieso? Nun bitte, das ist schon ein lustiges Kennzeichen, was da haben. Für was. Ist das gegen Blitzer gedacht, ha? Nee. Ja, sie, ich hab schon ein paar Sachen da ist gestanden, wenn man es das nächste Mal aufhält mit überhöhter Geschwindigkeit, dass der Führerschein abgenommen wird. Hat der Kollege reingeschrieben. Okay. Aber wissen Sie was? Ich kann Ihnen das jetzt ja nicht nachweisen, ja? Ich sag nur, fahren Sie vorsichtig, weil so wie es gerade gefahren sind, ist wie gesoffen, gell? Haben Sie irgendwas genommen? Nein. Rieche ich da Rauschmittel im Auto? Rauschgift? Ja, vielleicht hinten im Kofferraum ein bisschen, aber... Das sind Sie ein Giftler? Du uns Giftler? Nein. Vom Vorbesitzer. Können Sie mal meinen Kofferraum hinten aufmachen für mich, Herr Fahl? Wäre das möglich? Oder wollen Sie das nicht? Ja, warte, ich muss den Knopf suchen. Ja, sonst machen wir da hinten nochmal auf und schauen wir durch, wenn Sie mal sagen, was da ist, passt. Herr Fahl, Sie müssen aussteigen, bitte. Sonst komme ich da nicht rein. Müssten den nochmal aufsperren für mich, Herr Fall. Ja. Passt, ist leer. Wissen Sie was? Belassen wir das bei einer Verwarnung. Nächstes okay, Mal zwicken wir in den Führerschein, gell? Dann können wir es neu machen, gell? Passt. Ja, dann wünsche Ihnen einen schönen Tag. Gleich freut. Ah, oh, da bin ich ausgerutscht. Da war ich kurz davor jetzt, ne? Das sonst ausgerutscht. Entschuldigung. Ja. Aha. Wenn ich das nur einmal sieg, gell, dann. Das ist die Sound auf die Spende. Schniere ich Ihnen die Schniersenkel zu, gell? Ich werde da mal ganz nervös, wissen Sie? Weil so. Jo, Entschuldigung, ich bin gerade auch nervös geworden. Ich weiß nicht, was Sie wollen von mir. Ja. Bist du deppert, was ich. Ich weiß nicht, was mit Ihnen ist, aber was, wissen Sie, was fahren Sie weiter? Nächstes Mal. Vielen Dank. Zieht man einen Führerschein, gell? Jo. Das ist aus, als wäre auf die Taste gekommen. Der Fall!
Demeter, nee, dass ich mich doppelt höre, das ist nicht aus meinem Stream, Leute. Das ist, weil sein Mikrofon schlecht eingestellt ist. Ich habe Streamverzögerung von einer Minute. Das heißt, wenn ich mich in seinem Mikrofon höre, dann müsste das eine Minute später ankommen. Das heißt, jetzt muss ich immer wieder den Leuten erklären, dass der nicht metert. Ich habe eine Streamverzögerung, die geht eine Minute und ich höre mich direkt. Das heißt, er kann den Stream nicht metern. Leute, überlegt mal ganz genau, dass da eine richtig, richtig krasse Ding ist. Eine Verzögerung. Und das haben wir bei mehreren Leuten. Wie mit der Herr Fahl. Einfach Herr Fahl hops genommen. Schon wieder weiter rast. Erstmal hops genommen. So, wir fahren mal Richtung Hauptplatz. Wir schauen mal, was da los ist. So. Alter, wie die Leute mich echt denken, dass der Typ metert. Also, so blöd kann man nicht sein. Aber einer hat es ja mal wirklich gemacht, ne? Wisst ihr noch, der eine, der ist irgendwas mit Bomb, T-Pomp hieß der, genau. Der hat gemetert. Da hast du aber auch den Stream eine Minute verzögert mitgehört. Das war halt ein echter Volllullatsch, der das gemacht hat damals. Uiuiui. Das war jemand. Eieieiei. Der hat sich richtig die Finger dreckig gemacht. Richtig heftig blöd, was der gemacht hat. Also bevor ich anfange zu metern, mache ich mein Mikrofon so, dass man den Hintergrund nicht hört. Aber der hat voll durchgeschallert mit dem Mikrofon. Das fand ich richtig lustig. So, Dankeschön an Mr. Klicker YouTube. Oh, scheiße, mir verletzt. Och nee. Weil der mir eine reingeschallert hat, ohne Grund, ne? War halt ein Unfall, aber gut, ich muss jetzt mal schön ins Krankenhaus fahren. Ich muss nur mein Auto irgendwo hinparken, dass es keiner sieht. Das ist der Sound auf die Spinde. Weil sonst sterbe ich hier noch weg, Albert. Erstmal Krankenhaus-AP. Und dafür stehe ich jetzt mit meinem Namen, weil der mich einmal geboxt hat, ne? Okay, da vorne ist Ding. Ganz schön weg. Da ist die Feuerwehr. Da ist die Werde voll. So, ich muss doch irgendwie das Ding irgendwo einparken, dass es kein Schwein sieht. Am besten hier so. So, dann ziehen wir uns das Ding aus oben. So, Oberteil ausziehen. Dann sollte alles weg sein. Ja, perfekt. Sagen wir mal das. Dann fällt es auch nicht auf, dass wir ein Fake-Cop sind. Jetzt muss ich halt wieder auf Herumpe machen. Jetzt darf ich nicht im Dialekt reden. Das darf hier nicht auffallen, Leute. Das darf hier nicht auffallen. Oh, guten Tag, Dian. Guten Tag. Guten Tag. Ich bin gerade vorhin beim Klettern bin ich auf die Brust gefallen. Und seitdem habe ich Schmerzen. Oh. Ja, Kollege, möchtest du oder soll ich? Kann ich machen, kein Problem. Jawohl, danke. Dürfte ich mal den Ausweis sehen? Ja, natürlich. Der Rumpe, warten Sie mal. Eieieiei, da hast du Schmerz. Ah ja, der Rumpe, okay. Ja. Kommen Sie mal mit, bitte. Ja, danke schön. Oh. Wie hoch war das denn, wo Sie runtergefallen sind? Das war nur so eine kleine Mauer und ich bin trotzdem voll auf die Fresse gefallen. Ich verstehe selber nicht. Kleine Mauer. Okay. So ein kleines Mäuerchen, ich bin aber auf die Brust gefallen. Auf die Brust gefallen. Da waren so Glassplitter, ich weiß nicht, was das waren, so Scherben. Kennen Sie die Scherbenmauer hinten? Tatsächlich nicht, um ehrlich zu sein, nein. Da ist ich drüber gewuchtet, aber sowas von. Okay. Dann legen Sie sich mal hin. Ich schaue gerade mal parallel in Ihre Akte nochmal rein. Oh, ist das schön hier drin. Oh, so, das ist gut. Ja, wir haben neue Matratzen. Ah, die sind neu jetzt hier, oder was? Die sind neu tatsächlich. Die sind ein bisschen weicher. Ja, man merkt's. Okay, ich habe gerade nur mal geschaut, ob bei Ihnen irgendwelche bisherigen Vorerkrankungen bezüglich der Brust vorhanden sind, aber da sehe ich jetzt hier nichts soweit. Okay, dann zeigen Sie mal her. Ja, ist halt echt nur die Brust, ne? Da bin ich voll auf Fresse gefallen. Oh. Okay, ja, ich sehe hier, dass Sie da ein paar Schnittwunden haben. Ja, das war so, wissen Sie das? Da gibt es so Ganggebiete und da gibt es hinten so eine Garage und dahinter ist so eine, wie sagt man, so eine Glaswand. Und wenn du da drüber springst, dann fällst du hin. Okay, ist das unten in der Grove Street oder wo ist das? Nee, das ist beim Beach dort in der Nähe vom Autohaus ist das.
Okay. Da ist so eine kleine Gang, so eine Gasse und da, mhm, da haben die so, so Glassplitter in die Mauer geschallert. Und wenn ich da drüber, yeah, gehe, dann haut's mich runter da. Ich glaube, da ist vielleicht einer noch irgendwie in der Lunge oder so. Also vielleicht hat er sich durchgestochen, habe ich voll Angst vor. Also das sieht jetzt für mich nicht so aus, Herr Rumpe. Boah, also ich, okay, sehe hier Schnittwunden, da haben Sie vollkommen recht. Ich sehe jetzt aber nicht, dass da noch irgendwas drin sein würde. Oh Gott sei Dank. Zumal die Wunden nicht besonders tief sind. Aber was wir auf jeden Fall einmal machen, wir säubern die Wunde einmal auf jeden Fall. Okay. Die würde ich Ihnen mit einem kleinen wenig Desinfektionsmittel müssen wir ran. Ja. Das wird ein bisschen brennen dann, aber danach bekommen Sie von mir ein kleines Pflasterchen und dann, ja, ist schon wieder gut für Sie, ne? Ja, danke schön. So, dann schauen wir mal. Das Desinfektionsmittel haben wir hier unten. Oh, es tut gut hier zu liegen. Oh. Ja. Jetzt muss ich mich einkriegen. So. Nicht, dass es wieder, ja, gesperrt wird oder am 18 geschalten wird. Ah, jetzt bin ich schon gewohnt. Oh. So, einmal auftragen. So muss das, so. So, das war schon. Oh, danke schön. Ganz tapfer sind Sie, Herr Rumpe. Wunderbar. Das ist die Sound, was möchten Sie denn für ein Pflaster haben? Ich kann Ihnen anbieten Hello Kitty, Dinosaurier und Benjamin Blümchen. Nur Benjamin Blümchen. Die ich möchten Sie haben? Benjamin. Benjamin. Die Blümchen. Kennen Sie das von SpongeBob? Wo Mr. Krabs drin liegt und das fliegende Holländer reinkommt? Und ich, wissen Sie, die Situation passt gerade, weil ich hier gerade im Krankenhaus bin. Da kommt der fliegende Holländer rein, dann sagt er, ja, Mr. Krabs, sorry Sie. Und dann sitzt er so hier drin im Bett und sagt, ich bin nicht Mr. Krabs, ich bin Benjamin. Benjamin Blümchen. Nein, kenne ich tatsächlich nicht, nein. Dann haben Sie aber keine Kindheit genossen, der. Das war der absolute Klassiker. Also ich kenne sämtliche Folgen von dieser Serie, aber so, das tatsächlich leider nicht. Das ist die beste. Wissen Sie, der Synchronsprecher ist nämlich derselbe von Benjamin Blümchen. Und das ist im Englischen. Ist das eben nicht der Joke, wissen Sie? Und im deutschsprachigen ist das der Joke. Also müssen Sie unbedingt auf Deutsch ansehen, vielleicht deshalb. Vielleicht sehen Sie sich die englische Version an, die deutsche ist besser. Das muss ich dann, denke ich, mal tun, ja. Ja, müssen Sie. Ja. So. Wunderbar, Herr Rumpe. Pflaster sind aufgetragen. Ah, danke schön. Wie fühlen Sie sich denn jetzt? Ich fühle mich, warten Sie. Eigentlich so fast so fit gerade. Als könnte ich die ganze Welt umboxen, so irgendwie. So fit wie ein Turnschuh gerade. So links, rechts, 1, 2, 3, Hacke. Na, das ist doch wunderbar. Ja, ich fühle mich wirklich gut. Dann tun die Pflaster ja ihren vollen Job. Auf alle Fälle, haben sie gut gemacht. Wunderbar. Vielen Dank. Ja, durchatmen. Oh. Sie bekommen gerade einmal die Rechnung von mir, Herr Rumpe? Ja, natürlich. Machen wir das so. Aber das müssen Sie sich anschauen, müssen Sie mal eingehen bei YouTube oder so. Benjamin. Mhm. Benjamin Blümchen. Das ist aber wirklich absoluter Klassiker. Das würde ich machen. So, vielen Dank. Ich würde nach Feierabend direkt mal machen. Werden sie machen, auf alle Fälle. Sie haben ja auch hier irgendwo Fernseher, glaube ich. Ne? Können Sie ja anmachen und schauen. So bei YouTube oder so. In den hinteren Räumen sind die. Ja, schauen Sie sich das mit dem Kollegen an, wenn Sie in der Mittagspause sind. Ich kann es Ihnen nur empfehlen. Das mache ich. Das empfehle ich dann direkt. Jawohl. Danke für den Tipp auf jeden Fall. Ja, oh, ja, natürlich. Sie Benjamin Blümchen, beste. Benjamin Blümchen in SpongeBob ist beste. Also besser geht's nicht. So. So, ja. Ihr kennt die Folge Benjamin Blümchen nicht, ey. Also SpongeBob mit Benjamin. Benjamin. Benjamin Blümchen. Das ist wirklich die klassische Folge. So, Mr. Klicker, YouTube, hallo, Xion, das ist meine erste Spende. Ich bin 10 und gucke die sehr lang. Bruder, ich hoffe, du darfst spenden. Ich hoffe, du hast deine Mutti gefragt. Oder dein Papi, was auch immer. Liebe geht raus, Alter, Mr. Klicker, Liebe geht raus. Der Hodenkobold ist auch dabei, lösch dich. Lieber Hodenkobold, ich werde mich ab jetzt direkt mit meinem Kanal Richtung Gulasch, genau. Richtung Gulasch begeben, würde ich gerade sagen. Ja. Ich werde meinen Kanal jetzt Richtung Gulasch begeben und werde ihn direkt morgen aufgrund dieser Donation löschen. Ich bedanke mich trotzdem für die eine Eurone und danke, dass du mir gezeigt hast, dass ich meinen Kanal vielleicht doch besser morgen direkt oder vielleicht sogar direkt heute löschen sollte. Das wäre eine ganz tolle Sache. So, Lord Max, weißt du, dass es eine neue FF9-Trailer gibt? Was ist FF9? Was ist FF9, Leute? Kann ich mal wieder aufklären? Warte mal, Fortnite? Fortnite! Nee, für Fortnite! Nein, wie heißt denn was ist nochmal FF9? Fast and Furious 9, jetzt kommt's wieder. Fast and Furious 9. Ich kenne den Trailer sogar schon davor. Oder ist es nicht der 8.?
Jetzt kommen ja zwei Teile auf uns zu. Jetzt durch Corona gibt es ja zwei Teile, die sie gerade machen, ne? Der eine ist fertig, der andere ist gerade in der Mache, was ich mitbekommen habe. Ich muss schon sagen, Fast and Fortnite 9. So hoffen wir, dass es gar kein Kopf ist. Das schauen wir mal. Brauchen wir eine Verführerscheinkontrolle? Aber lass mal. Oh, scheiße. Scheiße, haben die gesehen, ich habe mein Oberteil nicht an. Das ist der Sound auf die Spinde. Ja, kann nichts dafür, dass der so wegfährt. Das ist bei dem Auto mit dem Händen so, ne? Das war rot. Da komme ich nicht hinterher. Entschuldigung, bitte, bleiben Sie mal sitzen, ne? Oh, mein Arsch tut weh, ey. Bleiben Sie mal sitzen im Auto, ja? Wir haben nochmal ein ganz großes Problem, gell? Das schiebt dann richtig. Gehen Sie mal, machen Sie mal bitte die Fensterscheiben auf. Sind Sie gerade über Rot gefahren, zweimal? Ha? Geben Sie mal einen Führerschein her, ha? Falls Sie ihn haben. Ja, das ist der Ausweis, ein Führerschein, dankeschön. Hey, die Drift ist überfallen. Ja. Was ist denn hier los? Ja, posen Sie auf, bitte. Wenn Sie über Rot fahren und ich sehe das, Sie sind ja vorbeigefahren, haben Sie mich nicht gesehen im Auto. Haben Sie mich nicht gesehen? No. Das ist der Sound auf die Spinde. Mhm. Bin direkt neben Ihnen gestanden, wissen Sie das? Dann fahren Sie vor mir über Rot. Ich glaube, Sie haben eine Farbenschwäche, kann das sein? Was habe ich für Schwächen? Eine Farbenschwäche. Rot-Grün-Schwäche. Kann das na, sein? Nein, aber komm, ich habe das gesehen, dass da rot war. Aber also komplett über Rot. Ich habe grün gesehen, das war absolut grün. Bei der Apfel. Ampel vorne, da bei der an der Ecke waren jetzt, nicht die da vorne. Wie ein Apfel, sage ich Ihnen. Wie ein Apfel, ja. Mhm. Das schauen wir uns an. Kennzeichen auf Sie zugelassen, Maserati? Ja, ich weiß, dass es Maserati ist. Nein, aber das Kennzeichen Maserati, sonst ein lustiger, gell? Ja. Passt. Wissen Sie was, ich schaue mir das schnell durch. Bin der Officer Hesselhoff, wenn Sie was brauchen, ich bin gleich im Auto, dann kommen Sie einfach vorbei. Der wer? Der Officer Hesselhoff, der Herr. Hesselhoff? Ich bin gleich wieder da bei Ihnen, ja? Es ist gerade ein echter Kopf vorbeigefahren, der hat das gerade nicht gecheckt. Das ist der Sound auf die Spende. Der hat es gerade nicht gecheckt, der Kopf. Na schauen Sie, der Kollege auch schon am Start, ha? Huh? So haben Sie dann wieder einen Führerschein. Nächstes Mal zwicken ab, gell? Dankeschön. Na, müssen Sie nicht. Wissen Sie was? Auch. Sie sagen, es war grün. Ich hab rot gesehen, gell? Ja. Alles klar. Wissen Sie was? Dann belassen wir es dabei. Ich gebe Ihnen jetzt eine kleine, sagen wir mal, eine Strafe jetzt nicht, aber ich werde es jetzt mal belehren. Wenn Sie nochmal sieht, dass Sie über rot fahren, dann nehme ich den Führerschein weg, ja? Wir können auch eine Münze werfen, wenn Sie wollen. Na, für sowas bin ich nicht da, der Herr. Ich schreibe mir das aber in die Ohren, gell? Das ist das Wort, mein Kennzeichen Maserati, gell? Ja, wie das Auto. Und ein ganz lustiger Sans, das schreibe ich auch gleich mit. Passt. Ja, können Sie. Wie gesagt, nächstes Mal, wenn ich Sie sehe und Sie bauen so einen Scheiß, dann ist der Führerschein gleich abgezwickt. Aber passt. Aber gucken Sie mal. Ich erkläre Ihnen das jetzt. Ist das schön, ne? Ja, nein, ich verstehe schon, das ist ein bisschen schneller vor, aber dann passt es trotzdem auf, gell? Ja. Der hat ein sehr empfindliches Gas. Ja, das kann ich mir eh fast vorstellen, ja. Da kann das schon mal passieren, dass man da übers Ziel sicher hinausschießt, sage ich mal. Sieh, ich muss jetzt meinen Kollegen helfen, die haben da gerade ein bisschen ein Problem mit dem M5 da. Deshalb, ich muss jetzt schnell, ach, deshalb M5, ist auch die Verwarnung, gell? Also man sieht sie. Der M5 ist gerade Renne gefahren. Ja, ja. Sollen wir mal mitfahren bei der
Bei der Kolonne? Jö, der ist aber schnell. Der war gerade richtig schnell. Der nächste. UCX-50. Machen Sie ein Motor aus, Jens. Müssen wir keinen Herzinfarkt da. Bist du deppert? Führerschein kriege ich bitte von Ihnen. Hab ich leider nicht. Wie, Holmes nicht? Holmes kein Führerschein? Nö, haben die Kopf abgenommen. Aha. Also, hier halt. Ja. Naja. Dann steigen Sie mal aus, der Herr. Wir werden die Idee, wenn Sie mal aussteigen. Muss ich? Muss Sie auf. Sagen Sie mal Ihren Personalausweis, den gehen wir durch. Das wird nichts Schlimmes. Mein Gott, jeder hat schon mal schwarz gefahren, sag ich so, ne? So. Ja, mein Personalausweis kann ich zeigen, den hab ich noch. Ja, dann geben Sie den mal her, dann schauen wir uns das an. Bitte schön. Und Führerschein haben Sie nicht mehr, gell? Der ist abgenommen worden. Der ist abgenommen, korrekt. Seit wie lang ist denn der abgenommen bei Ihnen, bitte? Ich sehe da nichts. Seit einer Woche. Okay, ich schau, ob ich was im Buch sehe, gell? Seit einer Woche. Aber versprechen Sie mir, dass ich im Auto bleibe, ich tue Ihnen nichts, gell? Ja, alles gut. Scheiße, hat keinen Führerschein. Und ich halte den an! Alter! Scheiße! Ich muss jetzt improvisieren, was mache ich denn jetzt? Weil festnehmen kann ich ihn nicht, dann merkt er, dass ich ein Fake-Cop bin. Oh Scheiße, ist nämlich ein Auto? Nee, Alter, ich dachte gerade, jetzt kommt die. Da habe ich im Rückspiegel gerade so ein Auto, so Scheinwerfer gesehen. Ich dachte, jetzt ist es aus. So, warte mal. So, so kriegen Sie da noch aus von mir. Bitteschön. Den okay. Personalausweis, ja, was macht man jetzt? Eigentlich, wie gesagt, einknasten müsste man schon. Das ist die Problematik dort. Wegen keinen Führerschein. Jo, das ist das Gesetz, der Herr. Okay, ich kann nichts machen. Aber Sie haben in meine Akte gerade reingeguckt, oder wie? Ich hab gerade reingeschaut. Aber ich habe jetzt nichts gefunden, dass okay. Sie keinen Führerschein haben, der Herr. Okay, okay. Also da steht nichts drinnen. Sind Sie wirklich ein Polizist? Natürlich. Da steht nichts drinnen, der Herr. Da müssen Sie... Wie heißen Sie nochmal? Geben Sie mir nochmal einen Ausweis, bitte. Personalausweis. Geben Sie mal her. Ich habe jetzt das Kennzeichen durchgegangen, der Herr. Geben Sie mir den Ausweis, bitte. Ja, haben Sie doch. Nein. Geben Sie, ich habe mal zurückgegeben. Geben Sie mir nochmal retour. Ja, okay, Moment. Ich habe da Vermutung. Sonst habe ich meinen Kollegen. Bitte schön. Ist das überhaupt Ihr Fahrzeug? Schaut mir nicht so aus. Ich weiß nicht. Sie sind nämlich kein erster Polizist, weil das Problem ist, ich bin vor den Kopf immer abgehauen und werde nämlich gesucht, mein Freund. Bitte, wo's? Ja, also kannst du nicht kein erster Polizist sein. Naja, das Problem ist, es gibt mehrere Leute, die sowas fahren, aber jetzt schießt doch mal nicht mal die Waffe runter, Bruder. Also ich weiß komischerweise, wenn ich angehalten werde, kommen direkt so 3-4 Polizeiwagen, die mich umstellen, weil ich immer noch gesucht werde. Also ja, kannst du kein erster Polizist sein. Hör zu, wir machen Folgendes. Ich verrate nichts von dem, was du machst. Aber du verrätst auch nicht, was ich mache, okay? Ja, Deal? Okay. Ist Deal? Ja, ja, ich lass dich fahren. Ich bin kein echter Cop, du hast es gerade rausgefunden. Ach, ja, du flüchtest gerade. Du flüchtest gerade von den Cops. Ja, weißt du, ich bin eigentlich, Bruder, ich bin Schwerkriminell. Weißt du, was das Geile ist? Die Cops merken das. Ich muss einfach Dialekt aufsetzen und so. Aber du erzählst nichts davon, okay? Ich erzähl auch nichts von deinem Scheiß. Naja, alles gut. Okay, ich bin die ganze Zeit auf Haareflucht und weil Kopfmord und so. Ja, ja. Ja, lustig, wenn dass das keiner gemerkt hat, da sind sie jetzt dreimal vorbeigefahren. Oh Gott sei Dank, ich hätte direkt jetzt... Da ist ein Kopf. Tu einfach so, mach einfach mit. Scheiße, du hast die Waffe in der Hand, Alter. Oh Gott, steig ein, das Ding. Steig ein, schnell. Ja, mein Personalausweis. Ja, mit. Den kriegst du wieder. Komm, verpiss dich. Danke. Verpiss dich, lass mich auf... Ui. Fahr, Bruder! Wie geil ist das denn? Wie geil ist das denn? Und der Kopf hinten! Wie geil ist der Scheiß denn, Alter?
Alter, wie geil ist der Scheiß einfach. Ich war voll, ich hab nicht gewusst, ich dachte, die verfolgen den BMW. Alter. Aber Gott, der hat mir die Waffe in die Fresse gehalten, aber guter Deal, ne? Er erzählt nichts von mir, ich nichts von seinen Sachen. Passt, ich bin ja kein echter Kopf, Bruder. Uff, wat ein Lack. Du bist kein echter Kopf, weil du bist gesucht, ja klar, Alter, ich wusste halt nicht, dass der das ist. Das feier ich gerade heftig. Ich feier das. Aber Alter, der ist echt gut gewesen, du. Der war voll ruhig, ne? Ich hab das gedacht, das ist ein ganz normaler Dude, der da fährt. Holy shit, Alter, wie der die Waffe gegen mich. Ich dachte, jetzt bin ich tot, Bruder. Ich meine, es ist so in L.A. In L.A. ist es wirklich so. Wir spielen komplett ohne Schussankündigung. Das checken sehr viele nicht. Wir haben auf dem Server keine Schussankündigung, es wird auch so bleiben. In L.A. ist es nämlich dasselbe. Wir sind ja kein deutscher Server, wir spielen nicht in Deutschland oder sowas. Da passiert ja sowas sehr selten, aber in L.A. ist es tagtäglich, dass du angeschossen wirst. Von Gangs oder was weiß ich, die ballern einfach drauf los. Und ich finde das aber so scheiße, wenn die RP-Server solche Sachen machen wie, oh, wir machen uns eine Schussankündigung. Wer braucht denn sowas? Gut, dann ist das ja kein RP mehr. Eine Schussankündigung. Das checken sau viele nicht, deshalb sau oft schreiben die Leute, das war jetzt aber sau fail RP, der hat keine Schussankündigung. Ich denke mir so, Bruder, wir haben keine. Wir machen das so realistisch wie möglich. Das Realistische ist, da, wo du es nicht merkst. Oder wie jetzt gerade, ne? Weil hätte ich jetzt einen zweiten Kollegen gehabt, als echter Cop jetzt, dann wäre das vielleicht anders ausgegangen, aber... wenn der eine Waffe zückt, ist das ja der Überraschungsmoment, wenn er sagt, er gibt einen Schuss ab oder so. Das ist einfach kompletter Schwachsinn, ne? Weil ich bin gerade voll durchgekommen, die Cops sind nämlich... Ich glaube, die Cops checken nicht, dass ich ein Fake bin, ne? Die haben es bis jetzt nicht gerafft, glaube ich. Die haben das bis jetzt nicht gerafft. Komm, wir fahren mal Autobahn hoch. Ich muss ja von der Innenstadt weg, Leute. Ich muss da weg. Aber Alter, beste Deal meines Lebens. Ich lass dich gehen, du lässt mich gehen, Alter. Beste Deal meines Lebens. Leute, ein Like halb auf diese Aktion. Das ist eine ehrenhafte Aktion hier heute. Hau mal drauf hier. Alle mal auf den Like-Button pushen, bis er blau wird. Auf die 10.000 Likes, meine Damen und Herren. Jetzt die 10.000 Likes knackeln. Das würde mich freuen. Aber so macht RP Spaß. Was ein geiler Dude. Ja, vielleicht findet man noch... Oh, scheiße, von Scoparillo. Sollen wir da durchfahren? Ach, komm, wir fahren von der Standard. Haben die den jetzt gestellt, oder was? Oh, nein, die haben den gestellt. Scheiße, die haben den. Kompletter SWAT-Einsatz hier und ich fahre mit meinem Fake-Cop-Auto durch. Ich muss tanken, scheiße. Ja, Leute, ich weiß, ich muss tanken, ich muss jetzt durch den Blitzer fahren. Shit happens. Ist das geil, ey, der arme Junge. Der arme, Alter. Ich muss gegen die Einbahn. Ich muss nämlich schauen, dass ich einfach so schnell wie möglich zum nächsten Ding komme. Mal Offroading. Erstmal Anzeige raus. Ja, heute ist mir so schon egal. Nee, ich werde mich an die sonstigen RP-Regeln halten. Die einzige Regel, die heute für mich ausfällt, ist, dass ich kein Cop sein darf. Hoffentlich ist da noch was drin. Ja, guck mal. Ich habe nachgedacht. Oh, ist doch nicht. Scheiße, da ist nichts mehr drin. Alter, nee, Bruder. Bitte nicht. Bruder, gib nicht... Oh, ich habe nicht auf den Tank geguckt, Leute. Ich bin ehrlich. Alter. Ja, ich muss Tank holen. Aber zuallererst erstmal oben ausziehen, dass es keiner sieht, dass ich der Fake-Cop bin. Alles gut. So, gut. Was habe ich bekommen? Eine SMS? Sagt hier jemand zum Wäschewaschen da? Nein, heute nicht, Bruder, heute nicht. Jetzt will man einen Kanister bringen. So, ich muss ein Skateboard holen. So eine Scheiße. Weil wo ist der nächste? Ah, doch unten. Wir fahren da lang. Oder wir fahren unten lang. Dann holen wir einen Kanister. Passiert auch wieder nur mir, ne? Man kennt's. F dafür. Helf ihm doch. Leute, ich habe überlegt, ob ich ihm helfen soll. Und in dem Moment habe ich mein Kanister gesehen. Meine Tankanzeige. Die war auf Null. Die war komplett auf Null. Aber dann kann ich ein Auto klauen auf die Schnelle. Gucken wir mal. Ah!
sind alle zu hier. Oh Scheiß. Aber Alter, dass wir bis jetzt nicht angehalten worden sind, das ist echt krass. Aber die Verfolgung da hinten, die war heftig, da hätte ich gerne mitgemacht. Wie gesagt, ich hätte ihn sonst mitgenommen, aber dadurch, dass der Tank leer war, dann hätte ich die ganzen Cops hinten gehabt, dann wären wir hier stehen geblieben, dann wären wir beide eingefahren. Also, ich hätte ihn sonst wirklich mitgenommen, den armen Dude. Wir sind ja beide Kriminelle gewesen. Ich fand das so lustig. Sind sie ein echter Cop? Sind sie ein echter Cop? Nein. Oh, da habe ich mir ganz schön ins Hüsschen gekackt, ne? Nee, kurz in die Hossen habe ich mir eingeschissen. Treff am Hauptplatz. Ui, was ist denn da für ein Treff? Einfach Treff hier. Und ja, wir haben eine Regelung. Man darf auch mit dem Skateboard offroaden. Aus dem Grund, weil es übelst spaßig ist, wenn du mit dem Skateboard den Berg runtermädelst. Das macht übelst Spaß. Und den Spaß wollten wir niemandem verbieten, haben wir gesagt, komm. Sonderregelung für Skateboards, offroad-fähig. Ganz einfach. Auch wenn es nicht so realistisch ist. Aber wir wollen damit auch haben, dass es so ähnlich dann ist wie Snowboarden. Im Winter ist das schon lustig. So, Tanke, ich bin hier. Endlich. Boah, Alter, Gott sei Dank, geht das Ding hoch, das Ding. Benzinkanister full. Dann machen wir das hier. Habe ich den Zwieg voll gemacht? Ich hoffe. Ja, ist voll. Ist der Wagen offen? Nee, Alter. Der will mich nicht. So, zurück zum Fahrzeug. Polizeiausweis habe ich sogar, ne? Ich kann halt nur nicht nutzen. ich habe Polizeiausweis, aber ich kann ihn nicht benutzen. So ist es halt im Leben. So, warte mal. Was kann ich jetzt mal vorlesen hier? Lukas Erhard. Gott sei Dank kein David Erhard, ne? Gott sei Dank nicht er. Dankeschön für 27,99. Gönn dir, Brudi. Da lass mal doch mal das Geld regnen. Die ganze 27 Euro Hähnchen, aber hallo. Liebe geht raus, mein Lieber. Moreno, ich finde auch, es geht nicht um Geld, sondern um Spaß zu investieren. Zuckerschnuten-Shorty. Na, das Short ist schon Zuckerschnute, gell? Na, finde ich auch. Also, ich verstehe Spieler nicht, die sagen, ja, jetzt bringt sich ja nichts auf dem Server zu spielen, weil RLU 2.0 und so. Und ich denke mir so, hä, ist doch voll scheißegal. Aber gut, jetzt haben wir 25 Spieler, davor waren 9 online, bevor ich gestreamt habe, ne? Ist schon sad dann irgendwie. Aber ist halt so, ne? So sind Menschen. Alle kapitalistisch. Alle Wünsche des Geld. Lukas Erhard. Für den Serverbruder, bist der Beste, Alter. Vielen Dank nochmal. Shanti hat 90 Cent raus. Moreno Xion, ich hab dir so gern. Ich lieb dich so sehr. Kuss, Kuss, Kuss. Beste Hund der Welt. Beste Hundebande. Dankeschön. Herr Wachmann, danke an die Mods, die uns jeden Tag auf deinem Discord unterstützen. Kannst du mich und die Mods grüßen? Grüß mal Herr Wachmann und die Mods auf alle Fälle. Slapsy, danke für 90 Cent. Norman Voigtmann hat einen Fünfer raus. Vielen Dank. Er schreibt nichts dazu. Demon Flo, hast du gestern Bulli nochmal gespielt nach dem Stream? Nee. Ich habe mich dann gestern an die Dönerbude für RLO 2.0 gesetzt. Aber ich werde es auf jeden Fall noch machen, dass wir an dem Ort weiterspielen, wo wir circa aufgehört haben. Aber ich muss dann halt wieder dieses Spiel da knackeln, ne? Das ist es halt. Die Ehrenrunde. Oh, wer ist denn das? Muss ich dem helfen, oder was? Muss ich ganz schön hinterherfahren. Denn du, der hat das da gerade vorne geklaut, ne? Rup mich nicht an! Ich bin Polizist, zwar kein echter, aber trotzdem. Verfolgungsjagd. Ich suche Waffeleisen im Hauptplatz. Wer kennt's, ne? Alter Schwede. Zusammen, Dude.
Du bist gleich wieder tanken, Bruder. Du benutzt seinen Parkplatz, ne? Wow! Well. That fucked really hard. Eieieiei. Warte, ich fragte mal, ob er mir helfen kann. Guck mal, wie Angst hat. Guck mal, wie Angst hat. Ah, mein Auto, Alter. Ich muss einen Abschlepper holen. Das wird peinlich. Wie soll ich das machen? Scheiße, Alter, mein Auto. Vor allem die Sirene ist so an. Die riecht mir aus. Ich muss einen Abschlepper rufen. Mir geht's Gott sei Dank gut, ich habe keinen Schaden. Oder habe ich einen Schaden? Lass mal gucken. Ne, mir geht's gut. Super, geil, Alter. Weißt du einfach, über was bin ich drüber? Über so einen Reifen oder so, ne? Oder bin ich hier drüber, der Bildschirm? Mich hat's da voll ausgehebelt. Alter Schwede, du. Ich ruf mal schnell an. Ich muss einen Abstepper holen, Leute. Ach, der mich gleich aus, ne? Ich hoffe, da ist er da. Okay, es ist kein Mechaniker da. Das heißt, es bringt sich nichts. Ich muss jetzt schauen, was ich mache. Das Einzige, was ich jetzt machen kann, das Ding da liegen lassen oder umdrehen. RP-gemäß umdrehen, wenn kein Mechaniker da ist. Was soll ich denn sonst machen? Oder neu aus der Ding holen, wäre auch eine Möglichkeit. Aber das Problem ist, ich möchte das Ding jetzt... Ach, wisst ihr was, ich mache den einfach weg. Ich bin halt jetzt mein eigener Abschlepper, weil es ist kein Mechaniker da. Das macht mich... Die Mechaniker sind zwar online, aber die machen heute gerade keinen Job. Deshalb, ich muss den jetzt so wegmachen, weil die sind zwar online, aber sind alle ausgetragen aus dem Job. Die machen heute irgendeinen Ausflug oder sowas, anscheinend. Ja, moin. Dann muss ich es halt ohne RP machen, aber ich wollte jetzt nur nicht, dass das Ding hier mit Sirene dasteht und... Ui. Ja gut, ich muss ihn rauskaufen, alles gut. Nicht so schlimm, Leute, gibt Schlimmeres. Ich sag so, auf Erlo 2.0 wird immer was los sein dann. Dann sind so viele Spiele online, weil heute ist halt echt auch wieder, ne? Weil man merkt halt, die Leute haben keinen Bock auf kein Geld verdienen. Bietet ihr auf Geld verdienen derzeit, weil halt, ne, der Reset bevorsteht und dann denken sich die meisten, ich habe keinen Bock darauf zu spielen, wenn es dann eh resettet wird. Von dem her, ja, heute muss ich das eher wegmachen. RP-gemäß, ne? Ganz RP-technisch. So, geht ja nicht anders. Das ist der Sound of ich bin. Oh, das Ding hier durchschallert bei den Leuten. So. Bruder. Ist halt auch so ein Scheiß, ne, weil da ein Auto gerade steht oder so. Oder ist es, weil da ein Auto steht? Ich weiß gerade nicht. Toll. Wobei der müsste despawnen, wenn ich den hier hinspawne, ne? Eigentlich. Da ist ein Timer drin, der lässt mich nicht rausholen. Muss ein bisschen warten, Leute. Muss ein bisschen warten. Jetzt kann ich ein bisschen durchgehen hier. Demon Flo schreibelt, der hat das ja vorgelesen, genau. Spiel und Alex HD. Das ist meine erste Spende. Kannst du mich. Kennst du mich noch? Oh, warte mal. Dann schreibt er, ich wollte einfach nur Danke für die coolen Streams sagen. Okay, vielen herzlichen Dank. Ich freue mich. Und ich krieg das Ding nicht raus. Pommespanzer, moin. Mal eine Frage, wieso sind momentan so wenig Leute auf dem Server? Habe ich gerade vorhin erklärt, warum. Es ist gerade Finanzeinbruch steht bevor und die Leute haben einfach keinen Bock, ihr ganzes Geld hier zu arbeiten und dann ist es weg, weißt du? Ich finde es zwar irgendwie schade, weil ich mir so denke, der Vordergrund ist doch RP und nicht das Geld. Andererseits denke ich mir so, ja, sie stecken halt ihre Zeit und so rein, gehen farmen und dann ist das ganze Geld weg. So, endlich ist das da. Jetzt ging's. Da ist nämlich ein Timer drauf, damit du dein Auto nicht die ganze Zeit spawnen kannst. Und das ist der Grund, warum wir so wenig online sind und ich finde es okay. Mir geht es eher ums RP, dass ich meinen Spaß habe und nicht ums Geld unbedingt, weißt du? Ich kann auch mit dem Golf genauso viel Spaß haben wie mit dem Supersportwagen, denke ich mir so. Und, ach, jetzt ist das Skript wieder im Arsch. Wie ist das Ding? Restart Lightbar Script, so. Toll. Jetzt habe ich dieses Licht hier drin, egal.
Ich mache halt so ein kleineres Setup von dem Fahrzeug. Wobei ich könnte es einmal einparken, dann ist es auch richtig. Warte mal. Light Bar und dann Lichter entfernen. Genau, perfekt. Hätte ich jetzt auch mitnehmen können. Egal, ich muss jetzt erstmal das Auto einparken. So, Mix47, danke für 2 Euro Rückschritt. Beste YouTuber, mach weiter so. Kannst mich grüßen. Grüße gehen raus auf jeden Fall auch an dich. Andreas Brick haut 1 Euro raus. Leon Ferrex hat 1 Euro raus. YouTube App haut auch 1 Euro raus. Kauf dir damit einen Döner, Bruder. Nichts lieber als das. Nichts lieber als das, als ein Döner. So, FIFA-File, danke auch für 1 Eurüne. Eine Eurüne? So. Jetzt gucken wir das wieder richtig am Monat-Ding. Hoffe ich halt. Ja, das Skript, das müssen wir echt mal anschauen, warum das dann immer so durchschallert. Aber ich denke, da ist halt ein Timing-Fehler irgendwo drin. Dass er das Modell erst zu spät erkennt und dann schallert es durch, ne? Aber jetzt geht's wieder. Ja, das ist halt sehr nervig, auch für die Cops, wenn sie das machen wollen. Dass sie sich ihr Zivilfahrzeug zusammenstellen und dann funktioniert es nicht, ist halt auch kacke. Da müssen wir auf jeden Fall noch ein bisschen was nachholen. Es ist halt kein perfektes Skript, vor allem wir haben da schon so viel umscripten müssen, dass es überhaupt funktioniert. Oh, jetzt habe ich das selber genommen, ne? Weil dann tue ich das nach hinten verlegen, schau ich mir das an. So, das nach hinten verlegen. So. Sieht sicher gut aus, wenn das hier hinten durchschallert, oder? Denke ich mir halt mal. Schau es mal an. Sieht richtig scheiße aus, Bruder. Egal, lass mal so. Wie macht der denn? Oh, ein korrupter Kopf. Was geht? Bruder, was willst du, korrupter Cop? Ich bin's, der vorhin auf die Kopf gesoffen hat. Ah, so. Wurdest du nicht festgenommen? Hä? Nein. Nicht? Ey, wer war denn das dann? Keine Ahnung. An der Autobahn, da war jemand mit auch so einem Ferrari. Echt? Nee, ich war ganz an der Autobahn, ich bin noch ganz woanders lang gefahren. Ich bin noch ganz Richtung Autobahn gefahren. Weißt du, was nämlich passiert ist? Was da war exakt so ein Ferrari, ne? Der wurde dort angehalten. Der hatte so komplett weißen Anzug an, der wurde dort angehalten. Ich dachte mir so, hey, der hatte doch keinen weißen Anzug an, der da vorne. Und ich hab gedacht, dass das wärst du und dass du festgenommen worden bist, aber da war da wieder in der falschen angehalten, ne? Ja, das Auto gehört auch mir hier gar nicht, ist auch geklaut. Also. Ach so, ja gut. Sag mal, klaust du immer nur Autos oder was? Ja, nee, der Ferrari war meiner vorhin. Ach so, aber okay. Den hier habe ich dann geklaut, wo es geflüstert bin, hab mein Ferrari versteckt. Dann haben sie mit einem Helikopter gesucht, hab es mit dem Gebäude versteckt. Und ja, ich denke mal, das war fast seines Glück, dass ein anderer Ferrari, der genau hatte, so aussah. Ja, ich schwöre dir, die haben den komplett umstellt mit SWAT und allem drum und dran. Ja, an der Autobahn rechts. Die haben gedacht, der wäre das. Klar. Ich schwöre dir, ich hab gedacht, das wärst du ohne Scheiße. Da hab ich mir gedacht, hä? Der hat aber einen komplett anderen Anzug an, so irgendwie. So auf einmal voll weißer Anzug und er ist dann halt dort gewesen und mitgenommen, aber krass. Nee, weil so mitbekommen sind, ist ganz selten, dass wir mich mal bekommen. Ah, okay. Na, aber heftig. Ja. Ich muss jetzt mal weiterfahren, ich muss ein paar Leute noch abzocken. Ja, viel Spaß. Dankeschön, ebenfalls. Ich muss ein paar Leute abzocken. Ah, geil, ey. Das war nicht er. Das heißt, die Cops haben das selbe Auto gefahren. Alter, der arme Junge. Der fährt da einfach ganz normal so eine Scheiße. So schon. Müssen Sie sich vorstellen, irgendein kompletter Random und die Polizei hält ihn einfach an. Oh, schau, da kommt er wieder mit dem Ferrari. Das ist jetzt ja anderes, ne? Das war den sie vorhin angehalten haben. Warte mal. Warte, ich halte mal an. Das ist der. Das ist der, das ist nicht der Ferrari. Entschuldigen Sie bitte. Ja. Sie wurden hier vorhin angehalten, da an der Autobahn, gell? Ja. Sie waren der Falsche, gell? Ja. Jeder war eine Frage an Sie. Mhm. Warum fahren Sie da so schnell? Da ist ein 80er, gell? Der ist da hinten, da müssen Sie aufpassen. Ah, sind wir gesehen von Weitem, gell? Jo. Ab, oder? Brauchen wir ein bisschen vorsichtig. Aber ist gut, ich wusste nur so. Passt. Jo. Ich bin der Falsche, gell? Jo. Ah, der Arme! Aber gut, er wurde immerhin, wisst ihr, was das Geile ist? Er ist wieder auf freiem Fuß. Alles gut, Leute, alles gut. Nichts Heftiges passiert. Also, alles gut, Leute. Eieiei. Der arme Junge, Alter.
Ja, voll, aber habt ihr gesehen, wie das SWAT da oben gestanden? Ich dachte echt, jetzt ist der im Arsch, aber es war der gar nicht. Aber deshalb auch der Anzug, ne? Hab ich mir auch gedacht, der wird ja so schön umgezogen. Heftig, ey. So, ich will ein bisschen durch hier. Wieder Fake-Hop on its way. On its way. So, Dankeschön auch an YouTube-App. Genau, das habe ich vorgelesen. Der Döner, das habe ich jetzt. Ja, das habe ich jetzt. FIFA Pfeil haut nochmal raus. Der Jonas oder was? Nimm King Hasselhoff, Alter. Das ist ja doch ein geiler Name. King Hasselhoff. Auf alle Fälle. Moody, also bei Ronnie Hasselhoff würde mir die Tränen kommen. Ronnie? Ronnie Hasselhoff, warum das? Hab ich irgendwas verpasst im Leben? Ich kenne jetzt nur David Hasselhoff. Ich kenne keinen Ronnie Hasselhoff. Finn Salomon. Hallo, verfolge ich schon seit etwas länger, 3 bis 4 Jahre. Ja, Bruder, dann bist du schon lange dabei. Schau mal, wie er herkommt. Und ich gehe die Dinge nicht hoch, weil öfters ist das so, dass Desync ist, dann geht der ganze Ding hier hoch. Da habe ich keinen Bock drauf jetzt. Hey, die Drifty ist überfallen. So. Vor allem, der glaubt jetzt, ich bin nicht ein echter Cop, weil er jetzt denkt, dass ich da dabei war. Das glaubt er jetzt halt wirklich, ne? Boah, der ist viel zu schnell, Bruder. Boah, ist der schnell. Was, ist der im 3 GTS oder was? Boah, Alter. Der wäre so heftig schnell weg, unglaublich. Da komme ich mit der Kiste nicht hinterher, Bruder. Bist du deppert, hat mich abgezogen. Ja, gut, ist halt echt nicht die schnellste Kiste, ne? Das ist es halt. Das ist halt wirklich nicht. Egal! Alles gut, so. Ja, Dankeschön an, Crash Games Adopt Me für 1 Euro. Die Gebärd aus Ulm ist auch wieder dabei. Dankeschön. Und kannst du mich und meinen Bruder The Game grüßen? Gamer LP und The Game grüßen wir, jawohl. So muss hochscrollen.de. Raphael 067. Heixion, ich mache einen eigenen Server. Kannst du mir Tipps geben? Kannst du mich und Mika grüßen? Grüß mal Mika auch mit dazu. Einen Tipp kann ich dir geben. Einfach reinfuchsen. Viel Zeit musst du haben. Und learning by doing. Das heißt, nicht verzweifeln. Wenn was nicht funktioniert, einfach ein paar Tutorials angucken auf YouTube, die helfen oft. Und dann, ja, wenn du was umschreiben musst, das ist alles learning by doing. Da darf man nicht verzweifeln, weil dann wird's nichts. Da muss man sich echt reinfuchsen, das Ganze. So, Bixby, Dankeschön für deine Doni. Bekomme ich einen Money Rain? 2 Euro ein Money Rain? Warte, dann lass mir aber nur 2 Scheine rein, okay? Für 2 Dollar. Warte mal, geht hier raus? Ja, hier, bitteschön. Es waren sogar 3 Scheine, scheiße, das geht gar nicht. Egal, lass mal dazu. Für dich jetzt. So. Quicks, Dankeschön für 2 Öhrchen. Lösch dich, Spaß, Hundegang. Kaki Andi. Lösch dich, Alter. Ich denke mal bei Lösch dich an Imp. Imp. Kennt ihr Imp? Genau, Imp ist der Beste. Und dann die Musik. Der hat ja ganze Folgen gemacht mit Lösch dich. Das ist relativ hochwertiger Content, kann ich sagen. Ich glaube, die meisten von euch kennen ihn nicht. Der ist so eher underground in YouTube, aber er macht gute Videos, wie ich finde. So. Gut, Evil X Wolf, bist echt mega Streamer. Weiter so, bleib wie du bist. Dankeschön. Connor Simon, kannst du mich grüßen? Nice, Connor, bist du der Beste. Grüß mal den Connor. Das ist ein geiler Name. Oder Connor ist wirklich ein geiler Name. So außergewöhnlich. Wie ist das Polizei? Polizeiheli? Nee, Alter, ich dachte schon. Boah, Alter, ich dachte schon, Herzinfarkt, Polizeiheli. Wir suchen ein Fahrzeug. Das aussieht wie ein Polizeifahrzeug. Mal kenne ich es. Wie kann denn das wohl sein? Reden wir mal vorbei. Oder wir fahren mal Richtung Stadt. Das ist auch eine Möglichkeit, wieder ein paar Leute zu kommen. Hier ist gerade ein bisschen tote Hose, bis auf der einen, der gerade vorbeigebuckelt ist. Mit viel zu hoher Geschwindigkeit. Ja, wir müssen schon den Lacing-Dialekt behalten, gell? Io. Ich höre sie reden. Ich höre sie nicht. Fahren schneller davon, Ernst. Ich muss nur zum Fußballfan von meinem Sohn, Ernst. Das ist unglaublich. So, Demon-Thrower, kannst du bitte einen Dorschhalb machen? Gab's schon lange nicht mehr. Einen für 1 Euro, warte mal.
Hau mal raus. Der 1-Euro-Dorschein, wer kennt ihn? Die guten alten Zeiten, dass ich den immer machen konnte. Einfach so, just for fun, Leute. Lasst ein Like da auf diesen Stream, würde mich freuen. Road to 10.000 Likes. Schau mal, dass wir heute noch die 10.000 kriegen. Komm, die 10.000 Likes, die drücken wir heute noch. Ja, die drücken wir heute noch. Das schiebt ganz anders, gell? Ja, die 10.000 Likes. Bei 10.000 Likes springe ich vom Balkon. Zwiebelsohn-mäßig, ne? Auf alle Fälle. Kennt ihr das noch? Ja, sicher, habe ich schon mal gesagt, diese Facebook-Leute damals. Für 10.000 Likes schmeiße ich mich von der Brücke. Für 10.000 Likes mal die hier und das. Dann haben sie sich gemacht. Oh, muss aber da mitfahren. Komm, wir fahren aber mit. Ich fahr da mit. guck mal, wie er steht. Er ist voll verwirrt. Er war einfach gerade vollkommen verwirrt, ne? Oh, Scheiße, kommt jetzt hinterher. Ich wollte nämlich eigentlich mitfahren, wo der hinfährt, aber egal, schnell weg da, Alter, bevor ich festgenommen werde. Aber gut, dann fahren wir Richtung Hauptplatz. Hashtag Likeal, so muss das sein, auf die 10.000 Likes, Hashtag Likeal hier alle mal reinschreien. So ist es. Weil je mehr Likes, desto mehr kommt dieser Kanal voran, desto mehr Abos, ne? Ist ganz wichtig. Vielleicht dieses Jahr noch die 1 Mille knacken. Deshalb würde es mich freuen, wenn ihr vielleicht diesen Kanal weiterverbreiten könntet. In der Schule, falls ihr Schule habt wegen Corona. Vielleicht auch im Internet, ich weiß ja nicht, auf dem Discord oder so. Oder ladet euren Hund, eure Katze, eure Maus, eure Oma, euren Opa, euren Onkel, eure Cousine, euren Cousin. Vielleicht sogar euren Lehrer herzlich zu diesem Kanal ein. Ich weiß ja nicht, vielleicht habt ihr einen guten Kontakt oder einen guten Draht zum Lehrer. Sagt einfach, da ist ein Hund auf YouTube, abonnieren Sie den. Kann doch gut ausgehen. Schaut mich in der Klasse, schaut mich am Oberheit, also Oberheit-Projekte gibt es ja heutzutage nicht. Schaut mich am Beamer in der Klasse oder ich weiß nicht. Auf alle Fälle. Lars, mach das aus, das ist kein guter Einfluss. Mach das sofort aus, die Klasse wegschauen, das Spiel ist ab 18. Lehrer sei Dank. So, wo sind wir denn jetzt? Hauptplatz müssen wir genau. Lars, steckt das Handy weg. Ist das schon wieder dieser komische Hund, der Fluch? Mach das direkt weg, Lars. Immer der eine Schüler, der in der Klasse von der Lehrerin immer lächerlich gemacht worden ist, der nie was getan hat, ne? Lars, es ist immer einer, ne? Entweder ist es ein Lukas, ein Lars oder... Warte, wer wird auch immer angeschrien? Eigentlich zum Großteil immer Lukas. Egal, wo ich war. Leute, ich war bei mir in der Klasse, was immer ein Lukas. Es waren zwei Lukasse in meiner Klasse, ja? Zwei Lukasse, passt mal auf. Die Lehrer, immer Lukas, packt das Handy weg, Lukas, mal das und das. Dann war ich in Deutschland bei meiner Freundin damals, hatte damals Fernbeziehungen in Deutschland mit meinem, ja gut, ich war damals 14. Da war ich in der Schule dort. Dreimal dürft ihr raten, wer dort wieder derjenige war, der angeschrien wurde. Der Lukas war es, Lukas, packt das Handy weg, es ist überall dasselbe, es sind immer die Lukas-Leute, ne? Ja, bitte, kann ich Ihnen helfen? Achso, sie sind der Hesselhof, gell? Ja, mach gleich Stil auf, was brauchen sie? Nix, alle, ich dachte, also, sie wären irgendwer. Alles nein, gut. Ich bin der Hesselhof, ich... Brauchen sie was? Und, jetzt haben sie einen Höhmer gekauft, gell, ja? Gut. Ja, ist fesch, gell? Ja, ist wirklich fesch. Ja. Hab mir gedacht, er muss dazu passen. Übrigens, ein Licht habe ich mir auch dazu gebaut. Warten Sie. Ein Lamperl, das ist super. Aha. Ein Guckerutzkenz! Das habe ich vorher gar nicht gesehen, Ernst. Ein Guckerutzkenz. Nein, das habe ich umgeändert. Wunderschön. Jetzt die ganze Lukas im Chat. Was habe ich getan? Haben schon ein paar Schwerverbrecher gefangen. Ein Schwerverbrecher? Waren sie gefangen? Na, ob's welche gefangen haben? Nein, wir haben vorhin einen Außersinn festgenommen, der weiß nicht, aber. Ja, hat sich dann nicht erledigt, ne? Ach so. Ja, dort wird geschossen mit dem Maschinengewehr. Haben wir einen falschen gekriegt, ne? Na, servus. Ja, ja, da haben wir. Wenn wir so Ferrari-Fahrer wissen, der fährt links, rechts, vorne, hinten. Dann ballert er aus mit der Uzi auf der Seite. Der mit dem roten Ferrari. Ja, ja, und dann. Es hat dann einen zweiten gegeben mit einem roten. Und den haben wir festgenommen. Und der war der falsche. Problematik so, halt, ne? Problematik. Ja, ist nicht so einfach. Ist nicht so einfach in der Welt. Ja, ich. Jetzt einmal eine kurze Frage. Ein Wheelie ist grundsätzlich erlaubt, oder? Naja, am Wheelie, ich sag so. Wenn es auf der sicheren Seite sein will, dann machen sie keinen Wheelie. Erlaubt ist er an sich nicht, aus dem einzigen Grund, dass sie vorne ein Bremsen brauchen, so wie hinten. Sobald sie das Vorderradl hochheben, haben sie vorne keine Bremsen mehr daher. Und das, was verbaut ist... Soll ich das einmal kurz probieren? Das können sie machen, kriegen sie eine Anzeige. Na? Na, das vorne war nach unten. Ja. Ja.
Ich sehe, ja. Da kannst du ja nicht bremsen daher, das geht ja nicht. Ja, na gut, dann, ich will sie gar nicht weiter belästigen, gell, Herr Officer? Na, kein Problem. Dann fahren sie schön weiter und passen sie auf sie, gell? Jawohl. Ja, vierte. Jetzt die ganzen Lukas hier im Chat. Alter, der Drift. Das war doch kein Kopf hier, oder? Dann sind wir über Rot gefahren. Nein, niemals. Hab ich schon gesehen, dass wir über Rot gefahren sind. Ein rechts abgebogen, der darf. Ja, da müssen sie trotzdem anhalten. Das ist der Sound auf die Spende. War trotzdem grün. Nein, wurscht, passt schon. Das ist der Papa, der muss ich unbedingt begrüßen. Servus, du Arschloch! Hallo! Ja, servus, Papa! So, komm mal! Buah, bist du das? Ja, natürlich! Oh, Buah! Hey, wie geht's? Ja, gut, dir? Schau! Hast du mal einen gescheiten Beruf gesucht, Bulli? Ciao, kann man stolz sein auf. Ja, nein, sehr schön, so. Kulti geht's auch noch gut. Schau, sie. Ah, dem geht's auch noch gut. Wunderschön. Du, ich hätte eine Idee. Warte, das ist euer Kollege. Ihr müsst schon anmachen, nicht schnell. Ciao. Jawohl. Jawohl. Scheiße. Wir machen eine Doku, gell? Du, wenn wir fragst, wir machen eine Doku, Papa. Ach so, ja. Ja, warte, ich könnte die große Kamera auch holen. Na, ja, kannst du auch machen. Und das ist der Grund, weshalb wir hier diese Dokumentation drehen, ja. Scheiße, kommt halt echt. Jetzt kommt der halt echt. Und ich glaube, es ist relativ wichtig, dass wir in dieser Dokumentation, ja, den Leuten auch zeigen, dass es auch. Du musst lauter schreien, man hört dich. Ja, wegen dieser Dokumentation, dass wir da ein bisschen was zusammenkriegen. Das ist eine ganz wichtige Sache. Es ist ganz wichtig. Mhm. Das ist wirklich wieder so, hallo der Herr, wir drehen gerade eine Dokumentation. Was sprichst du? Über Polizisten. FBI, open up. Ich mach gerade eine Dokumentation, wollen Sie was dazu sagen, der Herr? Hallo? Ich würde gern mit dem Herrn reden, der hier vor mir wegläuft, finde ja. Wieso? Beste. Statement! Warte, da haben wir gleich super Videomaterial. Der Herr Quali. Ja, warum? Könnte ich mich mit Ihnen unterhalten ganz kurz? Puff. Warum? Hast du genau gesehen, wie der da drüber fahren ist? Schauen Sie, denkst du das? Schwerverbrechen. Schau, da wollte er einsteigen in mein Auto, der Herr. Zum anderen habe ich... Ey, nicht in mein Auto rein, Herrns. Mit was? Das gehört aber nicht. Ihm das mit Auto. Einem Bus. Grün. Ich meine den Rombo. Ja, ich hab sie aussteigen sehen. Der gute Rombo. Ja. Erst. Was war noch ganz schnell? Die große 98 in der Kostarms, das ist so schnell. Unglaublich, sowas, unglaublich. Mein Radar hat sie mit 98 geblitzt. Du, der Herr. Okay. Ich hol kurz die Kamera. Du musst die große Kamera holen, gell, für die Doku. Ja, machen wir schon was zusammen. Ah, das ist deppert. Unglaublich. Papa, bitte, mach keinen Aufstand, Herrst. Das ist unglaublich, sowas. Warten Sie mal ganz kurz, ich fahr mal ein Foto hinterher, das ist schon wieder deppert. So, also der. Unglaublich, Herrns. Alter, die Cops merken das nicht, ne? Die merken nicht, dass ich ein Fake bin. Die haben das gerade nicht gecheckt. Die haben das gerade nicht gecheckt. Die waren viel mehr auf ihn gerade interessiert. Die hat es voll nicht. Die haben das voll nicht. Die haben es voll nicht kapiert, ne? Ich hoffe, der labert keinen Scheiß da. Die haben das nicht gecheckt. Die haben es nicht gecheckt. Ach du Scheiße, jetzt singt er da vor mir. Ey Leute, ohne Scheiß, ne? Ich hatte noch nie so Luck im Leben wie heute gerade. Ich bin komplett falsch, so wie ich angezogen bin, ist komplett falsch angezogen. So zieht sich keiner an am Server und keiner ist FBI. Niemand hat dieses, ich habe extra das gewählt, was am unrealistischen von allem ist, dass wenigstens irgendwo auffällt, ne? Aber die haben das nicht gecheckt. Nach Schweiß aus der Scheune. Am Tor bei Rainer, da ist immer was los, sogar die Hater.
Dieser Typ ist famos am Tor bei Reine. Denn da duftet nach Schweiß aus der Scheune. Am Tor bei Reine. Zwischen Liebe und Schmerz, sogar die Hater zeigen auch mal ihr Herz am Tor bei Reine. Das ist der absolute Ohrwurm des Jahrhunderts. Unglaublich. Entschuldigung, ich musste gerade mitsingen. Das ist eine neue Nationalhymne. Die bayerische Nationalhymne ist das, by the way. Ja, die fränkische, nicht Bayern, wir sagen fränkisch. Meine Damen und Herren. Perfekt. Du Papa, ich muss ein bisschen mit deinem Dialekt reden. Was, warum? Ich bin der Herr Hesselhoff heute. Was de, ich bin eigentlich, ich muss da was gestehen. David. Nein, pass auf, ich muss da was gestehen, Papa. Ich bin eigentlich gar kein Polizist. Was? Ich muss jetzt halt mit dem Dialekt reden, was? Das die Leute nicht verstehen. Du bist so schnell. Kein Polizist, du Saubur. Nein, schau, Papa, hör mal zu, warte. Ich lasse jetzt mal den blöden Dialekt da. Sag mal, was fällt mir dir eigentlich ein? Mach Kamera an. Ja, und da haben wir doch schon überlegt, was wir machen, ne? Und aus dem Grund denke ich mal so, dass wir als Family da ganz gut bedient sind. Ich meine, ich habe letzte Woche einen festgenommen, der hat ausgeschaut wie die Frau Hilton. Ich meine, wissen es die Berries, ne? Warum schaut denn der so blöd da hinten? Wie die Berries. Schau mal zum Kollegen. Herr Kollege, was brauchen Sie? Brauchen Sie ein bisschen an Stoff? Herr Kollege? Schauen Sie, die Kollegen sind nicht in der Fassung mit mir zu reden, das ist unglaublich. Sagen Sie mal, ja. Haben Sie gute Beziehungen zu Ihren Kollegen? Ich habe sehr gute Beziehungen gehabt, 2 Jahre lang in der Wunschabteilung habe ich gearbeitet. Das war die Hundefütterungs-Drohhundabteilung, da haben wir den Hunden die Drogen gefüttert, ja. Ja. Und ich meine, ich bin jetzt schon länger dabei, ja, schon länger. Aber ich sage so, in der neuen Abteilung, im FBI, das zieht ganz anders, ja. Ganz anders zirkt das. Sicher, die Kollegen sind da. Wir machen eine Dokumentation hier. Entschuldigung, bitte könntest du kurz rausgehen, dass wir die Dokumentation fertig bringen können. Du bist ein bisschen schauen, ne? Ja, und jetzt habe ich letzte Woche. War das gerade ein verkehrstüchtiges Manöver von Ihnen? Ein Verkehrs. Wir beim FBI sind gesehen, wenn einmal was ist, sind keine alle da. Und ich sag so, beim FBI ist das immer so, wir machen den Open Up schon gerne. Bitte warten Sie mal Ihren Ausweis sehen vielleicht? Wir müssen die Dokumentation noch fertig drehen, die Herren, bitte. Nee, erstmal wollen wir Ihren Ausweis sehen, bitte. Ja, bitte. Ich bin daher, wissen Sie was? Haben Sie eigentlich ein gutes Dienstverhältnis zu Ihren Kollegen? Ich habe ein sehr gutes Dienstverhältnis mit meinen Kollegen. Das Problem ist, dass ein paar ein bisschen gatschert sind, weil ich beim FBI bin und sie es nicht geschafft haben. Gell? Das ist halt der Unterschied, was uns ausmacht. Ne? Wie sind Ihre Namen? Warten Sie, gib Ihnen gleich meinen Ausweis, bitte. Ja, ich warte. Wie ist Ihr Name? Haben Sie gekriegt, ich hoffe. Ich bin der Herr Steffen. Herr Steffen, welche Abteilung arbeiten Sie? Das wäre der Herr Rumpel, okay. Ich bin heute der Herr Hesselhoff, ja. Wir drehen eine Dokumentation. Also haben wir hier einen gefälschten Ausweis oder wie? Nein, wir machen eine Dokumentation hier. Das ist Stand-up alles so. Das ist ein super Gruppenfoto. Na, das machen wir. Wir machen das mal die Kamera aus. Nein, wir machen eine Dokumentation. Wir haben eine Genehmigung, ja. Können Sie mir erzählen, was da hinten gerade passiert ist? Wir wollen sie mal abkommen, sehr, die stehen ein bisschen im Bild. Ja, Kameramann, bitte. Das Problem ist, wir sind gerade in einer sehr schlechten Situation, dadurch, dass wir beim FBI sind. Wir sind die Kollegen, die untertourig fahren. Wir fahren eine ganz andere Schiene. Und wenn die Kollegen ein bisschen untertourig sind, im Gegensatz zu uns, dann glauben sie, sie wollen sich einbringen in so eine Dokumentation. Ne? Ist ganz klar. Ganz klare Sache ist das. Na, und wie gesagt, wir beim FBI... Gehen erstmal nicht durchs Bild, wenn sie das neu machen, clash ich ihnen das Haus des Dirl auf, sie Hure. Unglaublich. Es ist ein Verhalten. Ich sag ihnen, das ist eine Zunft, ist das. Na, und wie gesagt, wir beim FBI, wir sind ein bisschen obergestellt und das ist, wenn irgendwann mal ein Problem ist, dann haben wir sowas, ne? Sie sehen sie. Warte mal, ich muss das jetzt mal erklären da hinten. Bitte, wie kann ich Ihnen helfen, die Kollegen? Ich denke. Herr Officer Hesselhoff vom FBI, wie kann ich Ihnen helfen? Wir hätten gerne mal den Dienstausweis, Herr Hesselhoff. Ja, gerne, warten's. So, was machen Sie gerade da für eine Handlung? Das ist der Sound, aber ich spende. Ne, der will einen Dienstausweis, warten Sie mal. Ich kann Ihnen den aber so nicht geben, warten Sie. Na, so kann ich Ihnen den nicht geben. Wissen Sie, wir drehen ja gerade eine Dokumentation. Können Sie uns zeigen, den Ausweis? Ja, nein, ich bin. Hören Sie zu, tun Sie mal die Kamera weg, ich muss dem das erklären. Bitte tun Sie es mal wegdrehen, ha? Wir machen hier eine Dokumentation. So muss der aussehen. Ja, genau. Ja, kannst du, wir machen hier eine Dokumentation über das FBI, ja?
Wir sind aber hier in Hollywood, das wird hier alles gefilmt. Bitte machst du das weg? Das wird hier das alles verfilmt. Ja, das ist so wie eine kleine Dokumentation, die wir drehen. Aber ich bin natürlich nicht wirklich vom FBI, ja. Ich rede auch nicht mit so einem Dialekt so daher. Ne, das ist, aber wie gesagt, wir machen hier eine Dokumentation, also ich bin kein richtiger Polizist. Also wir das mal klarstellen. Das Problem ist, ich muss in meiner Rolle bleiben, solange die Kamera läuft. Jetzt habe ich ihm gesagt, er soll die Kamera mal ausmachen. Und dann ist das aber Amtsanmaßung, ja. Herr Rom. Nein, aber wir drehen hier einen Streifen. Hier ist ja alles genehmigt. Wir haben ja eine Genehmigung bekommen, dass wir hier einen Streifen in Hollywood drehen dürfen. Und ja. Okay. Mhm. Und Sie sind Reporter, der Herr, oder? Ja, mein Name ist Reporter. Andy Reporter. Okay. Dürfte ich mich hier gerade mal einschalten? Schalten wir gerne doch. Kann ich sie mal ausschalten? Ich habe gerade erfahren, dass der Herr wirklich eine Genehmigung bekommen hat von der Regierung. Ah, habe ich das? Das wusste ich gar nicht. Das schauen wir doch bekommen anscheinend. Können Sie mir erklären, wie es zu dieser Genehmigung gekommen ist? ich hab das jemandem gesagt. Wurde schriftlich bei der Regierung eingereicht? Ach so. Ach, da haben die das doch angenommen. Ich dachte, die haben das abgelehnt. Okay, die haben es doch angenommen. Ist doch schön. Das ist doch super. Das ist super. Wie dann fühlen Sie sich das gerade, Herr Rumpel, dass wir nein, alles Gute, Herr, alles gut. Wissen Sie, wir machen auch nichts. Wir halten auch keine Leute an oder so. Das ist nur rein technisch, dass ich... Wissen Sie, dass wir da drehen können? Das ist nur rein technisch. Also ich würde jetzt auch nicht auf die Idee kommen, jemanden anzuhalten oder sonst irgendwas zu machen. Wie gesagt, wir drehen da nur einen Film. Mehr ist das nicht. Okay. Also von mir werden Sie nichts hören. Das ist auf alle Fälle. Das schauen wir ja mal. Wie fühlen Sie sich jetzt in dieser Situation? Ja, weil ich muss da jetzt auf die Kamera drauf antworten. Also mal. Ja, alles klar. Warten Sie, ich muss in die Rolle. Dankeschön. Das schneiden wir dann raus, gell? Das schneiden wir dann raus, alles, ja. Weil sonst ist das peinlich, wenn die sehen, dass das nicht echt ist, die Sendung. Einen guten Schiss! Na, und wie gesagt, das ist alles eine schwierige Sache. Ich meine, wenn's wollen, wir können zusammen wohin fahren, das ist kein Problem. Auch dieser feine Polizist, der hatte übelsten Mundgeruch. Das ist eine andere Sache, gell? Da tun wir dann einen Huba-Buba rein. Der andere hat, glaube ich, schon seit 3 Wochen dasselbe Deo verwendet. Das ist eine andere Sache, gell? Das fährt ganz anders. Das wird ganz groß. Ist ein Kollege drin, Herr Kollege? Wir hatten das da abgestellt, das Auto, Herrns. Gehört das Auto jetzt automatisch Ihnen? Nein, da hat mir das Auto abgestellt, Herrns. Unglaublich. Warum lassen Sie Ihr Fahrzeug hier unbeobachtet stehen? Es war abgeschlossen, ich musste kurz einem Kollegen drinnen helfen. Okay. Weißt du, was ich lustig finde? Ich hab das halt echt nicht beantragt, so. Der hätte mir jetzt voll die Ehre nehmen können. Na, ist eigentlich schon lässig. Fahren Sie mit mir, dann erkläre ich Ihnen so einiges mit meinem Polizeiauto, gell? Kommen Sie mit. Dann machen wir eine Amtshandlung. Das trifft sich super, ich Ja, das trifft sich super, so. Jobsuche. Ah, schau, da haben wir Dokumentation. Schau. Ja, da machen wir Dokumentation. Schalten wir uns da ein. Ja, Klaus. Schauen wir uns da ein? Ja, sicher, komm. Was, dann machen wir das. Für die Dokumentation machen wir das, kommen Sie. So. Wenn wir dann bei einem Bußgeld in Höhe FBI, von... ich übernehme den Fall. Sie? Jo, ich übernehme den Fall. Sie übernehmen den Fall. Sie sehen mir aber... Haben wir das auf der Kamera drauf? Mit dem im Hintergrund? Oh, perfekt. Alles drauf. Alles perfekt. Super. Na, wissen Sie es nur für die Dokumentation. Ich übernehme es ja nicht. Ist das bei Ihnen normal, dass man so den Fall spielt einfach ein bisschen mit, als wäre ich jetzt wirklich ein Polizist, aus. Okay? Ja, na, wie gesagt, wir haben da Amtshandlung. Führen Sie her zu mir. Wir haben da eine Amtshandlung mit jemandem, der auf Kokain verdächtigt ist. Gell, der Herr? Haben wir alles auf Kamera, gell? Der Herr ist seit Jahren suchtbedingt in der Anstalt gewesen. Ist letzte Woche rausgekommen und sehen Sie, was er gemacht hat. Verliert sein Auto in grün. An Ferrari. Ich meine, das ist eine Frechheit eigentlich an sich, gell? Und jetzt bei dieser Amtshandlung, die ich jetzt hier übernommen habe, werde ich diesen Herrn jetzt auch bitte bitten, wieder zurückzugehen in die psychiatrische, dass wir das mit dem Kokain zusammenkriegen, gell? Dass wir da keine Abhängigkeit mehr haben. Was wollten Sie von dem Einsatz? Aber nur wenn ich Ihren Ausweis sehen darf. Gerade nicht so viel, weil ich kenne das so, dass Leute gefragt werden müssen, ob die damit einverstanden sind, dass sie gefilmt werden. So ja, der Herr, der ist ja in der Öffentlichkeit, das ist kein Problem in Hollywood, oder? Was sagen Sie da hinten dazu, zu der Situation? Ich meine, dass wir sehr süchtlicher darstellen, passt doch für Sie, oder? Ja, selbe Meinung wie der Kollege eigentlich.
Aha, ja, wenn Sie meinen, dass der ich einwiesen muss, dann muss ich halt mitnehmen. Ja, und vor allen Dingen so, wie Sie den Herrn gerade darstellen im Fernsehen, das ist ja auch Na, Bastro, sitzt hier auf Bank. Komm, geh mal. Na, Bastro, danke schön, gell, ich wünsche Ihnen noch was. Und nur Abschuss, gut. Ja, perfekt. Schau, es rüberschauen. Schau, es rüberschauen. Bitte noch einmal lächeln. Ich übernehme das als Drogensüchtigen dargestellt in der Dokumentation. Ja, jo, das sind Prachtaufnahmen. Ja, sing's, das, schau, das kriegen wir hin. Ich sag ja, das sind Prachtaufnahmen, sonst. Und wie gesagt, das ist eine Sache der Präpotenz. Wissen's, manche wollen uns einfach nicht einsehen, dass sie. Oh, warte, da vorne haben wir einen, schauen's. Den halten wir an. Ja, aufs vierte Gott. Den halten wir an. Hallo, stehen bleiben, hallo. Bleib Servus, stehen. Fahren Sie mir rechts ran da fahren. Fahren Sie fahren und dann links, gell? Nein, fahren Sie mal nach, hören Sie zu, fahren Sie mal nach, gell? Kommen Sie mit. Stehen bleiben. So. Wir sind hier live bei Durchfall TV. Wir sind nicht live, wir machen eine Dokumentation, Herrn. Bitte machen Sie mal das Fensterscheibel auf, ha? Sir, auf der Kamera habe ich einen Button gedrückt, der hat live drauf. Was heißt das denn? Das weiß ich auch nicht. So, gib mal einen Führerschein bitte. Geht's mal ein bisschen weg mit der Kamera, dass ich gut im Griff bin. Was soll denn jetzt? Geh mal weg da. So, wissen Sie, was Sie gemacht haben? Nö, ich bin mir gar nicht schuldbewusst. Na, sind sie nicht, okay. Steigen Sie mal aus, bitte. Ich hab einen kleinen Verdacht. Ja, haben Sie. Haben Sie Waffen eingesteckt? Ich hab nichts eingesteckt. Gehen Sie mal durch ein bisschen. Sir, was Aha. sagen Sie zu Ihrer aktuellen Situation? Warten Sie mal ganz kurz, ich durchsuch's einmal, ja. Was machen Sie? Wo haben Sie das Maschinengewehr her, der Herr? Genau. Warte mal, der hat ein Maschinengewehr da eingesteckt, der Herr. Wo haben Sie denn das her? Geben Sie mir das einmal bitte. Wie sind Sie jetzt auf diese Annahme Aha. gekommen? Der Herr hat ein Maschinengewehr eingesteckt bei sich. Haben Sie einen Schein dafür? Hallo? Ich besitze keinen Waffenschein, weil ich solche Waffen normalerweise nicht habe. Ich weiß auch nicht, woher das Gewehr herkommt. Das höre ich öfters. Geben Sie mal her, das Gewehr. Das schaue ich mir jetzt an. Gehen Sie mal her, das Gewehr. Wie ist denn Ihre Nummer? Die 73. Ich wollte sie nicht abnehmen, weil ich nicht gewusst habe, ob Sie das haben. Schauen wir uns das einmal an, das Gewehrl. Was haben Sie denn da eingesteckt gehabt, Herrn? Daher, was sagen Sie zu Aha. der aktuellen Situation? Aha, schauen Sie mal. Da hinten, da haben wir noch so einen. Keine Ahnung, also ist das für mich neu, dass auch gefilmt wird nebenher? Ja, das ist neu. Das ist eine Dokumentation, die man dreht. Schauen Sie das an, das Gewehr. Das tun wir konfiszieren jetzt, gell? Ich hab das Gewehr zugesteckt, der hat's nicht gemerkt. Ich hab sie zugesteckt! Ich bin so ein Arsch, Alter! Ich bin so ein Arsch, aber es ist einfach so lustig. Jo? Ja, aber wie gesagt. Kollege, wie haben Sie die Waffe jetzt gerade feststellen können? Ich sag so, ich riech das. Ich riech eine Waffe, kann ich von 10 Meter, kann ich das Metall schnüffeln. Ich riech das, ich habe ja Ausbildung gehabt, das war damals im. Sag mal so, da war ich lange im Militär tätig, dann bin ich auch zum FBI. Ich meine, ich hab ein paar super Nasen. Und das habe ich schon vom Weiten gekrochen, dass der so quer eingesteckt gehabt hat. Wo haben sie das gekauft, der Herr? Wo haben sie denn das her? Wie gesagt, ich weiß nicht, wo die Waffe herkommt. Ja, aus dem Nichts wird es wohl nicht kommen, oder? Oder glauben sie, ich schmeiße ihnen eine Waffe durchs Fenster durch? Sie können gerne mein Register durchschauen, ich bin weiser als wie die Wand. Also so weiß wie ein T-Shirt, ne? Ja, aber definitiv. Das. Ich glaube, sie schmeißen eine Waffe ins Auto oder was? Oder hat das wer eingeschmissen da ins Häuserl? Ist ihr Strafregister auch? Haben sie Strafregister auch so eine weiße Weste? Ich habe mir noch nichts zu Schulden kommen lassen. Oh, ja. Na, wie gesagt, aber den Fall von Menschen, die es einfach nicht einsehen wollen, dass sie Scheiße gebaut haben. Das ist ein ganz normaler Fall hier. Der Herr sagt, er hat eine weiße Weste. Ich meine, er hat eine weiße Weste gerade an, aber es ist halt nicht so, ne? Es ist halt nicht so. Wie gesagt, ich kann gerne mein Register mal angucken. Ja, da schauen wir mal durch. Das schauen wir jetzt an, da hören's. Was
was machen Sie jetzt genau? Ich schau jetzt, ich schau im Auto noch, das ist das Register, ich bin gleich wieder da. Da schau jetzt durch den Herrn. Kennzeichen, gell? Der arme Alter. Der weiß gerade nicht, was abgeht, weißt du? Er hat höchstwahrscheinlich wirklich, er hat wirklich nichts im Strafregister und ich habe ihm die Waffe gerade zugesteckt. Der Arme tut mir gerade so leid. Er hat's nicht gecheckt, dass ich ihm das zugesteckt habe, ne? Er hat's nicht gecheckt. So, jetzt muss ich wieder aufspielen hier. So, folgendes. Strafregister ist komplett clean anscheinend. Richtig. Aber da steht was drinnen, wegen dem Führerschein daher. Wie oft haben Sie den schon neu gemacht, den Führerschein, wenn ich fragen darf? Ich habe ihn bis jetzt nur einmal gemacht und noch nie losgehabt. Hm. Ja gut, ich würde sagen, wir belassen es bei einer Verwarnung bei dieser weißen Weste. Okay. Das schreibe ich mal aber aufs Claimbrett, gell? Wenn wir nochmal so Waffen bei Ihnen finden, nochmal ein Problem. Na, darf ich noch irgendwann erfahren? Ich bin der Herr Hesselhoff, da können Sie schon auf dem Kärtchen, schauen Sie mal genau drauf, bin der Herr Hesselhoff, da steht sogar da drauf, wenn Sie genau hinschauen. Auf Ihrem Kärtchen steht Haselnuss oben. Ja, Haselnuss, genau. Ich bin der Herr Hesselhoff, wie gesagt, ich bin da heute unterwegs mit der Dokumentation. Eigentlich hätte ich jetzt diese gerne festgenommen, aber bei so einer weißen Westen kann ich nicht einfach sagen, dass ich festgenommen bin vom FBI. Ja, her, da steht. Ja. Tun Sie nochmal her. Dann machen wir noch ein Foto zusammen. Also, Ja. Ja, da steht Haselnuss oben. Ja, ich hab gerade meine Arme verschränkt, schon richtig eine da. So. Ja. Der Herr Hesselhoff bin ich jetzt. Haselnuss. Ja, Herr Haselnuss. Gut, ich wünsche Ihnen eine schöne Weiterfahrt. Beim nächsten Mal zieht Ihnen die Waffen ab, gell? Was werden Sie jetzt in Zukunft besser machen, der Herr? Ist das geil. Ich feier das heftig. Vor allem, wie lost die Leute sind, weil sie nicht wissen, was gerade da passiert. Aber das mit dem Zustecken, der hat sich noch nichts. Ich hab dir das einfach tut mir so leid. Na komm mal rein, da. Muss sie wegbocken, da. Du, ich hab ihm die Waffe zugesteckt. Der wusste wirklich nicht, wo die herkommt. Der arme Junge, der hatte wirklich nichts. Der hat nichts gemacht, okay. So, jetzt wird das lustig, gell? Er hat's nicht bemerkt. Ich habe im besten Moment abgedrückt. Der Blick von ihm. Ja. Schau, da vorne das nächste, schau. Hauptplatzkontrolle. Oh, viel zu schnell. Hab ich schon gesehen. Du bist ein bisschen weiter weg von der Polizei, Jans. Der Handler schon laut gleich hinten. Oh, mal rechts ran. Psst, warte ein bisschen. Hey, Ernst, fahren Sie mal nach, bitte einmal, gell? Fahren Sie mal nach. Hey, das war die Mist mit Müllton. Alter, ich kann jetzt nicht gucken. Machen Sie mal die Scheiben runter. Jo. Kann man da nicht einmal reinschauen, Jans. Ja, vielen Dank, ich lese gleich vor. Guten Tag. Kriegt er mal einen Führerschein bitte von Ihnen? Ja, klar. Allgemeine Verkehrskontrolle. Bitteschön. Dankeschön. Herr Jones, ich bin ja wieder bei Ihnen. Muss aber mit da. Filmen Sie das bitte von Weitem? Tun Sie mal den Gefallen und filmen Sie das von Weitem. Von Weitem sollen Sie das filmen. Ich schau das jetzt durch, das Ding. Aber der Kennzeichen brauchen wir auch noch, gell? Warten Sie mal, Herr John Smith. Aha. Q7 TDI. Was machen 30. Sie da jetzt genau? Ja, der Herr ist negativ im Straßenverkehr aufgefallen, weil er ein Audi fährt. Und ja, da schauen wir uns das jetzt natürlich an ein bisschen. Weil er einen Audi fährt? Ja, weil er ein Audi fährt, genau so ist es. Was soll das Herr, eigentlich haben Sie schon, der Herr macht haben Sie mit. Schon öfters Probleme gehabt mit Audi-Fahrern? Ja. Ich hab schon immer Probleme mit Audi-Fahrern gehabt, mein ganzes Leben. Ich sag so, mein Henker war Audi-Fahrer, ich sag's halt, wie es ist. Ihr Lenker? Nein, mein Henker. Der Herr. Ach so, ihr der Herr, Sie spielen da eh mit, gell? Sie spielen eh mit. Sie machen das freiwillig, oder? Ja. Das muss auf Kamera haben, genau, perfekt. Er macht da freiwillig mit. So, ja, jedenfalls. Und ich hab sie sind Schauspieler, ich hab sie nicht aus dem Verkehr gezogen, oder? Nö. Perfekt, ja. Wie fühlt es sich an, für Sie da jetzt angehalten zu werden? Wie fühlt sich das an für Sie? Ich weiß nicht, was ich getan habe, aber... Na, das ist...
Meinst du, dass gerade die echte Polizei wird tun, also wie mit meiner Dokumentation? Tun sie einfach so, als hätten sie irgendwas eingesteckt oder so. Oder, weißt du, was beschimpfen sie mich am besten? Sagen sie, ich bin das letzte Arschloch für die Kamera, ist das super. Tun sie das bitte. So. Lachen sie nicht, komm. So, muss, was du wollten kommen. Sie von dem Täter da im Auto? Jo, ich weiß nicht, was er von mir denkt. Was denken sie? Was soll ich da denken? Was glauben Sie, was ist der Herr für Sie? Ein Polizist? Okay. Denke ich mal. Aha. Und außerhalb des Berufes, wie denken Sie über ihn? Beleidigen Sie mich, komm. Nee, beleidigen, das ist halt unterste Schublade. Okay, das ist ja, schau, das wird ja nichts mit der Dokumentation. Sie müssen mich schon beleidigen. Finden Sie, dass der Kollege ein Arschloch ist? Wissen Sie was, dann drehen wir das neu. Warten Sie mal, wir drehen das neu, bleiben Sie da sitzen, kommen wir noch zurück. Wir tun es so, als würden wir das nochmal neu drehen, gell? Sie haben ein bisschen Haschisch dabei. So, wen haben wir denn da? So, Führerschein, Zulassungsschein, der Herr. Ah, riech ich da ein bisschen krass im Auto? Riech ich da was? Nö, davon aha, ich riech da aber schon was. Ein Parfüm vielleicht. Aha. Schauen Sie, da haben wir schon. Das? Dankeschön. Was riechen Sie da jetzt? Ja, bei mir an John Smith, auf jeden Fall, man sieht es auch an den Augen, das sehe ich schon durch die Brille. Der hat ein bisschen was giftelt, der Herr. Gell? Der lacht ein bisschen. Kann sein, dass diese Knallexplosionen, ja, die Nervosität des Verdächtigen da sind. Ja, das kann halt schon sein. Gell? Das kann schon sein bei Ihnen. Sie womöglich vielleicht. Ich schau mal in den Kofferraum rein, gell? Ja, klar. Aha. Konsumieren Sie illegale Substanzen daher? Sieh der Herr, wo haben Sie die Waffen her? Was tut denn das? Nicht von meinem Auto. Aha, da haben wir da gerade hinten rausgestanzt, die Waffen her. Ich weiß nicht, von wo Sie sie rausgeholt haben. Ja, von da hinten, die nehmen wir dann schon mit, gell? Aha. Was ist das denn für eine Waffe? Na, vollautomatische, der Herr. Steigen Sie mal aus, der Herr, bitte. Steigen Sie mal aus. Sonst haben wir den gefallen, ha? Wie viel würde sowas tun? Tun Sie mal bitte die Hände nach oben, dass ich sie immer durchsuchen kann. Das ist unglaublich. Unglaublich ist das. Tun Sie das Handy weg, tun Sie mal die Hände auf. Dann schauen wir das genauer an, Herrn. Aha. Wie viel würde so eine Waffe am Schwarzmarkt bringen? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Also ich dachte. Aha. Ich glaube, der hat sich anal, hat er sich auch was eingeführt, der Herr. Das sieht ich von da aus. Jetzt genau? Ich untersuche sein Rektum und schaue jetzt, ob er sich da auch Drogen. Vielleicht oder eine Karotte haben wir auch schon gehabt bei dem Herrn. Da schauen wir jetzt mal nach, ob wir da was sehen können. Aber wir hatten auch schon einen Herrn, der hatte Karotten hinten drin. Das war ganz ein lustiger. Das war der Herr Patrick, war das. Das war eine andere Geschichte. Ja, hören Sie mal zu. Der arme Patrick. Wir machen jetzt folgendes. Sie ging jetzt eine Verwarnung. Stelle ich Ihnen aus und morgen sehen wir uns vom Bezirksgericht, gell? Und dann sehen Sie sich was Schönes an und dann kommen Sie her. Und dann sagen Sie jetzt, Sie wussten nichts von den Drohungen der Waffen hinten, gell? Dann tun wir reden im Bezirksgericht. Gell? Haben wir uns verstanden? Jo, haben wir. Passt. Hat sich erledigt. Der Herr ist jetzt, glaube ich, ein bisschen fertig mit seinem Leben, aber ich glaube, er hat es eingesehen, gell? Was er für Fehler begangen hat, der Herr. Wie fühlen Sie sich jetzt gerade in dieser Situation, der Herr? Nein, ich glaube, der ist jetzt gerade ein bisschen. Egal, komm, wir haben die Doku und fertig. Der ist ein bisschen schockiert. Der ist ein bisschen schockiert, komm, gehen wir. Können Sie noch was dazu sagen? Alter! Da hat wer 449 Euro donatet und es wurde nicht eingeblendet, weil der Schweizer Franke davor war. Louis Bauer haut 449,99 Euro raus. Kannst du mich grüßen und ein Like-Hype machen? Louis, bist du noch ganz bei Sinnen? 449 Euro? What the fuck? Ich wurde aber nicht eingeblendet. Ach, schau mal. Ah, guck mal, siehst du das oben? You cannot access the scene, steht da oben. Du hast Simply Stream kaputt gemacht, Bruder. Holy, wie lange steht denn das hier schon oben links? Guck mal. Warte mal ganz kurz, ich mach das mal. Holy shit, Alter. Holy shit, ich muss mal ins Overlay. Holy shit, Alter. Wartet mal ganz kurz, ich muss schnell reingehen und das schnell fixen, aber holy shit, Bruder. Der schallert hier fast 500 Euro raus, der Louis.
Das ist, der haut immer viel raus. Aber Alter, 500 Euro fast. Aber ich glaube, die Seite ist down. Deshalb, Bruder, du hast so ein Pech, ne? Die Seite ist nämlich gerade down. Das wird nicht eingeblendet. Du tust mir gerade übelst leid, Bruder. Warte mal, ich mache für dich eine extra Einblende gleich. Warte mal ganz kurz. Ich fix das nur ganz schnell. Ich muss nur ganz schnell hier dieses Ding hier kopieren. Warte mal. So, da gehe ich drauf, genau. So. So, sollte wieder hinhauen. Also ich probiere mal eine Test-Doni. Ich mache mal eine 1-Euro-Test-Doni. Funktioniert wieder. Okay, es funktioniert wieder. Immerhin das. Louis Bauer, ich bin komplett weg. Der haut hier wirklich... Ey, Bruder, ich weiß, er will ein Like-Hype dafür. Aber weißt du was? Ich hau jetzt eine Lasershow raus. Zuallererst und nach dem Like-Hype. Haut mal alle für Louis Bauer ein Hashtag Hype in den Chat. Das ist ja verrückt, ist das. Das ist komplett verrückt. Geh mal ab hier, Jungs und Mädels. Louis, du Verrückter. Du spitzt doch einfach. Ich werd nimmer. Ich werd wirklich nimmer. Und der Sky Gamer, der haut auch nochmal raus, ein Fuffi. Bist der beste YouTube-Schieber in der Welt. Like auf die 10k, Alter, Bruder. Ich kann nicht mehr. So mal ein Like-Hype. Er wollte natürlich eigentlich Like-Hype. Also, der haut auch noch raus, Leute. Auf den Like-Button, pusht auf die 10.000 Likes jetzt. Jetzt schauen wir die 10k. Das ist unglaublich so, also unglaublich. Nee, das ist da, 449 Euro. Wie kommt man auf diese verrückte Idee, so eine Summe zu donaten, Bruder? Und weißt du, dann ist die Traurigkeit wirklich eingeladen. Oh, warte mal, ich muss das jetzt erklären. Muss noch im RB bleiben. Ja, servus. So, der Herr hat mitgemacht bei dem Schauspiel. Wir haben nicht abgeschleppt oder so. Ist alles gut. Haben wir sogar auf Aufnahme, gell, der Herr? Sie wurden nicht. Ah, oh, bitte. Ich fahre an, Kollege. Er kann nicht reden, der Herr. Der hat ein bisschen ein Problem. Nicht unglaublich. Ui. Warte mal, ich muss nicht reden. Ach du Scheiße, das ist heftig, Leute. Entschuldigung! Du, wir werden fertig hinten, gell? Sie dürfen gerne weiterfahren, gell, der Herr? Danke für die Aufnahme. Okay. Warte, Alter, ich muss schlafen gehen. Warum musst du schlafen? Was ist denn los? Bist der Porto, Alter, mir geht kurz ein Tinnitus durch den Kopf. Was ist denn los? Ja, mir geht der Tinnitus durch den Schädel. Ich höre die ganze Zeit so ein Warte mal. Das meinst du? Kannst du nicht sagen, weil es die ganze Zeit hergeht. Ist das so ein Rauschen? Ich geh schlafen. Ja, ich warte auf dich, gell? Oh ja. Ich warte da. Wenn nichts tun kann. So. Wir warten auf ihn. Alter, Leute. Ihr seid einfach heftig. Ey, das, ey, Louis Bauer, das habe ich echt noch nicht gesehen, sowas. Ich finde es umso trauriger, dass keine Einblende kam. Aber ich kann nichts dafür. Das war, weil Tippis Stream wieder komplett down ist, weil eine Schweizer Franke donated worden ist. Sobald eine Schweizer Franke hier reingeschallert wird, schallert das ganze System weg. Das ist so nervig. Oh, ich muss was essen, stimmt. Uiuiui. Uiuiui, ich habe was vergessen zu essen. Was zu essen? Proteinshake? Proteinriegel. Oh, die gehen gut, Leute. Schau mal, Alter, direkt voll. Das ist das Beste, was du nehmen kannst. So, Proteinshake. Das ist auch richtig heftig. So, wieder komplett. Full. So ist es. Aber wirklich ohne Scheiß, der hat, Louis, ich weiß nicht mehr, was ich sagen soll. Ich weiß nicht, warum du so viel hier rausschallerst. Ich kann es nicht sagen, Bruder, aber so eine fette Doni, ich habe schon gar nicht mehr so eine fette Doni auf einmal bekommen, Bruder. Wirklich jetzt. Also Kuss auf deinen Nacken, würde jetzt Putti sagen, aber Leute, die Doni ist echt heftig. Und ich weiß, dass das real ist, weil das Louis Bauer ist, weil er das immer macht. Das ist eine reale Doni. Wisst ihr, wie unglaublich selten das ist, dass das real ist? Also ich weiß echt nicht, Bruder. Einfach heftig. Einfach nur heftig, Leute. Das ist wirklich heftig. So. Jens Igel, danke für 2 Euro. Anonymous 3, Dankeschön. Achso, das war ja die Test-Doni. Zeig nur noch einen weißen Bildschirm. Oh, geht nicht. Ich kann ja kein OOC schreiben. So, Pixelkev, ich kaufe ja morgen Merch, gleich. Vielen herzlichen Namen. SkyGamerD.
Das habe ich vorgelesen, das war eine 50-Euro-Drohne. Vielen herzlichen Dank auch nochmal dafür, Bruder. Sunny 1:7, danke für 1:7. Der Brawlstar, er ist wirklich nicht Brawlstar, sondern Brawlstar. Danke auch für eine Eurone Donation. Brawlstar, haut nochmal raus, kannst du mich grüßen, grüß mal nochmal dich, jawohl. KK2 Pro, bist cool, kannst du mich grüßen, KK2 Pro, grüß mal auch. 20 A Sebastian Gura, haut raus, kannst du mich noch, kennst du mich noch, oh, warte mal. So. Bis der Beste mal weiter, so vielen Dank. King Game Fellas 7 nochmal, moin, Mayday. Grüß dich aus NDS und bleib so wie du bist, Road to 1 Million, so muss es sein. Schau, wer da wiederkommt. Braucht noch ein bisschen, so. Ja, Servus, wer ist denn da zurück? So, Martinitus hat aufgehört, ich brauche nur mal kurz einmal. Auch wieder ein kurzer Duschbad genommen, gell? Die Ariel ist drauf vorhin. Ich glaube, es ist ein. Ich glaube, es ist ein Raub irgendwo, weil die Polizei uns schon weg musste. Der alte Schlopfen. Wir könnten dorthin fahren für die Doku oder so. Ja. Können wir dort nochmal sowas aufnehmen. Wie nennt man das? Okay. Eine Doku-Soap am besten? Dass wir sagen können, dass es nicht echt ist, was wir machen? Wir nennen es Reality TV. Reality TV, alles klar. Ich weiß nicht, ich will meinen Traum unbedingt ausleben als Polizist, aber. Warte mal, wo fahren die hin? Also, ist das vielleicht bei der Bank? Kann das sein? Warte mal. Hier ist Feuerwehr und so, die fährt ja gerade lang. Also, schauen wir mal. Ja, aber würde man das nicht merken, wenn in der Bank was ist? Ja, weiß ich nicht, muss mal hinschauen. Hier ist nichts. Okay, du warst doch drüben. Ich glaube, das war dieser Gemischtwarenladen. Na, der Juwelier, glaube ich, oder? Das ist doch der Gemischtwarenladen. Ist es nicht? Doch, ich noch jung war, da war das der Gemischtwarenladen. Das hat du noch damals, jung warst. Ja. Das hat nämlich damals in Seppi gehört. Da haben wir immer gesagt, Seppi der Deppi, haben wir immer zu ihm gesagt. Der war immer schon vor 4 betrunken, ja. Wie du noch jung warst, hat man den Arm noch weit ausgestreckt, mein Lieber. So. Na. Also nicht, dass es nicht mehr mitkriegt. Na, okay. Aber ich war doch immer, Außenseiter. Aha. Ja, okay. Da ist ja nicht einmal was los. Nein, ich schau gerade, wo die Polizei ist, dass wir da eine Doku drehen können. Das ist ja das, was ich gerade hier suche. Oh, warte, ich eine Nachricht bekommen. Da ist die Polizei. Ah, da ist sie ja, Schatz. Das ist der Herr Kollege, der fährt immer herum, wenn er es gut braucht, ne? Aha. Welcher Kollege war das? Ja, weiß nicht, der Herr Hinterreitner, keine Ahnung. Ich glaube, der hatte Kollege Schnürschuh am Kennzeichen. Na, es war der Herr Pony war das. Oh, Hauptplatz Party, da vorne hin. Was haben wir dabei, Herrst? Oh, da schon. Film das, der Testnummern. Film das. So, ich hab gerade die Person da festgenommen, die... So, Sie gehen jetzt bitte mal auf die Seite. Die Person haben wir da festgenommen, so, aus dem Grund hat er ein bisschen ausgiftelt wieder. Und hat sich nicht an die Verkehrsordnung gehalten. Würden Sie sich bitte wieder zu Ihrem Fahrzeug entfernen? Und ja, da haben wir jetzt die Kollegen, die sind schon wieder nicht so bereit, weil ich beim FBI bin, das ist das alles der Leid, ne? Ist auch nicht ein bisschen eifersüchtig, ne? Ist eh ganz klar. Na, kommen wir rüber, das kommen die belästigen und so und schauen. Kommen wir her, das machen wir den Detail. Der Herr ist hier am Waffenschein. Kommen wir her. Hallo? So. Ja. Ciao. Was ist da jetzt genau passiert? Ja, der Herr Motorrad hat ein bisschen was giftelt. Na, stell dich da mit, dann sieht man den Bild. Ja, der hat ein bisschen was giftelt, der Herr. Und ist mit dem Motorrad geflüchtet, 25 Kilometer, aber dann habe ich ihn eh noch aufhalten können mit meinem Auto. Habe ich nur eingeschnitten. Glück gelaufen, ne? Und aus dem Grund konnten wir den dann noch festnehmen, weil ich mit meinem Einsatzfahrzeug natürlich mit der Highspeed Unit, mit dem Charger, der voll aufgemotzt ist, natürlich hinterhergekommen bin. Hätten Sie noch einmal. Ja, und ich würde sagen, das habe ich wieder mal super hinkriegt. Die Kollegen haben ein bisschen geschlafen im Endeffekt, aber das hat sich dann doch irgendwie gelohnt irgendwo auch, ne? Und ich würde mal so sagen, das ganze Prozedere mit dem Gift. Den Verdächtigen? Das kann ich Ihnen aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht sagen, der hat nur einen Helm auf. Ich glaube, der würde nicht gefilmt werden, aber mit dem Helm ist das kein Problem. Ja, hat der einen Helm auf und fährt mit dem Moped umeinander? Genau.
Und ja, schönen guten Abend, der Herr. Guten Abend. Sie haben die Kollegen den Einsatz dort gerade übernommen. Von welchem Präsidium kommen Sie denn, bitte? Und Gorkan, wir drehen deine Dokumentation, der Herr. Das ist fürs Reality-TV hier. Ja, wissen Sie, der Herr, vorhin war jemand bei Ihnen und hat gesagt, er sei von einem Polizist der im weißen Auto? War es der? Ich weiß nicht. Es war, glaube ich, kein weißes Fahrzeug. Der hat aber gesagt, er sei von einem Polizisten in einem schwarzen Dodge Charger angehalten worden. Ja, das war aber nicht ich. Das war dann der dahinter. Sowas mache ich nicht. Ja, das ist ja gar kein Problem. Aber dann müssen die Leute immer gegen eine Gegenüberstellung haben. Na, genau, habe ich auch nicht. Aber ich frage die Leute doch immer, ob sie mitmachen wollen bei der Reality-Show. Und dass ich kein echter Polizist bin, sage ich natürlich am Anfang direkt. Ja, aber er sagt, er hätte eine Rechnung erhalten und hätte was bezahlen müssen bei Ihnen. Ich habe niemandem eine Rechnung gegeben. Niemand. Das will ich nicht machen, der Herr. Ich wirklich nicht. Was genau? Kann man sich um das Abschleppen vom Motorrad? Ja, das Problem ist, bitte einfach mal ohne Probleme begleiten aus PD-Zwecks seiner. Natürlich, kann ich ihn hinterherfahren, wäre das möglich? Leider nicht. Ach, gut. Ja, Sie facet mich jetzt nicht, oder? Bei einer Gegenüberstellung. Ja, darf mein Kameramann mitkommen, dass wir das aufnehmen? Nicht vor, ja. Ich darf meinen Kameramann mitnehmen, oder? Der Herr. Fakt ist, dass wenn Sie hier eine TV-Show drehen, dürfen Sie schon mal überhaupt keine Signale während der Fahrt. Wir haben dann eine Genehmigung, wir haben das schon alles abgeklärt. Ja, wo ist denn die Genehmigung? Die kann ich Ihnen geben, warten Sie mal. Welche Nummer haben Sie, der Herr? Die Nummer 96. Ach, warten Sie mal, das war das Falsche. Was passiert jetzt mit dem Verdächtigen? Scheiße, das gebe ich Ihnen. Gut, da werden wir den Kollegen da hinten interviewen. Was passiert jetzt mit dem Verdächtigen? Also. Der Herr, würden Sie mal kurz ein bisschen Abstand halten, bitte? Achso, das wird sein. Was haben Sie jetzt mit diesem verdächtigen Mopedlenker gemacht? Also die Vorher haben gesagt, das ist kein Problem, weil wir machen das Licht ja nur an, wenn wir hier on scene sind, wenn wir am Set sind. Ja, Problem ist, dass ich das nie genau jetzt sagen kann. Ja. Also ich kann da vielleicht den Herrn hierher holen und dann möchte ich mit dem einfach mal... Nee, aber wie gesagt, war das ein Herr mit so einem Lowrider? Ja, kann sein. Ja, aber den Herrn haben wir das ausdrücklich gesagt und dem habe ich... Ich habe auch kein... Ich stelle weder Rechnung... Ich kann ja nicht... meine Rechnung ausstellen. Das geht ja nicht. Ja, aber Sie können ja nicht einfach irgendwelche Leute anhalten. Sie können theoretisch den Herrn auch zur Zahlung auffordern. Das machen wir auch nicht. Wir fragen die Leute. Das ist ja eine Sache, dass das überhaupt nicht gestattet ist mit Sondersignal überhaupt. Nee, das machen wir. Nee, das verstehen Sie falsch. Wissen Sie, was wir machen? Wir fahren ohne Sondersignal, machen die Fensterscheibe runter und fragen die Leute, könnte ich Sie kurz anhalten? Ich bin kein richtiger Polizist, aber wir drehen eine Show und das ist das, was wir eigentlich machen. Und wenn die dann Bock drauf haben, dann drehen wir was. Dann drehen wir was und dann. Daher! Hallo? Das haben wir dem auch ausdrücklich gesagt. Das ist gerade jetzt das Problem. Warten Sie mal, ich muss sogar schon mal in die Rolle. Naja, wissen Sie, Sie stehen hier mit Sonderwegerechten. Ich kann Sie voll verstehen, aber ich muss kurz in der Rolle bleiben. Warten Sie mal ganz kurz. Ja, das Problem, was wir jetzt da haben, ist, die Kollegen sind mal wieder ein bisschen neidisch auf das FBI-Badge und da müssen wir ein bisschen eine Rücksicht auch nehmen, weil nicht jeder einfach so zum FBI kommt. Na, das ist ein ganz, ganz orges Prozedere und ich glaube, die Kollegen wissen das auch zu schätzen, aber. Ich meine, im Endeffekt wird ihm hinterm Rücken immer schlecht über ihn geredet, ne? Ob das jetzt der Kollege A oder B ist, ich meine, wissen Sie, wenn man ein Höhergestellter ist am Ende des Tages, bringe ich trotzdem mehr Brot heim als die anderen Kollegen, auch wenn sie es nicht wahrhaben wollen. Die Kollegen wirken aber nicht sehr erfreut über ihre Anwesenheit. Na, das ist auch so, ich sage Ihnen, wie es ist, wie gesagt, das FBI, das ist eine andere Liga, ne? Das fährt nämlich ganz anders, ich sage es Ihnen, wie es ist, die sind halt für die speziellen Sachen zuständig, ne? Für... Für das sind wir halt da. Okay. Wie werden Sie jetzt weiter vorgehen? Ja, wir müssen jetzt mit dem Herrn mitfahren, weil der ein bisschen mit mir was reden will. Es geht höchstwahrscheinlich um seine Frau. Ich meine, ich weiß nicht, ob das mein Kind oder seins ist. Da müssen wir jetzt ein bisschen diskutieren drüben, aber das machen wir schon. Alter! Zu der Situation. Spielt's mit! Hat der Kollege Ihrer Frau ein fremdes Kind eingepflanzt? Ja, ich meine Sie. Alter. Ich wüsste davon nicht. Ja, dann müssen wir jetzt noch diskutieren auf der Stelle, ne? So, mach aus, mach einen Cut, das passt schon so. Das ist okay. Das können wir ausstrahlen. So, perfekt. Wie gesagt, wir sind ein professionelles Team. Wir machen dann eine richtig gute Show heute draus. Und
Ja, freut mich sehr. Wie gesagt, für eine Gegenüberstellung habe ich kein Problem. Sie sollen nur wissen, wir sagen natürlich jeden, wir fahren ohne Sondersignal natürlich. Wir reden den Leuten. Ja, warum ist aber jetzt das Sondersignal an? Ja, jetzt, weil wir auch on scene sind. Wir sind jetzt gerade on set, verstehen Sie mich nicht falsch. Ich bin dort on set. Wenn wir fahren, dann machen wir das natürlich aus. On set ist das aber kein Problem. Das Problem ist jetzt aber, wie gesagt, wir sagen den Leuten halt, das können Sie auch den Audi-Fahrer vorhin fragen, ob sie mitmachen wollen bei unserer Dokumentation. Und die wird dann ja ausgestrahlt. Ne? Wir müssen ja auch die Rechte uns sichern von den Leuten. Und das andere ist, ich glaube, der Herr hat das nicht so ganz verstanden, wie wir angehalten haben. Aber ich habe auch nie jemanden eine Rechnung ausgestellt, das kann ich Ihnen schwören. Also ich kann auch nie mal, ich kann auch nicht mal eine Rechnung ausstellen, das geht ja nicht. Ich habe die dürfte ich trotzdem einmal Ihren Personalausweis sehen, bitte? Das, kein Problem. No problem, Hoko, warten Sie. Bitteschön. Wissen Sie, in der Show bin ich der Herr Hessenhoff, hier bin ich der Herr Rumpel, ne? Alter, was geht jetzt ab? Ich bin doch alle, Alter. Nur, dass Sie Bescheid wissen, mit wem Sie hier zu tun haben, ja? Also jetzt sind Sie der Herr Nym, okay. Ja, aber über Sie habe ich schon ein bisschen was gehört, der Herr Nym. Ja, was haben Sie denn mich denn, was haben Sie denn schon über mich gehört? Ja, viele Sachen, ja, dass Sie der Herr Nym sind. Ah ja. Alter, was ist jetzt das los? Ist schön, dass Sie das sind. Ja, Sie sind nämlich Arno Nym, das ist ein sehr lustiger Name, wissen Sie? Ja, ich weiß auch nicht, meine Mutter hat wahrscheinlich bei der Geburt das Ding nicht gehabt. Die Frau Nym dachte, sie ist so Arno, wäre doch ein schöner Name, ne? Jawohl. Ja, wie gesagt, wir machen die Doku jetzt schon den ganzen Tag lang. Bis jetzt hat sich Gott sei Dank keiner beschwert bei uns. Und, ja. Der Herr, der mich jetzt eigentlich, der sich hier melden soll, der meldet sich jetzt nicht mehr. Ja, klar, weil er ja weiß, dass er was war. Ich habe ja nie eine Rechnung ausgestellt, ja, mache ich nicht. Weil wenn er uns das vorwirft, wir sind ein großes Unternehmen, wir machen große Filme auch teilweise. Zum Beispiel, wir haben den kleinen Jonas verfilmt. Das ist den kleinen Johnny und den kleinen Jonas. Das ist eine gute Dokumentation, das haben wir alles verfilmt, ne? Ich versuche den jetzt noch zu erreichen. Hallo? Hören Sie mich? Den kleinen Jarak, den haben wir auch auf Film. Hallo? Was passiert jetzt ganz genau mit dem Verdächtigen? Können Sie mich hören? Hallo? Was wird jetzt mit dem Verdächtigen auf dem Motorrad passieren? Ach so, mit dem. Gut, den werden wir auf jeden Fall für 24 Monate einsperren. Suchtmittel und das Moped war da war nicht angemeldet auf ihn. Ja. Das war auch gestohlen. Und da haben wir schon hat alle Papiere. Hat er auch Rauschgift und Drogen dabei gehabt? Ja, er hat einmal ein Backel, ein bisschen ein Gras hat er eingesteckt gehabt und ein bisschen ein Coca. Und ein bisschen ein Meth, also alles von ein bisschen was. Ne? Was sagen Sie dazu, dass der Herr mit dem Motorrad mir gerade geflüstert hat vorher, dass er was mit Ihrer Mutter gehabt hat? Das ist ein Gerücht und das verstreut sich. Wissen Sie, beim FBI, da sind auch die Außenstehenden ein bisschen neidisch, weil die halt das Zehnfache von deren Mutter verdienen. Wenn die Mutter am Strich steht, ich meine, dafür kann ich ja nichts, aber wenn ich das Zehnfache mache, was die in einer Nacht macht, das ist halt... Der Herr hat mir ein Foto gezeigt, wo er dran war und dazu stand unten It's in her ass. Was sagen Sie dazu? Ja, das ist natürlich eine Provokation der höchsten Anmaßung. Und ich muss Ihnen ehrlich sagen, bei so einer Präpotenz ist das für mich hinsichtlich einfach nicht, dass man es glauben kann. Also die Glaubwürdigkeit ist gleich null. Ne? Schauen Sie, wer da ist, der Herr. Den haben wir ja vorhin gesehen. Schauen Sie. Ah, war das der Herr? Entschuldigung, bitte, aber Sie wussten, dass wir eine Show drehen. Sie wollen ja klar. Das war ja nicht mein Problem. Ach so. Aber, ja, doch, ich weiß Sie nicht, von das. Wo. Ich weiß nicht, von wo Sie die Waffe rausgezogen haben, aber der Herr hat die Waffe. Ja, das ist ein Filmwurfen, ist das, genau. Wie kommen Sie auf diese auf? Wie kommen Sie auf die ein Annahme? Das kann ich Ihnen gerne zeigen, warten Sie mal. Ich zeige Ihnen das einmal, das müsste aber... Das ist in Ihrem, das Sturmgewehr, was in Ihrem Kofferraum drin ist, gell? Jo, das holen wir da raus. Na, schauen Sie. Da hinten, da hat er das mit. Schauen Sie das an. Ja, welche Rolle spielen Sie jetzt das gerade in dieser Situation? Der Kofferraum ist da vorne, gell? Ja, aber das haben Sie hinten eingelagert gehabt, das weiß ich schon. Warten Sie mal, ich gebe es Ihnen, wenn Sie das wollen. Wollen Sie das zurückkommen, ich gebe es Ihnen gern. Ich finde es lustig, dass mein Auto... Würden Sie bitte die Waffe wegpacken? Ist es bin, egal, bin ob dabei. Die Waffe ist oder nicht? Bin gerade dabei, Box gerade weg da. Das ist ja seine eigentlich, wissen Sie? Ja. Gehört ja mir gar nicht. Welche Situation... spüren Sie da jetzt gerade in der Rolle? So, warten Sie mal, die kriegen Sie eh wieder zurück. Nee, ja, sicher ist ja Ihre. Der Herr. Ich darf die nicht haben. Warum dürfen Sie nicht? Das ist ja Ihre. Jetzt tun Sie nicht so vor der Polizei, Herrn. Herr Rumpel. Ja, bitte. Tun Sie mir einen Gefallen. Ja.
Stellen Sie irgendwelche Inserate online oder sowas, wo sich Leute darauf melden können, ja, ob sie an Ihrer Show teilnehmen möchten oder nicht. Aber bitte halten Sie keine Person mehr im öffentlichen Straßenverkehr an. Nein, und fragen Sie, ob Sie ein Teil Ihrer Show werden möchten. Ja, nee, dann machen wir das so, da haben Sie recht, das ist vielleicht die bessere Idee. Genau. Sie können sich gerne melden, Sie können sich irgendwo hinstellen, von mir aus an den Hauptplatz und die Leute darum bitten per Ad oder sowas. Alles klar, mache ich. Nee, sich bei Ihnen melden, aber bitte halten Sie keine Person mehr an. Wenn wir das nochmal feststellen, wie gesagt, wir haben ja jetzt nichts Illegales dran gesehen, die Leute öffentlich zu fragen. Aber wissen Sie, Sie stehen hier auf einer öffentlichen Straße mit Blaulicht. Ja, mit Ihnen hier, weil wir on scene sind. Aber eine Genehmigung habe ich trotzdem nicht gesehen. Ich habe Ihnen die. Ja, aber das ist nicht eindeutig ausgeschrieben. Dass da gerade ein Putschversuch gegen Sie vorliegt. Putschversuch, warten Sie mal ganz kurz. Wie gesagt, ich kann Ihnen die sonst nochmal bringen, die Dokumente, dann gehe ich rüber zur Kanzlei und hole die nochmal, wenn Sie die wirklich nochmal haben wollen. Ist kein Problem, dann rufe ich sie an. Dann rufe ich bei der Polizei einfach an. Ich sende die nach, kein Problem. Wie gesagt, wir sind ja mit einem Kamerateam unterwegs. Und Fakt ist, wenn ich das nochmal mitbekomme, dann ziehen wir andere Seiten auf. Aber schauen Sie mal, ich habe ja nicht mal eine richtige Waffe an meinem Holz, dass es nicht so aussieht, als hätte ich Open Carry oder sowas, nur mein Taser natürlich. Naja, aber ein Taser ist auch schon... Ja, schon klar, aber Taser ist nur okay, aber ich habe nicht mal eine echte Waffe hier am Gürtel. So. Jetzt kommen Sie nochmal bitte mit zu ihm, zu dem Herrn hier. Also ja, klar. Der Herr, Sie wussten ja, dass wir eine Dokumentation drehen. Nee, Sie haben sich als Polizist bei mir Ja klar, für die Dokumentation, aber wir haben Sie ja angehalten und gesagt, ja, wir sind hier für die Dokumentation. Und bitte, ich hab Ihnen ja keine Rechnung ausgestellt, das kann ich ja nicht mal. Nee, weil Sie ja gesagt haben, dass Sie bei meiner weißen Weste ein Auge zudrücken. Ja, das war aber alles in der Dokumentation, das war ja on scene. Davon wusste ich nichts. Ich habe Sie, passen Sie mal auf, wie wir bei Ihnen vorbeigefahren sind, da haben wir ein Fenster runtergemacht, haben gesagt, fahren Sie mal, also uns ist folgen, wir machen Dokumentation, wir drehen das hier ganz. Ich weiß nicht, haben Sie das nicht gehört? Entschuldigen Sie, ich fahre einen V8 Big Block. Der ist ein bisschen laut. Haben Sie es nicht gehört? Ja, das ist problematisch. Wahrscheinlich nicht. Ja, gut. Ich habe bloß Ihre Signale gesehen. Die habe ich aber später angemacht, die habe ich ja gleich angemacht im Straßenverkehr. Der Blaulicht. Hat er das Blau- und Rotlicht angehabt? Der hatte neben mir das Blaulicht an, ja. Ja, aber erst wo wir gestanden sind, davor doch nicht. Nee, ich bin ja dann hinterher gefahren sogar mit Blaulicht. Ja, aber da erst in der Gasse drin, wo wir dann on scene waren. Ich habe ja davor nichts angemacht. So, Herr Rumpel, dann gibt's trotzdem dafür eine Strafe, ja? Ey, warum? Ich hab das Ding doch gar nicht angemacht. $3,000. Okay. Während der Fahrt mit Leuchtreklame geht nicht. Nee, wie gesagt, eigentlich mache ich das nicht, aber wenn der Herr das sagt, gut. Hat zwar keine Beweise dafür, aber gut, dann zahle ich das gerne. Wir sind ja ein reiches Filmunternehmen. Wir haben ja auch sehr gute Anwälte, die das vielleicht nochmal unterstützen werden, das Ganze, und den Herrn ein bisschen finanziell ausnehmen, aber ist kein Problem. Scheiße. Was haben Sie da jetzt genau gerade gemacht? Das geht nicht, ich hab die Wahrheit gesagt. Ich würde auch bitten, dass Sie mich nicht mehr wollen. Ja, mal pack die Waffe weg, das sagt er jetzt. Die Waffe, die Kamera, sonst klagst du so an. Finden Sie, dass das gerade ein Putschversuch gegen Sie? Ein Putsch gegen mich? Das ist die Sound, ein Putsch. Ja, bitte. Also, wie gesagt, halten Sie keine Fahrzeuge mehr an. Nein, auf gar keinen Fall. Polizist aus. Nee. Und wenn Sie Leute in Ihrer Show haben möchten, schreiben Sie eine Zeitungsannonce oder posten Sie das hier. Ja, mache ich auf alle Fälle, ja. Ja? Mache ich, danke schön. Aber hier keine Ahnung mehr. Der Herr hat es nicht richtig verstanden, hat es nicht gehört und dann passiert schon sowas. Dann machen wir lieber eine Anzeige, dann kommen die Leute zu uns und dann passt das schon. Machen wir das so. Jawohl, mach jetzt mal die Leuchtreklame aus hier an dem Fahrzeug. Ja, nee, mache ich jetzt. Alles gut. Und dann nutzen Sie das bitte nur auf Privatgelände, ja? Nee, mache ich eh, ja. Außer wenn es hier on scene ist, ne? Ja, on scene. Da fällt es ja nicht auf. Das ist ja ein Filmfahrzeug, hier fällt es ja nicht so auf. Schönen Tag, ne? Ja, Ihnen ebenfalls, Dankeschön. Da bin ich ja glatt nur mit dem blauen Auge davon gekommen, ne? Der Herr. Ja? Wenn Sie sich so laut in Ihrem Fahrzeug unterhalten... Das war an Sie gerichtet. Dass man das durchgeschlossene Fenster Sie hört. Nee, das war ja an sich gerichtet, an Sie. Mit dem blauen Auge davon gekommen. Bei dem Typen, weil ich gedacht habe, der kriegt jetzt eine größere Strafe, weil ich anscheinend ein Blaulicht an hatte. Weil $3,000 waren nicht so viel, wissen Sie. Okay. Ja, alles gut. Wie gesagt, blaues Auge öffne ich das trotzdem. Aber Dankeschön. Schönen Tag noch. Ihnen ebenfalls. Tschüssi. War das knapp. Ganz schön gemüffelt der eine, ne?
Der war wie, seine Zähne waren wie das Sternensystem. Gelb und weit auseinander. Geil. Da, Hauptplatz. Schau mal, was ist denn hier? Oh. Da, das ist doch perfekt. Nee, da ist zu viel Polizei. Werden die mir nicht nachkommen, was er gesagt hat. So. Ich geh mal ein paar Rubellose kaufen, kommst du mit? Ja, ich sitze in deinem Auto, nicht am Steuer. Wo soll ich denn hin? Ja, weiß nicht, vielleicht gehst du nicht mit rein. Ich muss nämlich tanken, fahr auch nur. Tanken? Jo, tanken. So. Ah, war das schön. So. Aufdankelnder Ding. Jetzt müssen wir mal hier durchgehen, Leute. Das ist ja heftig. Heftig. Wir hatten hier einen Huni donated zuerst mal. Der, Predox hat einen 50 aus. Moin, auch mal wieder hier. Red Bull vor Ort muss aufgestockt werden. Alter Bruder, ich muss los. Nakero haut raus an für einen 50er. Gönn dir was damit. Viele Grüße von Nakero. Kannst du Predox grüßen? Alter, ihr seid komplett verrückt. Lukas Wildi, Dankeschön für den Huni. Und ach ja, ich soll ja nochmal Predox grüßen, aber der hat vorhin auch noch donated. Lukas, Wildi, Grüße aus dem Zillertal. Wäre Kopfgedärer nicht ein geiler Job eigentlich gesuchtes Tier? Haben wir überlegt, dass das kommen soll, ja, auf alle Fälle. Entschuldigung, Bruder, ich telefoniere gerade. Sie, das war gerade der Putschversuch gegen Sie. Wir machen da jetzt keine Dokumentation, wir müssen wieder jemanden... Na doch, jetzt machen wir Dokumentation. Nein, wir machen... Du, ich muss jetzt erstmal ein paar Rubellose holen. Das macht doch kein Polizist, holt sich Rubellose an der Tankstelle. Welches Gefühl gibt Ihnen... Alter, unglaublich. Alter, Lukas, Wildi, Alter, ihr seid so wild, ohne Scheiß. Ich hau mal ein Herz hier für euch alle raus, Leute. Herzregen. Like da lassen, jetzt die 10.000 Likes knacken, Leute. 10.000 Likes, das knacken wir heute noch. Nicht mehr viel, 1.000 Likes fehlen circa noch. 10.000 Likes und Herz in den Chat. Die Herzregen in den Chat jetzt. Eine Antwort ist auch eine Antwort. Ernst, ich hol mir die Rubellose. Wie viele Rubellose kaufen Sie? 3. Und was löst es in Ihnen für Gefühle aus? Glücksgefühle, die ich zu Hause niemals habe. Okay. Sprechen Sie hier von Ihrer Frau? Na. Wieder nichts von so eine Scheiße, da der ganze Softclown herrscht. Unglaublich. Das kannst du auf die Kamera tun, das schaut richtig gut aus. Wie hoch ist der Gewinn ausgefallen? Ja, gar nichts habe ich gekriegt, der Minus habe ich gemacht. Das ist alles da. Warten Sie, passen Sie auf, ich zeige Ihnen, was jetzt. Wollen Sie das, ja? Wollen Sie das kurz? Ernst? Servus. Ah! Was soll denn das? Machen Sie mal die Fensterscheibe runter, Ernst. Ich habe Sie nicht gesehen. Tun Sie mal die Fensterscheibe runter. Was ist denn das da für ein Scheißhitten? Im Führerschein, aber sofort. So, da haben wir jemanden, der ist schon wieder ganz ein Lustiger, der glaubt, der ist es. So, geben Sie mal einen Führerschein her, Ernst. Wer bin? Ich heiße nicht Ernst. Wissen Sie, was wir da machen? Da schießen wir hinterher und sagen, sie ist uns ein Vollkoffer. So, jetzt habe ich diese ganze Situation gut gemeistert, mit den Platzpatronen natürlich. Das schneiden wir raus, dass es Platzpatronen sagen, gell? Warten Sie, das stelle ich cool hin da. Jetzt haben wir die Situation natürlich super gemeistert. Der Herr hat jetzt 2 Schüsse abgekriegt. Der ist auch jetzt stehen geblieben da hinten, weil er ein kompletter Vollkopf ist. Und wie gesagt, mit den paar Platzpatronen, die wir jetzt auf ihn geschossen haben, wird er jetzt auch sich denken, was ist denn da los? Haben Sie das gesehen? Finden Sie das war gerade nicht übertrieben zu schießen? Na, das machen wir bei der Polizei immer so. Ich meine, ich kann da, passen Sie auf, ich kann auch das Maschinengewehr holen. Warten Sie, passen Sie auf. Das ist kein Problem, der Herr, dem geht's komplett gut. Wir bei der Polizei schießen immer, wenn es lustig ist. Passen Sie auf, schauen Sie. Haben Sie das gesehen? So machen wir das. Und jetzt gehen wir um und jetzt kommen Sie her, kommen steigen sein, das machen wir. Passen Sie auf, kommen Sie. Jetzt schießt da, schau. Jetzt schießt da, komm, machen wir. Steigen wir ein. Das ist wie ein Freundeskumpel. Nein, das ist ein Kollege, komm, steigen sein. Schauen Sie mal. Schauen Sie, jetzt müssen wir ihn rechts ranbieten, den Herrn. Der macht mit bei unserem Spiel. Das ist immer so, das ist so ein Katz-Maus-Spiel, ne? Das ist ein bisschen ein Katz-Maus-Spiel mit den Leuten. Was genau passiert da jetzt gerade?
Ja, das schauen wir so. Erstes Weiberli, das Mänderl. Ich habe den ersten Schuss abgegeben, danach er den zweiten. Und in der Hinsicht sind wir jetzt paarungsbedürftig. Jetzt schaue ich als Mänderl, dass ich hinterherkomme. Das heißt, sie vollziehen gerade den Paarungstanz. Genau, so ist es. Zwischen Gangster und Polizei ist das ein ganz normales Verhalten, sage ich so, wie es ist. Sind sie jetzt gerade auf der Palz? Ich bin jetzt auf der Palz, genau, so ist es. Und schauen Sie, da schon der Kollege. Schauen wir, dass wir den kriegen. Na schau, jetzt hat er ein bisschen an Einlauf gekriegt. Schau, jetzt holt man an. Macht man das auf die Kamera eh drauf, gell? Halt den Sound her. Unglaublich. Und die Kollegen sind auch schon dabei, die haben wir auch schon gerufen. Jetzt halten wir mal an, Ernst. Da sehen Sie diese Präpotenz. Welche Maßnahmen werden Sie da jetzt noch anreißen? Ja, wie gesagt, bei dem Paarungstanz geht es auch sehr darum, dass der Herr jetzt halt wie die Dame vor mir anhält. Und dass wir da bald einmal einen Paarungstanz dann aufführen können zu zweit. Ne? Haben Sie die Zusatzeinheiten hinter sich angefordert? Die habe ich angefordert, ganz offensichtlich. Und da schauen wir jetzt, dass wir einen guten Film zusammenkriegen. Was, das ist wie bei Too Fast and the Furious. Schauen Sie her. Da haben wir schon. Sehen Sie das? Das ist wie bei Too Fast and the Furious. Schau, jetzt hat er mitgeschliffen. Das ist ein ganz normales Verhalten. Beim Weiberl ist das aggressive Verhalten. Das ist das aggressive Verhalten des Weiberls, ne? Ein ganz normales, präpotentes Verhalten ist das einfach, wissen Sie? Das ist das Weiberl. Aggressiv, präpotent, besserwisserisch, das ist das Verhalten. Ne? Schauen Sie, jetzt haben wir schon die ganzen Kollegen hinterher, da schauen wir, dass wir das zusammenkriegen. Wie wird das dann ablaufen, wenn sich die Paarung dann erfolgreich durchgesetzt hat? Ja, da werden wir dann zusammen ein Schriftstück erstellen, der Täter und ich, dass wir eine, sagen wir mal, eine offene Ehe eingehen werden. Und dann schauen wir weiter. Kommt eigentlich noch was nach dieser Verfolgung? Ja, deine Mutter. Super. Wie gesagt, das ist nur ein Verhalten des Weiberls. Das müssen wir jetzt schauen, dass wir es ein bisschen eindämmen. Vielleicht, dass die Kollegen irgendwo, weiß nicht was, aufstellen oder so. Ich muss jetzt hinten einbumsen. Warten Sie ganz kurz. Sehen Sie? Hat schon funktioniert, Horvat. Schau, jetzt gehe ich von vorne, er von hinten, also sie von hinten, das Weiberl. Strategisch das ist gerade die Strategie, genau, schauen Sie. Und da haben wir jetzt das Weiberl. Das müssen wir jetzt einpferchen, das Weiberl. Also sie wollen den Herrn jetzt wegen Handy am Steuer bringen? Nein, das Weiberl müssen wir jetzt da eingrenzen. Ach so, das Weiberl. Und jetzt können wir den Liebesakt vollenden. Haben wir das hier auf der Kamera, gell? Warten Sie, ich hole den. Schauen Sie das an, Herrn. Schauen Sie an, was da für Action ist, Herrn. Da ist eine richtige Action ist da, Herrn. Kommen Sie mit, kommen Sie rüber. Nehmen Sie es auf, das ist ein richtiges Schussgefecht. Ein Schussgefecht. Pass auf, Schüsse. Aufpassen. Das Weiberl flüchtet. Haben wir das auf Kamera? Haben wir das auf Kamera? So passt. Drauf. Na, die Kollegen übernehmen den Fall. Wie gesagt, Schüsse wurden abgefeuert. Ich bin eh komplett gepanzert in dem Fall. Das Weiberl hat sich dann doch umentschieden. Und ja, wie man sieht, das ist ein präpotentes Verhalten. Schauen wir gleich mal rein, da was das Weiberl auch. Schon Benzinkanister. Ja, haben wir eh alles in der Kanister. Schauen Sie, die Kollegen, die sind ein bisschen blöd, die denken das. Sind auf Sie gerichtet. Ja, das sind die Kollegen, die sind ein bisschen deppert. So, wird langsam Zeit da, gell, Herrns? Ja. Warte, gehen wir mal da auf, das ist ein bisschen präpotent da unten. So, machen wir weitere Filmtour. Fahren wir weiter. Passt. So, jetzt haben wir das. Das übernimmt jetzt der Kollege. Und jetzt fahren wir ein bisschen zu Bedutschnik rüber, gell? Alter, was ist das? Das Verhalten war jetzt gerade in Ordnung. Was sagst du, die Kollegen. Die Kollegen haben einen gewissen Neid auf das FBI. Das ist ein ganz normales Verhalten des Kollegen. Und wie gesagt, wir sind da eigentlich gut bei Sache, wenn ich sage, Sie, ich bin ein bisschen was Besseres als Sie. Ich meine, man muss einfach ein präpotentes Verhalten gegenüber den Herren haben. Wie gesagt, das ist ein ganz normaler Bruch, sei es Arm, sei es Bein.
Sei es ein Regelbuch, mir ist das eh wurscht, ne? Hier beim FBI. Wie gesagt, wenn mir eine Tür fehlt, dann sage ich ja, ja du, das ist ein ganz normales Verhalten der Tür. Oh, zu welchem Einsatz fahren Sie jetzt? Wir fahren jetzt Richtung Seckau runter, zur Burg, ne? Und schauen, was da los ist. Dort sie wäre entblößt und das müssen wir also auf den Grund gehen. Im Zwergenland wird irgendwo was weiß ich, wo das ist. Das ist den Seckau. Das ist schon wieder. Wissen Sie, die Kollegen kommen nicht mit. Haben Sie da eine spezielle taktische Vorweise? Nein, das ist alles angelernt. In LA damals. In der Flugschule beim Burgstaller Hannes. Das war noch so eine Zeit, da habe ich noch fliegen gelernt. Und ich sage so, das, was ich beim Fliegen gelernt habe, nehme ich beim Auto halt mit. Also zum Beispiel die Barrel Roll nehme ich mit. Dann, weiß nicht, so ein Looping kann ich auch mitnehmen. Alles gelernt beim Fliegen. Das braucht hier einen Führerschein. Das ist so lustig, Leute. Das ist einer der lustigsten Streams ever. Ich habe zwar übelst den. Ich mache heute richtig die Regelbrüche. Wie gesagt, das ist heute ein Special für euch. Damit wir auch mal ein paar Leute auf Trab halten können. Aber ich fand die Idee eigentlich ganz lustig. Also, das, was ihr gerade seht, ist eigentlich kompletter Regelbruch. Aber ich habe heute diese Ausnahmegenehmigung. Der aktuelle Stand. Wie wohl uns den aktuellen Stand? Ich habe keinen aktuellen Stand. Sie fahren ja gerade zu einem Einsatz. Genau, ist ja. Der aktuelle Stand? Ja, das ist der Frühkoffer-Dude, ne? Ja, der Kollege weiß auch nicht, wie man aber fährt. Sehen Sie das? Ist das normal, dass die Kollegen hier dann hinten reinfahren? Ja, wie gesagt, das ist dieses präpotente Verhalten, wie ich schon so oft sage, dass die Kollegen sehr präpotent sind, wenn ich mit meinem FBI-Badge um die Ecken komme. Also wie gesagt, ein ganz normales Verhalten des Rudels, sage ich mal so. Es ist ein Rudelverhalten, ne? Was steht jetzt bei dem Date? Was steht bei dem Date? Jetzt hat Blackout der Andel, der Arme. Was steht bei dem Date? Alter, mich kann nicht mehr, Alter. Heute ist ein geiles Stream ever. Shit. Wo ist denn los? Der Zustand Ihres Fahrzeuges noch dementsprechend intakt. Das ist alles noch TÜV-konform, würde ich sagen. Ne? Probier nur 2 Jahre TÜV drauf. Ne? Also, was steht da in Kalifornien, sagt man ja nicht TÜV eigentlich, aber. Ist schon. Das ist. Haben Sie die Einheit hier zusätzlich noch angeordnet? Ja, das ist alles zusätzlich. Anscheinend gibt es da Bomben auch im Zwergendorf, hat irgendwer Bomben hingesetzt. Ob das jetzt eine Fäkalbombe ist, wissen wir noch nicht. Jetzt haben wir noch speziell die Bombeneinheit mitgenommen, natürlich, ne? Gleich mit angerufen. Das wird noch schnell ins Zwergenland in Seckau schauen. Wie gesagt, das ist wieder das präpotente Verhalten der Kollegen, man sieht's eh. War das jetzt ein gewillter Überholversuch? Nein, das ist, der Kollege will einfach was Besseres sein und hat versucht halt somit sein Rudel, so gesehen, mitzunehmen, weil er untergeordnet ist, ne? Welche Sicherheitsstufe entspricht dieses Auto? Der höchsten. Es gibt nichts Besseres. Ja, ich sag, wie es ist. Nein, es ist halt schwer. Man kann ja nicht immer alles finden, ich sag so, wie es ist. Wo befinden wir uns jetzt gerade im Moment? Ja, schon fast in Seckau drüben. Rund müssen wir noch fahren über den Kreisel oder dann sind wir da. Das war ein Umweg, nur mal mit Absicht, damit die Kollegen das nicht direkt merken, dass die Polizei auf dem Weg ist. Sie fahren aber auch sehr flott. Ja, sicher. Meinen Sie, dass die Kollegen da auf Dauer nachkommen? Nein, natürlich nicht. Ja, natürlich nicht. Die wurde Kollegen das genau das im Funk angegeben, dass da ja, ja, das ist das Paarungsdänzchen, was der Kollege da gerne macht. Weil der andere Kollege das ja nicht wollte, gell? Da muss es der Kollege von der Polizei halt machen. Und man sieht, das ist ein ganz normales Verhalten. Ist der Kollege müde? Nein, der Kollege ist noch sehr dominant. Man riecht es auch an einem
an den Hormonen, die er ausstrahlt, der Kollege. Das riecht stehen Sie so auf Domino-Spielchen? Also Domino-Steine habe ich schon lange nicht mehr gespielt. Ich sag so, als Kind gerne mit Domino-Bausätzen mir mal ein Auto gebaut. Ich meine, sicher ist das ein bisschen eine schlechte Situation, wie jetzt gerade da, Herrn. Aber ich sag so, an sich eigentlich eine gute Situation. Schaut euch mal zu viel an. Das ist ein sehr aggressives Fahrverhalten der Kollegen. Meinen Sie, das ist ein guter Beitrag für die Allgemeinheit? Das ist ein sehr guter allgemeiner Beitrag. Ich meine, der Kollege weiß eh, was er macht. Ich sag halt so, wie es ist. Es ist halt einmal so, ne? Ich meine, die einen sind so und die anderen so. Ich meine, was soll ich sagen? Ich sag nur, dass die Präpotenz der Kollegen manchmal einfach nicht gegeben ist, ne? Man sieht's eh. Und in irgendeiner Form muss man da schon denken, so als Polizist, vor allem als FBI, beim Management auch, dass man sich gut auskennt. Und ich sag halt so, wie es ist. Ich kenne mich super aus. Ich mache das ja schon seit 25 Jahren. Und ja. Ein präpotentes Verhalten bin ich gewohnt im Dienst natürlich, der Herr. Da schaut jetzt auch das Auto ein bisschen. Beim Krankenhaus absetzen? Nein, das geht nicht. Das glauben Sie, wie ich bin. Wir haben einen Einsatzfahrt, der Herr. Was will Ihr Auto Ihnen damit sagen, dass es jetzt ja, nein, wir haben einen Einsatzfahrt. Das ist eine ganz normale Fahrt mit dem Auto. Da gibt es einen Einsatz und da müssen wir hin. Bedeutet der schwarze Rauch etwas Besonderes wie ein Kriegsaufruf? Das ist eine mögliche Tatsache. So also wie ich noch jung war bei der Papstwahl, beim schwarzen Rauch hat man noch niemanden gewählt, beim weißen wurde er gewählt. Das kann natürlich sein. Ne? Und was sagt bei Ihnen der schwarze Rauch aus? Na, das heißt eigentlich, dass ich gerade fett scheißen war und mit Obi gespielt habe, aber das ist eine andere Sache. Ne? Das ist eine ganz andere Geschichte. Na, schauen Sie, der Kollege schon da. Ja, Kollege, das ist eine Präpotenz. Jetzt habe ich schon wieder einen Anruf gekriegt. Wie schaut es denn aus? Fahren wir jetzt noch nach Feldbach? Herr Kollege, wir müssen jetzt schon nach Feldbach. Herr Kollege, wie schaut es aus? Fahren wir nach Feldbach runter, oder? Herr Kollege, jetzt tun uns nicht so. Du, die Kollegen, die haben jetzt einen Einsatz da, gell? Wir müssen schauen. Machen wir ein gutes Foto zusammen. Warte, sind wir alle drauf, warte. Warte, ich mache ein gutes Foto. Ein gutes Foto bauen wir, schauen Sie. Und die Kollegen, die haben das super gehandhabt heute. Also ich muss sagen, von vorne bis hinten ein super Konvoi. Ja, nehmen Sie eine nach oben. Am Ende war es halt ein bisschen... Ja, warten Sie mal bitte, ich mache die Dokumentation fertig. Ich meine, am Ende des Tages, sage ich immer, ist es die Frage des Johannes. Ja. Aber im Endeffekt finde ich es halt schon gelungen, der Tag. Weil ich meine, wir haben so viele Einsätze gemeistert. Wir haben heute so viele Drogendealer hops genommen. Der Herr, ich werde es jetzt festnehmen. Ja, aber lass uns mit die Doku... Na, das ist ja blöd, dann lass uns mit die Doku fertig gehen. Na, jedenfalls, wir sehen uns nächste Woche, wenn es wieder heißt. Ja. Ich werde es jetzt einmal durchsuchen, der Herr. Ja, ja, nächste Woche sehen's mich, wenn es da wieder heißt. Wir machen eine Dokumentation über die FBI-Behörde Volzberg. Und wie gesagt, wir schauen, was wir machen. Ne? Wie gesagt, die Kollegen, sehr präpotent, FBI natürlich viel weiter oben. Nehmen Sie erstmal die Kamera runter und die Hände nach oben. Na, wie gesagt, wir sind ein eingespültes Team und das ist Könnten super. Sie bitte ins Krankenhaus. Au! Au. So, der ja. Warum? Fuchs, André Fuchs. So, das war eine schöne Doku. Bitte? Sind Sie im Besitz eines Waffenscheins? Natürlich bin ich das nicht. Ich bin am Rande meiner Existenz. Nicht. Ja, perfekt. Nee, natürlich. Ich werde gern kicken. Es bringt gleich jemand. Haben Sie mal Ihre ID-Nummer? Na, die 73. Klar, ich diese Dokumentation mit einschlagen wie eine Bombe, sage ich Ihnen. Aber wirklich, wir haben heute gute Aufnahmen zusammengebracht. Also ich finde auch die Einheit, also so mit dem ganzen, die haben jetzt das perfekte Foto gemacht. Und ich glaube, wir haben das heute ganz gut hinbekommen, wir alle hier. Also wir können schon uns schätzen, wir können uns heute richtig gut zurücklegen und sagen, wir haben heute eine gute Arbeit hingelegt, Jungs. Ich einfach heute alles hops nimm, was geht, ne? Hatte ich Ihnen denn gesagt, Herr Rumpel, zum Thema Leuchtreklame auf den öffentlichen Straßen? Ja, auf den öffentlichen Straßen. Also ich sehe Autobahn jetzt nicht als öffentliche Straße, sondern als eine verstaatlichte... Egal. Sie haben recht, aber wie gesagt, für die Doku, das ist halt... Wissen Sie, manchmal muss man ein bisschen flunkern bei Dokus. Sonst kriegt man keine gute zusammen. Also wir haben eine richtig gute Soap heute gedreht. Ich bin froh drüber. Und ich glaube, wir haben heute alle einen guten Job hingemacht. Nee, Leute, heute gab es keinen Fehler-P außer von mir, weil ich gegen die Regel verstoßen habe. Aber ich habe heute eine Ausnahme, ja.
Ich darf heute als Cop spielen, was ich sonst nicht darf. Also ich fand, heute gab es keinen Fail-AP von den Cops gegenüber, gar nichts. Wie gesagt, war alles, heute war alles easy. Dass ich jetzt festgenommen wäre, ist komplett legit. Das habe ich verdient, ich war heute so ein Arsch. Ich fand's heute einfach nur lustig, es war heute einfach schön, sag mal so. Ich glaube, das war jetzt auch mal für die Cops sehr abwechslungsreich, vielleicht auch ein bisschen heftig, aber ich habe mir gedacht, komm, machen wir das heute. Ich hab heute einfach Bock auf sowas gehabt, wisst ihr? Ey Leute, wir sind kurz vor den 10.000 Likes, machen wir die noch full hier. Die 10.000 Likes, jetzt aber Like halt reinschauen. Hau mal rein hier, Leute. So. Like, Hype, Like auf die 10.000, es fehlen nicht mehr viele. Haut auf den Button, Leute, haut drauf. Ah, ich sag Ihnen, das war heute ein schöner Tag, Jungs. Das war heute ein schöner Tag. Jetzt konnte ich mich endlich mal so ein bisschen in eure Haut versetzen. Schöne Haut, ne? Und, ich muss sagen, es hat wirklich Spaß gemacht und ich glaube, die Doku wird einfach gut ankommen. Vor allem, das Finale, was wir jetzt am Ende hatten, das wird das größte, es wird auf Netflix wird das laufen, die Doku, das sag ich Ihnen. Das wird laufen wie Butter, also wirklich top heute. Heute war wirklich top. Das freut mich. Ja. Kann ich nur zurückgeben. Also sehr gute Arbeit gemacht. Ui, ich bin im Krankenwagen. Wie geht's deinem Kameramann, Willi? Der ist auf dem Weg ins Krankenhaus. Was ist denn passiert? Dem geht's wohl nicht so gut. Uff. Hallo. Wir bräuchten einmal ihre Hilfe. Wir hatten heute sogar einen echten Schusswechsel gehabt. Also ich habe zwar nur Platzpatronen drin, ne? Weil für Filme und so, aber wir haben heute einen Schusswechsel gehabt mit jemandem, der echte Patronen hatte. War schon gefährlich. Haben Sie es mitbekommen? Ja, so ein bisschen. Ach, das war richtig, das war brandgefährlich, aber ich hatte da so einen Adrenalinkick. Ich habe halt so getan, als würde ich schießen, aber nicht geschossen. Platzpatronen, dies, das. Aber ich sag halt, es war lustig, war es auf jeden Fall. So, können Sie bei mir die Sirene ausmachen? Die nervt mich ein bisschen. Ich höre gar keine, aber ja, ich höre die. Sie müssen, Sie hören das nicht, aber Sie müssen da einmal mit der G-Knopf müsste das sein. Unten rechts ist ein G-Knopf, da müssen Sie einmal draufschallern und dann ist das Ding aus. Zuerst den Q-Knopf und dann den G-Knopf, sonst geht das nicht. Dankeschön, jetzt ist es aus bei mir. Vielen Dank. Okay. Boah, es hat durchgeschallert. Uiuiui. Oh, Airbag auch offen. Na, schönes Auto. Aber gut, das ist ein Filmauto. Ich meine, das zahlt eh meine Filmversicherung. Ui. Oh, nee. Wissen Sie, das ist mein Vater eigentlich. Gut, es ist schon sein fünfter Herzinfarkt diese Woche, aber. Ja, ist normal. Der bricht ab und zu mal zusammen. Das ist mein Vater. Ja, das Alter, ne? Ja, mit dem wollte ich heute die Doku hier drehen. War schon schön, du. Ich sag Ihnen, heute war wirklich ein angenehmer Tag. Ich hatte heute so viel Spaß. Das freut mich. Hatten Sie heute auch schon viel Spaß als Kollege? Von Kollege zu Kollege? Ja, so ein kleines bisschen habe ich da mitgewirkt tatsächlich. Ja, das war immer wie heute wirklich spaßig. Gut, einen trifft es halt immer, ne? Wie Ihnen hier gerade, aber sonst. Ich meine, sonst ist das, ne? das ist aber heute war echt lustig, du. Aber das war, so eine Aktion, das darf ich halt, ich kann es nicht immer machen, Leute, als Fake-Cop, sonst glaubt mir keiner, weil ich Polizist bin. Ich sag nur, wie es ist lustig, mal sowas zu machen, weil das kannst du sonst auf dem RP-Server nicht bringen, das, was ich heute gemacht habe. Das ist halt eigentlich kein RP, also eigentlich Fail-RP. Ich habe halt in dem Fall kurz die Regelungen für mich rausgenommen und ich denke, dass das ab und zu mal ganz lustig ist für die Zuschauer auch und ich denke auch, dass die Cops heute ziemlich auf Trab gewesen sind. Wollen die mich jetzt hier alleine lassen? Ja, wir haben auch niemanden irgendwie jetzt abgezockt und Geld dafür genommen oder so. Ich denke, so solange das in dem Rahmen ist. Ui. Das Einzige, wo ich gesagt, dass das wirklich einen sehr P-Einfluss hatte, war, wo ich geschossen habe. Das hat wirklich einen sehr P-Einfluss. Aber ich habe heute wirklich ein bisschen auf die Regen geschissen, weil ich mir gedacht habe, komm, das machst du sonst nie. Heute machst du mal so eine Runde. Also, ich fand es heute mal lustig. Es war heute wirklich mal lustig. Das ist das Schöne, wenn man das machen kann einfach. Ist das so eine Doku drehen? So, ja. Ansonsten braucht niemand mehr medizinische Hilfe. Nee, mir geht's super. Können Sie den Herrn hier? Nee, mir geht's tatsächlich super aus dem Grund, ich habe eine schusssichere Weste an, weil wenn so ein Fall kommt, wie das mit dem Schusswechsel, ich habe so einen Streifschuss habe ich abbekommen rechts, dass mir nichts passiert, weil ich die Weste an hatte. Wie gesagt, ich habe ja vorgesorgt, dass sowas mal zustande kommt, dann passt das. Ja. Ja, so ist das. Ja, so ist das. Und was ist mit Herrn Rumpel? Ja, kann der Kollege hinten mitnehmen zum Mission Row? Ja, okay. Ich habe den Einsatz ja nicht geleitet. Ich bin ja lediglich so. Weil ich bin ja als letzter dazugekommen. Ich weiß ja nicht so wirklich, was hier abgelaufen ist. Nimmst du den Herrn Rumpel mit oder? Wo ist denn der Herr Fuchs überhaupt? Ja, der ist auch schon abgefahren. Alle hauen hier ab.
Das ist immer das Schönste, okay. Ne? Dann ist man alleine hier. Dann lässt du dich immer allein und du darfst alles wegräumen. Ich könnte ja hier noch eine Kerze hinstellen oder so. Super. Eine Kerze? Der Fuchs meinte, ich meinte so, eben alles absichern, Fahrzeug abschleppen, etc. machen. Ja, du kannst ihn auch gerne bei mir ins Auto setzen, dann fahr ich ihn zum PD. Aber ja klar, du, ich steig gerne ein, ist kein Problem. Wurden die Mechaniker schon informiert von euch, oder? Ach, dankeschön. Dann habe ich ihn ins Fahrzeug gesetzt. Jawohl. Denk an die Speedzone dann, ne? Ja. Kennen Sie die Katze, die eine Lilie auf den Kopf bekommt? Kennen Sie das Lied? Bitte? Kennen Sie das russische Lied einer Lilie, wo so eine Katze ist, die dann so eine Lilie auf den Kopf bekommt? Nee. Darf ich Ihnen das vorsingen? Gerne. Den ganzen Abend geübt. Sie müssen sagen, wenn ich out of key bin. Ich bin Jordan und bringe uns dich bei Bali, licht dich aus, ich hab alle da Lili. Aspidoni, Spigoni. Kennen Sie das? Das haben Sie sehr schön gemacht. Ja, ich glaube, das habe ich schon mal gehört. Ja, das ist so eine Katze, die kriegt so eine Lili auf den Kopf von so einer Russin und die singt das. Und ich finde das so lustig. Ich habe gerade dran gedacht, ich finde das einfach cool für diese Katze. Kennen Sie das Lied? Ich zeige Ihnen Blumen? Ja, ich zeige Ihnen Blumen. Und es ist eine Katze in der Fensterbank. Oh, das ist aber ein Klassiker. Genau. Ja, das ist der Klassiker, der ist aber schon richtig alt. Die kennen auch ganz wenig, ne? Ja, das richtig. So richtig Underground noch. Das kenne ich schon seit. Da war ich noch sehr jung. Ja, ich auch. Und damals so, ich zeige Blumen. Das war aber, glaube ich, die Lehrerin. Schön. Schön. Da hat wir die Lehrerin in der Universität, glaube ich, aufgenommen. Wissen Sie das? Ich möchte einfach zeige Ihnen Blumen. Das war wirklich die Lehrerin, die der aufgenommen hat. Und der hat das so zusammengesampelt. Ja. Fand ich richtig lustig. Das ist ein Classic, ein Oldtime-Classic. Ich zeige Ihnen Blumen. Richtig auf jeden Fall. Das kann ich mir 24/7 geben, das Lied. Aber wissen Sie, vorhin war ich im Krankenhaus, ja. Da war so ein Typ und der hat diese SpongeBob-Folge nicht gekannt mit Ich bin Benjamin. Benjamin Blümchen. Kennen Sie die Folge? Von SpongeBob? Ja, ja. Nee. Wo der fliegende Holländer reinkommt und dann sagt so Mr. Krabs, ich bin Benjamin. Benjamin Blümchen. Ach, die kennen Sie auch nicht? Nee, ich glaube nicht. Ich bin nicht so der SpongeBob-Gucker, wissen Sie? Alter, da hatten Sie aber keine Kindheit. Das ist, das ist auch ein Classic. Ich bin 91er Baujahr. 91? Dann sollten Sie es aber richtig kennen. Ja, wissen Sie, ich bin mit anderen Sachen groß geworden. Die Schlümpfe zum Beispiel. Oder ja, so. Die Schlümpfe. Oder die Gummibärenbande Dark Queen Duck. Ja, gut, aber wissen Sie noch, bei den Schlümpfen hat mich immer etwas fasziniert. Es gab sau viele Schlümpfe, ich glaube 100, und es gab eine Schlümpfine. Das ist sehr komisch. Das war ein Rudelpiep. Ja, nee. Wo gehen wir? Ach, hier gehen wir hin. Ich würde ja gerne die Waffel wegmachen, aber da müsste ich die ins... Könnte ich das schnell machen, ins Fahrzeug packen? Ja, damit das weg ist, das triggert mich nämlich. Außer sie haben sie mir abgenommen, dann kriege ich die nicht mehr ins Fahrzeug rein. Kabelbinder an, ja? Gut, das ist eh eine Spielzeugwaffe, wie gesagt. Die ist nur so Platz. Ich mach das hier. Ja, danke schön, weil ich mag die nicht dann rumtragen mit mir. Das ist... Ja, können sie mir wieder anbinden, wenn sie wollen. Nee, sie haben ja einen Kabelbinder dran. Jawohl, okay, alles gut. Ja, wie gesagt, dass ich zeige im Blum ist, habe ich auch schon lange nicht mehr gehört, muss ich heute wieder mal vorbeischauen. Oder kennen Sie noch Duck Funny? Duck Funny? Was war das? Das war dieser Kerl mit dem, oder CatDog oder so? CatDog, oh ja, CatDog. Oder die Biberbrüder. Biberbrüder, genau. Ja, das war auch so meine Zeit. Hey Arnold, ja. Wusstest du, dass dieser Kopf von dem alten Opa da, das sieht immer aus wie so ein Schwanz, ne? Das ist, da bin ich erst übelst spät draufgekommen, muss mal googeln. Moment, ich muss kurz, ich verstehe gerade nichts, der Funk ist wieder so laut. Ach so. Ja gut, vielleicht ist es besser so, wenn du das nicht weißt. Nochmal bitte. Ja gut, bei Hey Arnold, der Opa, ne? Du musst dir mal das Gesicht ansehen, das sieht aus wie ein Schwanz. Nee, kein Scheiß jetzt. Ja, ich kenne aber die Helga. Die Helga war die Freundin, ne? Ja, die Helga, ja. Die war aber mit dieser Freundin, die wollte halt, ja. Der war das peinlich irgendwie. Ja. Eine Hassbeziehung. Aber am Ende haben die dann doch geknutscht irgendwann. Ja, nicht nur das, glaube ich. Oh, okay. So. Kleinen Moment, bitte. Natürlich. Aber warten Sie, mein Handy ist ja noch. So, endlich einsteckender Ding. Oh, ich habe eine Nachricht. Waschen Sie heute Wäsche? Nein. Boah, 47 Minuten.
Leute, könnt ihr mal googeln. Ich zeige den Blumen. Das ist so ein geiles Lied. Weil ich muss das schnell raussuchen, wie ich das finde. Mal gucken. Oh. Ist das eigentlich schon Copyright? Ich hab Angst, dass das Copyright ist. Blind war in Blumen. Ich zeige ihnen Blumen. Ja, du müsst mal googeln. Ey, 1,7 Millionen. Geht da mal drauf und macht mal, spammt mal rein hier. Die Xionami. Weil ich zeige den Blumen. Nee, aber ohne Scheiß, das Video ist so alt. Ey, das kenne ich schon so lang. Ich glaube, ich habe das damals auch irgendwann mal kommentiert. Kann schon sein. Einfach schön, das Video. So. Könnt ihr mal googeln und dann Hashtag Xionami drunter schreiben. Einfach alter Klassiker auf YouTube. Das sind so die YouTube-Zeiten, die ich noch kenne. Wo so Shit hochgeladen worden ist. Da war noch nicht so YouTube-Gaming, da war so einfach die Außenseiter, dann sowas war. Cold Mirror sowieso immer. Ach, das waren geile Zeiten, die vermisse ich. Damals Harry Potter und ein Stein noch von Cold Mirror selber. Bitte? Wir müssen einmal auf den Kollegen warten. Also ist kein Problem, ich habe alle Zeit der Welt daher. Da ist der Kollege Fuchs. Alle Kann Zeit ich Ihnen was anbieten, ein Käffchen oder was zu essen? Nö, ich habe Proteinriegel und Proteinshake da, alles gut. Mhm. Ja. Selbst? Was? Proteinshake? Ja, kennen Sie nicht? Mhm. Warten Sie mal. Die gibt's. Hersteller davon? Am Beach gibt's die, wissen Sie das gar nicht? Den Witz haben Sie, glaube ich, gerade nicht verstanden. Nehmen Sie mal, das am Beach gibt's den, am Strand. Können Sie den beim Gym können Sie den kaufen? Ich habe hier noch ein lebendes Huhn. Das haben sie von mir. Schau, es riecht wieder zurück. aber warten Sie mal. Probieren Sie das mal. Gut. Ja, probieren Sie mal, wie schnell da alles hochgeht. Ne? Das kostet zwar sau viel, aber das lohnt sich. Das ist doch nicht mehr als ein Big Burger, oder? Ja, ist auf beides. Ne? Ich habe zweimal was genommen, es war alles aufgefüllt bei mir. Ich habe keinen Hunger mehr gehabt. Und keinen Durst. Das ist schon mal gut. Mhm. Vielen Dank, der Herr. Ja, bitteschön. Muss ja auch meine Sachen teilen, ne? Mhm. Sehr lieb von Ihnen. Ja, natürlich. Ich bin ja ein sehr netter Mensch. Sehr nett, sehr nett. Sehr nett. Wieder vom FBI, da muss man sehr nett sein. Wissen Sie, wenn Sie ja Interesse am Beruf des Polizisten haben, wollte ich Ihnen nur mitteilen, dass wir am 24.04., ich glaube, das ist der Samstag, lassen Sie mich gerade nochmal nachschauen. Ja, bei meiner Akte geht das leider nicht. Nee, das sage ich ja noch nicht mal. Also. Genau, der 24.04. ist der Samstag nächste Woche. Da plant ja, das da? LAPD einen Tag der offenen Tür, wenn sie dort Interesse hätten. Ja, sie so oft wie ich hier schon drin war, ne? Ja, dann gibt es auch Tag der offenen Zellen. Ja, Tag der offenen Zellen. Jetzt zeigen sie noch ihre Fahrzeuge und so weiter. Jawohl, also da ist jede Einheit vertreten des PDs, inklusive der Edward-Einheit, dort wo ich drin bin, also die Motorcycle-Unit. Ach so. Es wird Hubschrauber-Rundflüge geben. Okay. Dort kann man dann auch mal die Kamera bedienen. Ich hab mal so ein lustiges... Die Leute, die gerade beim Hubschrauber-Rundflug dabei sind und Pflänzchen finden, kriegen einen extra Obolus dafür. Ich muss Ihnen mal was fragen. Sie sagen, Sie sind bei einer Motorrad-Einheit, ne? Ja. Ich habe da mal so ein lustiges Video gesehen von Ihnen. Also hier von, ich weiß nicht, irgendeiner von Ihnen muss das gewesen sein. Es war in L.A. Aha. Da ist er mit dem Motorrad bei so einem Raubüberfall, ist er voll auf die Fresse geflogen an der Tankstelle. Das ist richtig viral gegangen, das Video. Echt? Ja, waren Sie das? Können Sie mir das hier mal zukommen? Könnte ja, kann ich immer. Auf jeden Fall, ich habe da so lachen müssen, als ich das gesehen habe. Da war ein Überfall und der Räuber ist halt geflüchtet in dem Moment. Und du hast im Hintergrund nur noch jemanden an der Tankstelle, fliegen sie mit dem Motorrad. Das war so eine Einheit von ihnen. Da habe ich ziemlich lachen müssen, als ich das gesehen habe. Der ist durch die ganze Tankstelle durchgeschallert dort. Ja. Muss ich mal raussuchen, wo ich das wieder finde. Aber es war auf jeden Fall lustig. Alter. Heute ist angenehm, du. Falls ich mal sagen, ich höre sie gerade nicht. Oder der Funk ist an, keine Ahnung bei ihnen. Eigentlich sollen Stimmbänderprobleme gar nicht mehr auftreten, ne? Oder sehr wenig, weil Ping ist okay. 107 Ping, Alter. Wovka jetzt nicht mehr, schade.
Ja, ich freue mich auf einen neuen Server, da haben wir noch einen besseren Ping. Jetzt habe ich einen 70er, auf dem anderen Server habe ich einen 50er Ping. Da hat jeder einen besseren Ping, weil auf dem hier ist, ja, ist Ping okay, aber drüben ist noch besser, der neue Server. Hören Sie mich? Ja, ja, ich höre Sie. Okay. Vielleicht könnten Sie mir das im zukommen lassen, wissen Sie? Ja, ja, klar. Ich, wie gesagt, ich habe das damals gesehen, LAPD, das war ganz lustig. Das hat man aufgenommen und man hat ja nur noch fliegen sehen, ne, durch die Tankstelle. Das war schön. Wie kann ich Sie denn am besten so erreichen dann? Am besten. Ich weiß nicht, schauen wir mal. Okay. Ich sende Ihnen das einfach zu, Sie werden schon sehen. Ich komme einfach vorbei und sende Sie ihn. Okay. Ganz den Zeit ist kein Problem. Ich muss das nämlich noch raussuchen. Ich weiß nicht, wo das ist. Das ist ein altes Video. Ich habe das mal gesendet bekommen von jemandem. Okay. Ja, kann schon sein, dass ich das war. Wenn Sie das waren, dann leih ich mir ab, Sie. Weil viele gibt's ja nicht von Ihnen, oder? Naja, Sie doch. Ja, doch, eigentlich schon. Ich mache Ihnen mal was vor, ja? Vielleicht erinnern Sie sich da. Ja. Ah, Sie sind das. Ah ja, das kann ich mich wieder erinnern. Sie sind sowieso der Lustigste hier. Sie sind immer lustig. Ja, das ist schon lustig, ja, ja. Ja, Mittelfinger. Das ist der Typ. Alter, 10.000 Likes, Leute, heftig! Liebe geht raus! Liebe geht raus! 10.000 Likes, ihr seid heftig! Lasst mal ein Like im Chat da, jetzt aber wirklich! Vielen herzlichen Dank, Leute! Liebe geht raus an euch! So muss das, so muss das! Herzchen reinschallern hier! Full. Full genial! So, ich muss hier mal durchscrollen. Oder kommt jetzt wieder zu mir, ich weiß es nicht. So, Gianluca Promka, Dankeschön für 27,99, hat Limiter 1993, haut 50 Euro. Ich mache heute Party, machst du heute Party, Xion? Ich bin ein taubes Nistchen. Ey, das ist so classic, Alter. Das waren so meine Zeiten, ne? Ey, Liebe geht raus an Hardlimiter, Alter, haut auch ein Fuffi raus. Ey, wirklich auch nochmal Herz raus, auch an dich, Bruder. 1:7 Boss, bist der beste YouTuber und hast du meine 5 Euro. 54 habe ich gerade von 1:7 Boss, vielen Dank. Und ich gehe noch ein paar Donis durch, die ich noch nicht gesehen habe. Demon Flo, spielst du dann im nächsten Stream als echter Cop? Wäre nice. Ich will mir den echten Cop noch aufheben für RLO 2.0. Wäre blöd, wenn ich mir hier einen Char mache und dann, ne. Julia D., meine erste Spende. Das nächste Mal gibt es mehr, muss ja nicht so viel rausschalten. Ich sage immer, Abo dalassen, Leute, das ist komplett kostenlos. Wir sind ja kurz vor den 910.000, also wer noch nicht abonniert hat, jetzt abonnieren. Vielleicht knacken wir in dem Stream auch noch die 910.000, das wäre Korall. Weil dann fehlen nur noch 90.000 Leute bis zu der einen Mille, ne? Wenn wir das dieses Jahr schaffen, dann Ehre geht raus an euch, ne? Wenn wir dieses Jahr das noch knackeln. Ich höre sie nicht. Ah, jetzt höre ich sie wieder. Hallo? Ja, ja. Flüstern Sie vielleicht, kann das sein? Nee, ich rede eigentlich ganz normal. Ach so. Ja, jetzt höre ich sie. Ich habe eben gerade mit meinem Kollegen nochmal gesprochen. Sie sind halt vor der Polizei geflohen. Ja, das ist ja, halt einfach eine Straftat. Ja, ist es ja auch, ja. Ist und klar. Ich müsste mich nochmal irgendwie erkundigen, was man als dafür, dass sie halt immer mit Leuchtsignal gefahren sind und sie sich ja eigentlich als Cop ausgegeben haben. Ja, das ist halt. Da machen kann im Strafmaß, ja. Ja, müssen Sie nachgucken. Wie gesagt, das mit der Verfolgung, das war auch fürs Fernsehen, ne? Das können Sie gerne. Ich würde sagen, das sind auch nochmal 5 Monate einfach. Ja, das können Sie sich aussuchen. Ich habe alle Zeit der Welt. Ich habe alle Zeit der Welt. Ah, nur der Herr McMuff hätte gerne seine ganzen Rechnungen bitte retour. Okay, welche ich hol ihn mal her. Wo ist denn der Herr McMuff? Ich könnte ihn anrufen. Oh, Scheiße, der Herr McMuff zieht sich um. So. Dankeschön an Demon Flow. Spielst du dann im nächsten Stream als echter Cop? Also, das habe ich vorgelesen, genau. Hardware Mensch, danke schön für 5 Euro. Hallo, ey, Kollege. Der Kollege ist weg. Was geht es denn? Würde sich VIP Diamant lohnen? Ich bin gegangen, weil er konnte sich nicht anziehen. Ich bin ehrlich, wenn du jetzt nicht unbedingt das Autogramm haben möchtest, dann ist das eine Sache. Dann anrufen, wenn er VIP, aber ja, keine. Ob sich lohnt, musst du wissen, ob sich das lohnt. Ne? Vor allem dadurch, dass die Post immer so verkackt, dauert das immer so lang. Ja. Vanessa, DJ 1, kannst du mich grüßen? Heißt Vanessa, grüß mal die Vanessa. Marus 05, danke für eine Rune, 1:7 HB. Ich feiere deine Streams manuell. Alter, der haut aber 25 Euro raus. Aber ich muss leider schnell weitermachen, dass ich dann mal ein paar Leute vorlesen kann. 1:7 Boss, kannst du mich mal grüßen und ich gucke dich schon seit 3500 Abos, Bruder. Never seit 3,5 Abos. Der Typ ist so geil. So, Dankeschön an 1:7 Boss. Liebe geht raus an dich.
So. Marco 18, Horst, du, Maidoni vorher schon vorgelesen. Nein, ich habe es nicht vorgelesen. Muss ich immer machen, Marco. Aber ich lese alles vor. Vielen Dank für deine Donis. Alter, hat nochmal zweimal 10 Euro. Warte doch, bis ich die vorlese, Bruder. Ich lese doch alles vor. Kokosarm hier, 90 Cent raus. Dankeschön dafür. Dann 1 zu 7 HB nochmal. Wann kommt wieder ein Minecraft-Stream? Ja, weiß ich noch nicht. Mal schauen. Rodrigo Wolf, danke für 549. Endlich mal wieder was mit Andel. Es fehlen noch Butti und Schandler. Stimmt, das müssen wir echt mal machen. Könnt ihr viermal wieder die Cops ärgern? Wieso wurden sie schon, ne? Wie heute und öfters miteinander Sachen machen. Auf jeden Fall. Wieso was, Bruder? Was? Durchsucht worden sind sie schon, oder? Warten Sie mal, ich schau mal nach. Hallo, okay. Ja, ich hab nichts mehr da, außer meine Angel. Und mein Stuff. Ja, jetzt darf ich mich da selbst nochmal gern vergewissern. Können Sie machen. Ich bin ja ein sehr netter Mensch. Bitteschön. Ja, ich komm Sie vorhin abholen, okay? So, alles klar. Tschüss. Alles klar. Ja, sind Sie. Bin ja kein Blödel. So, ich warte vorne auf den McMuff. Jawohl. So, Dankeschön an Finn S-Man, was ein Name. Kannst du mich grüßen, grüße raus an dich. Louis Bauer, Nummer 2199, kannst du noch einen Herzregen machen? Habe ich doppelt gemoppelt für dich, glaube ich, heute schon, ne? Jetzt habe ich ja schon vorhin, ich habe ja für dich extra schon einen gemacht, Bruder. Kiwi, was geht? Ich feiere dich, bin schon lange dabei. Dankeschön, Kiwi. Und nochmal Dank für 90 Cent. Jens Igel hat nochmal 2 Euro raus, genau. Pixel Cafe, kaufe morgen Merch, like, aber gönnt sich richtig. Sunny 107 und Brawlstar, Dankeschön nochmal für die 1 Euro Donation. So bin ich dann stehen geblieben, weiter runterscrollen muss ich, glaube ich. Ah, da bin ich dann stehen geblieben. Adri08, danke für 2 Euro. Er liebt meine Streams, schreibt da. Vielen Dank dafür. Meinst du, ich kann mich bewerben, auch wenn mein PC erst im Mai fertig ist? Beste Streamer. Im Mai fertig. Ist dann, glaube ich, eher blöd. Aber kannst du Ferkel, Wall, Tiger, mach's einfach, probier's einfach. Schreib's halt dazu. Jochen, wunderlich, was sehen meine Kanzlern da? Ein Bügeln frei wie Beste, Alter, einfach Beste. Marco 18, Servus, bin auch wieder mal live, so jetzt lese ich das vor, siehst du? Ich finde das am geilsten, wenn du einfach scheiße machst im Stream. Ich glaube, das wollen die meisten sehen, ne? Aber manchmal ist es auch lustig, einfach richtig krasses AP spielen. Jan Luca Poromkla, nee, Prolomka, Alter, was ist der Name? Danke für den 10er, Katrin Nigel ist auch wieder dabei. Moin, moin, bin auch mal wieder da, ja, man sieht's. Finn Salomon, danke auch für eine Rune. Kuba Hexion, erste Spende, Lost, meinte, weil mal einer von einem Purge gesprochen hat für LO 2.0, wie wäre es mit einem Battle Royale und der Gewinner bekommt 1 Million Startkapital für 2.0, liebe Grüße. Ich weiß nicht, ob das so geil ist, weil dann, nee, 1 Million ist zu viel. Beim nächsten ist es so, dass es wirklich schwer wird, an Geld zu kommen und da soll jeder gleich anfangen. Demon Flo, automüde, Autoschlaf, weil er vorher auf den Kopf gelegt, ne? Lord Pipik, danke für 3 Eurönchen, Baby im Max. Kannst du mein, du kleinen Amy, hallo. Kannst du der kleinen Amy, hallo, steht nur. Okay, hallo an kleine Amy. Bixby, mach mal Wuff. Warte mal. Bitteschön. Na, warte mal, es muss synchron sein. So, bitteschön. So, dankeschön an deine Doni. Lemur Asche 341, sag ich für deine Doni, beste Hund. Kannst du meine Freundin grüßen? Akito 1104, die grüßt man natürlich auch jetzt hier. Losty TV, heißt meine erste Spende, kannst du mich grüßen. Losty TV, grüßt man auch. BBM Max nochmal, kannst du meine Freundin einmal Amy Hallo sagen? Ach, schauen wir nochmal. Amy Hallo? Ich kann leider nicht so, ich kann leider nur das hier, ich kann leider nicht winken, ich kann nur. Oder das hier. Hallo? Hallo? Also, das, mehr kann ich nicht. Andel kann leider winken. So, opala. Ich muss mich runterscrollen. Seht ihr, wie ich hier runterscroll, ne? Connor Simon wird auch gegrüßt, der Connor, genau. Evilxwolf, bist echt ein Mega-Streamer, mach weiter so und bleib, wie du bist. Dankeschön an Evilxwolf, auch wenn es vor 2 Stunden war. Sorry dafür. So. Ich glaube, ich bin alles durch, ne? Bin gerade alles durchgegangen, von oben bis unten. So. Dankeschön auch an Ungezemptix für eine Eurone. Even kann man dem Server irgendwie noch beitreten? Ja, wenn die Bewerbungsphase offen ist und die wird auf Instagram angekündigt, sobald es offen ist. Also folgt mir auf Insta, Leute. Folgt mir da. Kann ich euch nur empfehlen. Und vergesst nicht, abonnieren, Glocke aktivieren. Wir sind kurz vor den 910.000, Leute. Also abonniert! Ladet eure Mutter, euren Vater, eure Tochter. Außer ihr, naja, egal. Euren Hund, eure Katze, habe ich schon hat sie gesagt. Ja, natürlich eure Maus, was auch immer ein, dass sie diesen Kanal hier abonnieren, weil, wie gesagt, kurz vor den 910.000, dann wieder kurz vor den 1 Mille. Wir kommen den 1 Mille immer näher. Würde mich freuen. Und ich muss hier immer noch warten, Bruder, bis ich hier endlich mal rauskomme. So, ja. Boah, ich glaube, jetzt geht's los. Basti, danke für deine Doni auch.
Wie lange braucht man das? Irgendwie verstehe ich nicht. Ja, ich weiß auch nicht. Das ist, ich warte und warte. Der Herr McMuff hat wohl noch, oder sie hätten dem Herrn McMuff, er hätte ihnen Geld überwiesen oder er hätte gerne das Geld zurückbekommen. Ja, welches Geld überwiesen? Habt ihr nie wann Geld? Was? Er hätte ihnen Geld überwiesen. Ach so, ein Schwachsinn, aber auch dem habe ich nie was gemacht, den Herrn. Ich habe niemandem Geld abgenommen. Habe ich auf meiner Dashcam? Alles da. Moment. Das ist nämlich eine Falschaussage, was der Herr McMuff hier macht, ne? Habe ich nie gemacht. Das ist der Sound auf die Spende. Von wegen Geld wieder haben. Ich habe dem nichts weggenommen. Kommt mir so eine Scheiße an. Manu, kann man die Autos auf Aerolozeugung 0 mitnehmen? Nee, die sind weg, die Autos. Aber es gibt halt dieselben Fahrzeuge wie jetzt. Aber es wird halt alles resettet, bis auf der Charakter an sich. Aber der ist dann auch bei 0. Ach, schau mal, wer da kommt. Hallo. Wie lange dauert einem die Lieferung vom Merch ab Montag bestellt? Freue mich so. Was geht das wird geprintet. Eigentlich steht 2 bis 3 Tage, durch Corona weiß ich nicht, ob da jetzt irgendwie mehr Einbußen sind, eigentlich zwischen 2 und 3 Tagen, wenn du in Deutschland bist. Ja. Und sonst, es kommt drauf an, wie gesagt, die T-Shirts werden frisch gedruckt, das heißt, wenn du, das ist halt Print per Demand, das heißt, wenn jetzt du ein T-Shirt dort bestellst, wird das auch dort frisch gedruckt, deshalb steht auch immer drauf, man soll es bitte 3-4 Tage nicht waschen. Und deshalb kann es so ein bisschen länger dauern. Dafür steht jetzt nicht die Umwelt, wenn irgendwas mal übrig bleibt, weißt du? Das ist der Vorteil darin. Ich meine, kostet mich mehr, wenn ich jetzt die T-Shirts vorprinten lassen würde. Würde es mich weniger kosten. Aber ich habe mir gedacht, ich mache das lieber so, so bleibt nichts übrig. Und so ist das für die Umwelt, glaube ich, auch am besten. Dauert dann zwar manchmal länger, aber mein Gott. Kommen Sie mal mit. So bin ich schon der Herr. Sagen Sie mal, sind Sie von allen guten Geistern verlassen worden? Ich habe Platzpatronen dabei. Sollte der Scheiß? Ich hatte Platzpatronen dabei. Ja, klar. Sagen Sie das dann auch, wenn Sie furzen müssen, oder wie? Ja, natürlich. Wir haben eine Doku gedreht. Ja. Sie haben auf mich geschossen. Ja, natürlich, mit Platzpatronen. Nee. Ja, das waren kleine, minimale Platzpatrönchen. Dann erklären Sie mir mal, wie bitte in einem Auto, was aus Metall besteht, mit Platzpatronen Einschusslöcher entstehen können. Ja, vielleicht hat der Kollege da wirklich echt reingemacht. Das habe ich nicht überlegt, dass welcher der da Kollege? Vielleicht... Ja, wir haben einen Film gedreht da drin. Sie haben sich doch mitbekommen, wo der Kameramann. Drin? Der Kameramann war doch die ganze Zeit dabei. Jetzt wissen Sie nicht so. Genau, der hatte eine Kamera drauf. Genau, ja. Wie kann der bitte schön schießen, wenn er eine Kamera auf? Nein, der hat mir die gegeben. Wir haben ja einen Film gedreht. Das war ja alles, es war ja on scene. Ich wusste nicht, dass da eine echte Patrone drin ist, der Herr. Aha. Das mir wurde gesagt, das sind Platzpatronen. Das sind mehr Schüsse gefallen, nicht nur 1, 2. Ich weiß, ja. Das war ja mit Absicht daher. Das waren mehrere Schüsse. Bei ihm? Ja, genau, das waren mehrere Schüsse. Aber ich habe sie niemals mit Absicht... Ja, klar, wir haben ja einen Actionfilm da gedreht, aber waren Sie kein Schauspieler? Nein. Ach, Sie sind der Herr McMuff? Ach, jetzt, das ist der Herr. Wurden Sie nicht eingeweiht? Kennen wir uns? Ich dachte, Sie wären der Schauspieler, der um die Ecke kommt. Ob wir uns kennen? Das weiß ich jetzt gerade nicht. Sie kommen jetzt nicht so bekannt vor. Sie mir nämlich auch nicht. Nee, aber passen Sie mal auf. Ich kann Sie nur diesbezüglich der Tankstelle. Da habe ich Sie das erste Mal gesehen. Also sind Sie... Sie sind der, ich dachte, es wäre wer anderes. Ach so, Sie sind das. Nee, wie gesagt, das war ja alles geschauspielt. Ich dachte, Sie wären der Schauspieler, den wir bestellt haben. Wir hatten jemanden, jemanden herbestellt, der sich dafür verantwortet hat. Das ist eine ganz, ganz andere Geschichte jetzt, aber den haben wir dort herbestellt, der soll da ein bisschen aufmucken und so, dass wir das geil auf der Kamera drauf haben, verstehen Sie? Dann kommen Sie um die Ecke und ich dachte mal halt... rufen Sie gleich meine Nummer an und dann kriegen Sie mal das weiß ich ja nicht. Jedenfalls haben wir dann einen schönen Film gemacht. Kinderkirmes, wie Sie gerade gemacht haben. Nee, und ich sag mal so, die Verfolgung, die war ja teilweise echt, ne? Ich meine, ich habe halt gedacht, Sie wären Schauspieler, dann sind die echten Polizisten hinterher gefahren, was ich ganz cool fand. Und da hatten wir alles im Kasten und dann war ich okay damit. Aber ich wusste halt nicht, dass Sie wirklich der Herr waren, der jetzt hier... Also wenn Sie richtig Action wollen, dann war das ist Sound of der Film eine Niete. Der wird so einen Reinfall... Das ist eine Dokumentation, ist der Herr. Dokumentation. Das ist eine Sache von Herr Rumpel, ja? Dann brauchen Sie sich jetzt nicht irgendwie mit reinzumischen oder zu provozieren. Ja, müssen Sie. Soll ich das jetzt richtig hören? Ist der jetzt kein Cop oder was? Nein, ich war ich nie. Anscheinend Schauspieler. Nein, wir sind Schauspieler, ja.
Schau dir mal drauf, ich habe FBI da drauf stehen. Der geht mit dem FBI rum. Und wer hat Hasselhoff? FBI und da? FBI und ich bin der Herr Hasselhoff. Gucken Sie mal drauf, zeigen was hier drauf steht. Da steht, wer das Shirt trägt, der kann nichts. Das ist aber als absichtliche Provokation, der Herr. Das finde ich nicht okay. Gut, also Herr McMuff, ich bedanke mich für Ihre Kooperation. Ich möchte wenigstens mein Geld wieder haben. Welches Geld? Ich habe Ihnen Geld abgenommen, der Herr. Naja, die 11.000 von dem Werkzeugkisten, also von dem Werkzeugkasten die Blitzerrechnung. Ja. Die Polizeirechnung, also, ja, das sorry. Müssen Sie, entschuldigen Sie, ich aber das müssen Sie, da entschuldigen Sie bitte, aber das müssen Sie mit der Polizei klären, der Herr. Aber wissen Sie, was ich machen kann? Ich könnte Sie anzeigen, weil Sie mich angeschossen haben und ich Sie nicht. Ich habe nämlich ein bisschen was abbekommen. Sie haben das Feuer eröffnet, der Herr, und ich habe ja, aber es war ja alles. Ja, aber ich wusste ja nicht, dass Sie nicht der Schauspieler sind, den ich gebucht habe. Also, wenn Sie da auf dem. Okay. Wir haben ja da einen Drehort gehabt und Sie haben ja auch den Kameramann gesehen. Das ist ja. Ich bitte Sie. Also, ich möchte einfach nur mein Geld haben und dann ist mir. Das müssen Sie bitte mit der Polizei klären. Ich habe denen nie Geld gegeben. Und wo und wann Sie Ihr Fahrzeug sind, sind ja mir auch reingefahren, ne? Ich bin Ihnen ja nicht reingefahren per Sie. Der erste, der mir reingefahren ist, waren Sie. Sie sind mir dann einmal. Naja. Herr Rumpa, Fakt ist, dass Sie wahrscheinlich mit den vermeintlichen Platzpatronen, die keine waren, auf das Fahrzeug von Herrn McMuff geschossen haben. Das ist schon möglich, ja, in dem Fall. Aber ich wusste halt nicht, dass das der nicht gebuchte Ding war. Genau. Ja. Deswegen hat er wahrscheinlich einen Werkzeugkasten benutzt und es wäre nett, wenn Sie ihm die 11.000 Dollar überweisen für ein Werkzeug. Warum 11.000 Dollar? Der hätte ja jederzeit einen Abschlepper holen können. Und das ist wie wenn ich jetzt. Blitzerrechnung. Ja, Blitzerrechnung habe ich auch bekommen. Ja, das ist ja nicht mein Problem. Sie ja, aber es ist auch nicht mein Problem. Sie hätten auch langsam flüchten können. Naja, ich bin nicht mal schnell gefahren und ich bin der Meister im schnell wegfahren. Ja, dann hätte, also man das zahle ich nicht. Von ich meine, zahle ich Polizeirechnung nicht. Das müssen Sie mit der Polizei klären und nicht mit mir. Weil ich habe Ihnen die Rechnung niemals ausgestellt. Zum anderen, das mit dem Blitzer werde ich Ihnen nicht zahlen. Das Höchste, was ich Ihnen zahle, ist ein Mechaniker. Das sind aber dann 5.000 Dollar oder was. Weil ich zahle ja nicht in Werkzeugkasten, wenn es ein Mechaniker günstiger macht. Geben Sie mir einfach das Geld und dann. Ja, dann hat sich die Sache, hier. Ja. Und nächstes Mal rufen Sie einfach die Nummer gegen Kummer. Welche Nummer haben Sie? 870 990. Ich meine, so komme ich gerne und helfe Ihnen dabei. Aber so ja, ich nicht. Ich meine Ihre andere Nummer. 122. So, dann können Sie auch mal Ihre Tränen abwischen und warten Sie mal. Dann kriegen Sie von mir noch das. Bitteschön. Also ich die Sache, ja? Welche ID haben Sie? Die 25. Ne, die 255. Ach, das Huhn stinkt nach Arsch. Ah, ist das schön. So. Alter, der arme Junge, ey. So. Ey, kannst du mal als Kopf Kacke bauen? Nee, das kann ich nicht. Außer ich mach mal wieder so eine Ausnahme wie heute im Stream. Aber ich fand es heute einfach ganz lustig, dass nicht die Cops den Dreck ziehen, sondern dass ich einfach so eine Doku drehe irgendwie. Even, danke für die Info. Folge dir jetzt. Dankeschön, Even. Vielen Dank fürs Folgen. Ja, wie gesagt, folgt mir auf Instagram, folgt mir gerne auf YouTube mit einem Abo-Button. Würde mich freuen. Road to 1 Million, Leute. So sieht's aus. Würde mich freuen. Und erzählt euren Lehrern, eurer Lehrerin, euren Schülern von diesem Kanal, dass hier ein Hund sitzt, der GTA-RP macht. Vielleicht gefällt es ja dem einen oder anderen Lehrer, der sich hier vielleicht anstatt einer Lektüre erstmal einen Livestream reinzieht. Man weiß es ja nicht. So ist es nämlich. Gut, Lars FCP Andl, die AMG-Felge. So, Herr. Boah. Bruder, ich fahre jetzt 20 Zoll, muss ich euch erzählen. Ja? Hören Sie mich? Ich höre Sie klar und deutlich, der Herr. Können Sie mir nochmal den Mittelfinger zeigen? Ich finde das lustig. Ah, oh, das ist so wunderschön. Moment. Ich hab das leider nicht. Sogar, ich kann Ihnen sogar noch was Besseres zeigen. Oh ja, bitte machen Sie das. Leider gibt es keine. So. Ah, gibt es ein Double Piece? Den gibt es leider nicht, ne? Das gibt's im Moment. Ja, wenn es das gibt, dann wäre es genau das Lustigste, was ich machen könnte. Ah, cool. Da verbeuge ich mich. Peace 2. Bitteschön. Sehr nett. Peace 2. Peace 2. Gut. Also, das ist einmal fahrlässiges Abfeuern einer Schusswaffe. Mhm. Nico, Nico, dann, die Flucht. Mhm. Und was war es noch hier? Moment, das verbrecherische rücksichtslose Ausweichen.
Und eine Geldstrafe kriegen sie natürlich auch noch von mir. Ich weiß, das passt jetzt gar nicht, aber kann ich einen auf Kawaii Girl machen? Wir sind bei Double Piece und so, das passt irgendwie. Entschuldigung, bleiben wir bei der Sache. Also ihren Führerschein verlieren sie natürlich auch durch die Aktion, ne? Echt jetzt? Ja. Wäre nichts gemacht, ich bin hier nur... Ach so, ja gut, das ist... Ja gut, ist mir eh egal, ich meine. Ach, den LKW und Motorrad haben sie auch gleich entzogen. Eieiei, so ist das also heutzutage. Eieiei. Ich doch hier unten Leute hören. Ja klar. So. Was zum... Ich glaube, du hast die jetzt nicht in die Rechnung bekommen. Nee. Okay. Ich hab die gerade bekommen. Okay. Boah, Alter, 21.000, Bruder, willst du mir noch das letzte Hemd nehmen? Ist das jemand von der Border Patrol, Alter, oder? Schwel. Nee, das ist, Border Patrol, FBI, ein, Bruder, guck mal. FBI, open up. Herr, der einen Film gedreht hat. FBI, open up! Ja. Balla. Wer dafür auch die Genehmigung gezeigt. Ja, gut, ja, also, aber das ist auf jeden Fall mehr wert, der Film, als die 21.000, die ich jetzt bezahlt habe, also bin ich sehr happy. Das wird Millionen einspielen, die Dokumentation. Die werden auf Netflix verkaufen. Dann verurteile ich sie jetzt, ja? Mhm. Alles klar. Warte mal, ich muss genug Essen und zu trinken haben Sie dabei? Alles dabei, alles bestens. Alles klar. Gut, dann einen schönen Tag. Ja, wünsche ich Ihnen ebenfalls, danke. Und wäre schön, wenn Sie sich vielleicht noch mit mir in Verbindung setzen dann, ja? Ja, ja, mach mal gerne. Dankeschön. So ein bisschen andocken. Gott sei Dank, das hast du nicht richtig gehört. Schau mal. Nico. Okay, wir wurden eingesperrt, aber ich finde, Alter, das ist es. Heute war einfach geil. Ey, das macht so Spaß, so mal Scheiße zu bauen. Ich mach das viel zu selten, aber ey, der Kopf ist ganz chillig. Zwar 21.000 ist ein bisschen viel, wie ich finde, aber gut, ich hab's halt nicht, ich bin ein Arschloch. Heute war ich wirklich assi. Aber ich finde, das ist auch mal lustig. wie der Herr McMove kommt und sich beschwert. Das ist eine Blitzerrechnung. Schnicks. Ey, ich mal der Merch bestellt. Bis der beste Streamer. Ey, Schnicks, vielen Dank für den Merch bestellen. Wer es nicht wusste, ich habe einen Merch-Shop. Hashtag Werbung. Ey, schaut mal unten in die Videobeschreibung, wer mal Bock auf Merch hat. By the way, ich bin dabei, den Real Life Online Merch jetzt bald reinzumachen. Ja. Ich denke, das werden wir starten mit Real Life Online 2.0, dass wir da den Merch dann vertreiben. Und, dann gibt's Real Life Online Pullis. Ja. Habt ihr da Bock? Ich hoffe, warte mal, ich kann mal was probieren, Leute. Warte mal. Weil, falls ihr da Bock drauf habt, aber jetzt muss ich das hier. Ich muss das hier wegmachen. So. Wenn ihr da mal Bock drauf habt, dann kann ich das mal zeigen. Red Dosh wollte ich jetzt nicht zeigen. Wo ist denn das Ding hier bitte? Mein Merch. Merchandise? Andel der Papierflieger. Oh mein Gott, Andel der Papierflieger. Ich hab das voll. Wir hatten vor Jahren mal ein Meme mit Andel der Papierflieger. Ich hab das sogar noch auf dem Desktop. Gut, ich kann euch das nicht zeigen, dass Andel sein Gesicht drauf, aber. Ich hab das Meme noch. Ich hab das auf dem Desktop. Andel der Papierflieger. Alter, stell dir vor, ich klicke da jetzt drauf und ich liege jetzt immer Andel sein Gesicht. Nee, ohne Scheiß. Andel der Papierflieger. Das habe ich voll vergessen. Weil ich jetzt gerade hier so die Bilder durchscrollen, da seh ich das. Eieiei, das habe ich voll vergessen, Jungs und Mädels. Andel der Papierflieger. Ich hab's vollkommen vergessen, dass es das auch noch gibt. Ey, das müssen wir jetzt immer bei Andel reinschreiben. Andel der Papierflieger, Alter. Der arme Junge, du. Der arme Junge. Das hat er nicht verdient, du. Das hat er nicht verdient. Ey, ich finde mein Merch hier nicht. Wo habe ich das hingemacht hier? Nee, das ist nicht. Finde ich das jetzt gerade nicht? Ich suche nämlich gerade das Bild von dem Merch. Oder habe ich das irgendwo in. Ist schon wieder in Afrika unten, das Ding, oder was? Was ist denn das Ding? Ich wollte euch das jetzt nochmal zeigen, den Merch den neuen, aber ich finde ihn gerade nicht. Ah, da ist er. Da ist er, warte mal. Ja, ein bisschen groß, ne? Alles on Livestream zusammen machen, warte mal. Ey, komm, mach das kleiner, das Ding. Warte, ich muss noch eine Werbeeinblende machen, warte mal. Warte mal, ich gleich. Ist Werbung, Leute, ist Werbung, muss man als Werbung markieren. Ich weiß Bescheid. Hier, Werbung. So soll der neue Merch aussehen. Ja. Ich weiß nicht, wie ihr den findet. Es ist einfach das Real Life Online Logo. Ich fand's nur tatsächlich, obwohl es nur das Logo ist, geil. Ich weiß nicht warum, aber das Logo passt so geil auf so einen Pulli drauf. Haben wir ja auch, warte mal, kann ich euch mal zeigen, haben wir ja auch hier, ne? Warte, ich zeig's euch mal. Mach das hier mal weg, ganz schnell auf die Schnelle. Das haben wir ja auch auf Real Life Online selber drauf. Ich suche mir nur ganz schnell den Ding. Ich finde es halt, es passt optisch einfach, auch wenn so das Logo ist jetzt an sich.
Aber ich finde, so ein Real Life Online Merch an sich hat schon was, wenn du sowas anhast. Also, ich würde das tragen. Ja, sowas, seht ihr? Real Life Online? Oder gibt es da noch den anderen Pulli? Ach komm, wir lassen den einfach an hier dabei. Hey, die Drift ist überfallen. Also, ich finde das. Die ist furchtschuck geil. Und wie gesagt, ja, wie viel wird der kosten? Gleich viel wie die anderen Sachen im Merch-Shop. Wie gesagt, das ist immer der Druck vorne. Würde ich jetzt andere Seiten auch nur bedrucken, dann würde es halt mehr kosten. Aber ich möchte, ich will das einfach vorne bedruckt haben. Also, dass dann vorne einfach Real Life Online Roleplay Server steht. Und so wollen wir das dann einfach verkaufen. Und der Preis bleibt immer gleich. Das ist egal, welches Logo ihr habt. Der Preis von den Produkten an sich bleibt immer derselbe. Und wir bleiben da auch relativ sportlich drin. Ich finde, ich gehe mal in meinen Shop rein. Passt mal auf. Ich in meinen Shop reingehe. Unsere Preise sind wirklich okay. Also wenn ich da so ein T-Shirt anschaue, es gibt ein Urban T-Shirt, das kostet ein bisschen mehr, weil es eben anderer Stoff ist, aber es gibt das normale Premium-Shirt, was ich habe, kostet 19,90. Genauso wie das normale Damen-Premium-Shirt, was wir haben. Kindershirt gibt es bei mir ab 14,90 €. Ein Hoodie gibt es bei mir auf 35,90 €. Ein Pullover auch ab 35,40 € sogar. Für einen Beutel 13,90 €. Ich finde, unsere Preise im Shop sind wirklich, wirklich günstig. Und ich sage auch so, ich will die auch so halten, dass ich das jeder leisten kann, weißt du? Ich denke mir so, manche Leute verschäbeln den Merch für 59 € und Pulli halt so viel kostet. Und dann sagen sie, ja, gute Qualität. Es gibt Ausnahmen. Es gibt wirklich Ausnahmen, da sagst du, wie zum Beispiel bei Monte, sagst du, okay, der Typ, der steckt da sau viel, der hat auf jeden Fall 100% bessere Qualität als ich beim Shop. Dafür kostet es halt mehr, ne? Der hat auch überall sein Level, Get on my Level zum Beispiel überall an den Dingern stehen, habe ich nicht. Ich habe halt so den Standard-Merch, wo halt was bedruckt wird. Aber dafür kann sich halt jeder leisten, ne? Kulte der Kaktus, Alter, jetzt feuert er zurück. Und deshalb, ich finde, bei Merch, die möchte gar nicht zu sehr aufdrehen, dass jetzt überall zum Beispiel Xion oder so dran steht, weißt du, das brauche ich nicht. Ich denke mir so, Merch ist halt immer noch Merch, ich bin keine Marke, weißt du? Und da denke ich mir so, dann sollen die Leute nicht 50-60 € für einen Pulli zahlen. Der kostet bei mir ein Pulli 35 € und gut ist. Genauso ein Shirt für 19,90 € finde ich komplett okay. So viel zahlst du im Laden manchmal, ne? Und da denke ich mir so, ja, tolle Preise, lass mal so. Gut, ich muss mich umziehen, scheiße. Oh ne, jetzt bleibt der so, ne? Jetzt bleibt der so. Ja, egal. Warte, ich mal die Werbung einblende hier weg. Jan Luca Poromka, danke für 12,01 €. Schnick's endlich mal. Achso, genau, Merch bestellt, genau. Kjaden. Liebe Grüße aus NRW und Grüße meine Freundin Yvonne. Dann grüßen wir die Yvonne auf alle Fälle, mein Lieber. So ist ein Skateboard. Kulti der Kaktus. Also, aber komm, Andl der Papierflieger ist schon lustig. Also, Andi der Papierflieger. Wo lässt du produzieren? Ich lasse derzeit bei Shirty produzieren. Weil, ich sag mal so, Shirty ist einfach fair, was das betrifft, was so die Preise betrifft. Wenn ich jetzt mir so geschaut habe, ich habe mir so andere Shops angeschaut, wo du drucken lassen kannst. Die nehmen sich so viel alleine für den Druck weg, wo Shirty wirklich okay ist. Und die haben auch einen schönen Druck. Also ich finde Shirty, ja, ich hab mir die Drucke angeguckt, ne? Digitaldruck verwenden wir. Und so ein Digitaldruck ist halt die Druckart, wo du halt jede Farbe abbilden kannst. Das ist auch eine ganz wichtige Sache, das checken viele nicht. Shirt bedrucken ist nicht gleich Shirt bedrucken. Es gibt so viele verschiedene Druckarten. Und der Digitaldruck ist halt so der modernste Druck, weil du damit wirklich alles machen kannst. Und da gibt es halt Shops teilweise. Das war mein vorheriger Shop, den ich hatte, mit dem ganz, ganz alten Logo, was ich drin hatte. Da war der Druck vom Digitaldruck einfach nicht schön. Da war das so ausgeblasst. Ne? Und dann habe ich halt durchgeguckt, welcher Shop kann das gut, welcher Shop ist fair mit den Preisen. Und da war Shirty dann bei mir, ja, hab mir das angeguckt und bin ich durch Tanzverbot draufgekommen, weil der seinen Shop dort hatte. Und dort fand ich es halt ganz geil und ich bin einfach zufrieden damit, mit der Qualität und allem. Aber gut, manche Leute, das Einzige, was halt das Problem ist an dem Shop ist, dass manche Leute es nicht checken, wie man das Shirt waschen muss. Dadurch, dass halt eine Farbe auch drauf ist, die auch umweltfreundlich sein soll und pipapo, die legen da so einen Wert drauf, ne? Und ich sag so, diese Farben werden komplett, also der Druck wird ja komplett frisch gemacht. Der wird drauf gedruckt. Wie gesagt, Print on Demand, die Leute kaufen das. Es wird frisch gemacht. Das heißt, ihr habt immer ein komplett frisches Shirt. Und da checken manche Leute nicht, dass man da erstmal 3-4 Tage warten muss. Steht sogar eine Anleitung drin, dass man es nicht waschen darf die ersten Tage, wenn man es zu Hause hat. Damit sich der Druck erstmal, dass der erstmal richtig komplett trocknet. Und das checken so viele nicht. Und dann schreiben sie mich an, scheiß Qualität, mein Druck ist ab. Und dann denke ich mir so, Bruder,
Du darfst es die ersten 3-4 Tage nicht waschen, weil der Druck komplett frisch drauf ist. Weil wir tun nicht vorproduzieren. Und viele machen dann schmeißen sie das Shirt rein mit 60 Grad und wundern sich. Oder die Mutter, meistens ist es eh die Mutter, die verkackt es dann. Mit komplett frischem Druck haut es noch mit 60 Grad Wäsche rein und dann kriege ich einen Anschluss. Du, deine Qualität ist schlecht. Aber ich weiß, dass meine Qualität gut ist im Shop, weil ich selber mein Merch zu Hause habe. Seit Jahren. Und ich hau das rein in die Waschmaschine und es geht nichts ab. Es bleibt alles so, wie es ist. Und viele können, ich glaube einfach, viele lesen das entweder nicht. Oder viele waschen ihre Kleidung komplett falsch, weil ich krieg's auch zusammen, dass mein Druck nicht abgeht. Aber ja, viele checken das nicht, dass man es die ersten Tage nicht waschen darf. Meistens ist es halt dann die Mutter, die sieht das dann in der Schmutzwäsche, das Kind sagt nichts oder was, ne? Weil vielleicht packt das Kind gerade aus. Weil dann meistens rotatiert mich dann die Mutter und dann, ja, ne? Das ist das andere, wie Spende. Aber dafür kann ich halt nicht viel. Die Leute ihre Shirts damit kaputt machen, weil sie das nicht lesen, ne? Ist halt komplett frisch gedruckt, ist halt so. Ich könnte es halt anders machen, aber ist zum einen für die Umwelt nicht gut. Zum anderen denke ich mir, wenn da ewig was übrig bleibt, dann bleibe ich auch auf den Kosten sitzen. Und so ist das halt die beste Option für mich. Dass ich sage, zum einen Umwelt besser, zum anderen habe ich keine Probleme. Andererseits würde ich mir damit auch viel Geld sparen, ne? Ist ganz klar. Aber mir geht es beim Merch nicht unbedingt ums Geld. Das ist, weil die Leute drauf Bock haben und sonst würde ich ein Merch verkaufen für 60 Euro. Nee, deshalb bleibe ich dabei und ich finde es gut, so wie es jetzt ist. Habe für die Zeit pro 70 Euro bezahlt und ich finde, das geht voll klar. Und du denkst, du kriegst bei manchen Leuten für 60 Euro einen Pulli, wo du da 2 bekommst. Ich find's komplett okay. Am liebsten würde ich die Pullis noch günstiger machen, geht aber nicht. Weil die Pullis an sich, ich habe extra die Pullis mit besserer Qualität genommen. Wie gesagt, Shirt, die hat keine scheiß Shirt-Qualität, das ist ja der Grund darum auch. Und die Pullis kostet halt ein bisschen mehr, als wenn du es jetzt vergleichst mit einem T-Shirt. Dafür hat der Pulli auch Qualität. Also ich habe den Pulli selber mit zu Hause. Ich finde, der ist so richtig weich. Da fühlst du dich so richtig wohl. Und da merke ich, okay, das passt. Da gebe ich gerne mal 35 Euro aus. Wenn ich jetzt bei Primark so einen Pulli kaufe, der hält mich nicht warm. Das ist irgendein Stoff. Und wenn ich den aus meinem Shop anziehe, der hält einfach komplett warm. Das ist komplett anders. Aber ich finde 35 Euro für einen Pulli ist komplett okay. Genauso wie die Shirts. Und da bleibe ich auch bei dem Preis. Ich will niemals einen Merch machen, der, weiß nicht, wo ein Shirt 40, 30 Euro kostet und ein Pulli 60 Euro, was sehr viele machen. Auf das will ich einfach nicht. Weil ich will einfach, dass sich jeder sowas leisten kann. Ne? Darum geht es ja im Endeffekt. So, Night 38, mein erster Spende. Respekt, dass du so bist, wie du bist. Bitte etwas rausschallern und bitte grüßen. Grüße gehen raus an dich, Night 38. Vielen Dank für die Worte und warte, was geht für dich rausschallern? Was habe ich jetzt die ganze Zeit noch nicht rausgeschallert? Eigentlich habe ich schon alles heute rausgeschallert, ne? Ich mach mal Manuel, ich mach alles klar. Oh, geiles Auto, Bruder. Geiles Auto, die Farbe gefällt mir. Jan Luca, danke mal für deine Donation. Das ist ja auch schon vorgelesen, 10-5 Mal. So. Leute, ich würde sagen, wir machen aber für heute mal Schluss. Ich fand, heute war echt ein geiler Stream. Ich hoffe, euch hat dieser Stream auch gefallen. Und, ja, wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, einfach Like da lassen, Abo da lassen. Heute war wirklich heftig. Ich muss sagen, heute war richtig krass. Heute hat auch einfach der Stream gebockt, weißt du? Heute war richtig gechillt einfach. Heute gab es nichts, wo ich sagen kann, das war scheiße, weißt du? Es war einfach schön und angenehm. Die Cops waren heute okay. Die waren heute sogar super korrekt zu mir. Ich hab gedacht, wenn die mich anhalten, nehmen die mich direkt fest und ich bin im Kittchen. Wobei ich jetzt, ich weiß nicht, ob die sich so ganz trauen wegen der Aktion letztes Mal. By the way, damit ihr es wisst, ich habe niemanden rausgebannt, wo das war, wo die Cops mich da festgenommen haben. Also, es war auch kein Prank von anderen, die den Schutz nehmen da. Ich glaube, dass die sich jetzt so ein bisschen Angst vor mir haben, was ich jetzt auch nicht so korall finde, aber gut. Ich habe gedacht, wenn ich heute mit sowas Scheiße baue, dass ich direkt im Kitchen lande. Aber es hat ein bisschen gebraucht, die Verfolgung war drin. Dann haben sie mich festgenommen, also komplett legit alles gewesen heute. Also wirklich, heute war wirklich angenehm einfach. Heute war ein angenehmer Stream und das ist mal schön. So, und Leute, da würde ich sagen, wir grüßen noch ein bisschen durch, für die noch dabei sind. Und ich bedanke mich heute wirklich an die Leute. Vor allem, Alter, ich muss sagen, Lou ist komplett am Ausrasten heute gewesen mit deiner 449,99 Toni. Also sowas ist ganz selten. Vor allem, wenn ich weiß, dass es real ist, weil der Typ immer so viel Donator, der haut immer einen Huni rein oder mal einen 50er, macht das die ganze Zeit. Da weiß ich, dass das real ist und er haut's einfach raus, Bruder. Da muss ich hier los. So, jetzt würde ich sagen, grüß mal durch. Gehen wir mal durch hier. Ja, geh mal durch. Grüß mal durch, geh mal durch. Sind wir hier in der Shisha-Bar. Da brauchen wir gute Shisha-Mucke, Jungs und Mädels.
Alter, das lese ich nicht vor. Hardcore Gamer, Dankeschön fürs BP, sagt Grüße gehen raus. Die Brain Big B, Xürns Hund und Romano Weißflock sind VIP und werden gegrüßt. Tom Müller wird gegrüßt als VIP und Xürns P, den grüße ich auf jeden Fall mal nicht. Danke für diesen wunderschönen Namen, den er sich ausgesucht hat. Ben YouTube, bitte kannst du mich grüßen, denn Ben YouTube grüßt natürlich auch. Warte mal. Nicht die Shisha benutzen, Bruder. Nicht. Wir brauchen noch ein Shisha-Script, by the way. Kommt auf jeden Fall RLO 2.0. Dennis, wie nennen wir dann noch den Dennis? Was? Gennard, Dankeschön auch fürs VIP sein. Grüße geht raus. K174 VIP, grüße ihn auch raus. Loading Finn, Thiele und Marie spielen FIFA Mobile, BMW M3 Funktion. Grüße mal auch alle. Den Lenny Bro, PPF, Luke, Sabrina, Toplewski, Luca, Natara, Nick LP und Eisenbahn Gaming Team. Grüße mal alle. Jawohl. Oma Uli und Babyhunden grüßen wir als VIP. Hennes Freizeitpark und PMP Gaming SH grüßen wir auch als VIPs. Nate Meyer, Mr. Snox, Demon Flow, der Cheat Kurl wird alles als VIP hier gegrüßt. Dann haben wir noch den Kingy Bro, dann den Random Guy, Nachtlicht, Sben, Matthias, Glaschik, Foka, Nislek, nee, Isle, so. Star Maker 20, Julia Cookie, Louis Hustle, Dark Angel, alle als VIPs werden hier gegrüßt. Den Patrick grüßt natürlich auch als VIP. Also habe ich als VIP gesagt, gegrüßt. Die waren keine VIPs. Habe ich so gegrüßt. Genau, das werde ich durcheinander kommen. Patrick grüßt mal als VIP. Mega Nova grüßt mal als VIP. Dann haben wir noch den Xenon und Nasam 7 und Snickers 01 als VIP. Leon Lorenz als VIP. Name verkauft als VIP. Isabel Sturm als VIP grüßt mal auch. Dann grüßt man auch den Starking 3.0. Vitamin LP grüßt mal. Dominik grüßt mal. Thomas Hansel, Aaron Schömecker und Instead Iski, grüß mal, was ist der Name? Let's Flex, grüß mal auch. Groot, grüß ich. Mr. Snox, danke für 2 Euro, grüß dich noch raus an dich. Ben YouTube, bitte kannst du mich grüßen, das hab ich schon gelesen. Ne? Das hab ich schon gelesen, so ist es. Dann haben wir noch den, die Grenning Bundeswehr, jawohl, grüß mal auch. Royal Floppo, grüß ich, cool, grüß ich. Theresa, grüß ich. Noel, grüß ich. Irische Aktion grüße ich, Henry 25 grüße ich, also Irische Aktion natürlich VIP und Körtel auch VIP, grüße raus an die beiden. Niklas Fries grüße mal, Mr. Gaming Spot grüße ich, Nick G grüße ich, Karl Heinz begrüßt, Dashboss, Mr. Mandarinen, The Racer Team, Manuela werden alle gegrüßt, genau. Johnny 5127 grüße ich, Zocker TV grüße mal VIP, Marius 05 grüße mal noch. Iserin grüße ich, Marco 107 grüße ich, Sally 107 grüße mal auch, Left 4 Dead 5. Heinz Kohl, Tanja Jordan, Totot, Melone, Zeitone grüß mal auch, Marina Jeli grüß mal auch und Pommes bitte zum Mitnehmen. Schau ich aus wie ein Drive-In. Da fahren Sie an die Kasse 2 vor Pommes und eine kleine Cola. Habe ich richtig verstanden? Ja, fahren Sie bitte zur Kasse 2. Danke. So, dann haben wir noch Alexandra grüß mal, Peckli, Pegasus 484 YouTube grüß mal noch. Inken 0309 grüßt man natürlich auch noch. Everin 190 grüßt Erik, grüß ich. Wolle 863 grüß ich. Play grüßt man auch. Dann grüßt man noch den Babyhundel als VIP, Hardcore Gamer als VIP und dann noch den Sebastian grüßt man. Henry grüßt dich, Darian grüßt dich, Serox HD wird gegrüßt und die Freundin Daniela grüßt man auch gleich mit. PPF grüßt man auch. Das kann ich gut schlafen, man kennt's. Axel Schwarz grüßt man. Wissenschaft grüßt DJ. Was war's? DJ Wu. Gutmann. Hast du gerade gekocht? Das riecht nach. Oh, geil. Xions Glock 17 grüß mal, Fabian grüß ich, Zulil grüß mal als VIP, Mr. Germa Pros haut gerade auch VIP raus, dankeschön. Und Sally Sun haut mal Euro raus, danke auch dafür. Grüß ihn raus auch an Sally Sun. Nightmax grüß mal, Stritzi ist auch Fan, ist das der echte Stritzi? Gehen wir mal drauf. Ist das doch Stritzi? Ich weiß es nicht. Und schon so viele Fake-Stritzis. Mark Leon 112, danke auch für 2 Euro. Abend, guten Abend. Paul Creator auch, danke fürs VIP, grüß ihn raus. Dann haben wir noch. Minus Macher, Butis rechte Hand, man kennt's. F. Krauti, grüß mal. Dann haben wir noch Geisberger. Was? Agrar Videos, was Name? Joel, grüß mal. LLR, grüß ich. Finn Mathieu, grüß ich. Vitamin LP, grüß ich. Silvia, grüß ich. Julian 17, grüß mal. 1 Link 1 zu 7, grüß ich. Noah D, grüß ich. STM, Leon, WS, Leon. Jeseren, Xyns, linkes Nasenhaar, Galaxy Ader. Xyns Reizdar, grüß mal alle, jawohl. Nils, grüß mal. Bilal, Fetchdali, grüß mal. Maximilian Simons, grüß mal. Toy and Tools, Let's Play, grüß ich. Lupus Gag, grüß mal noch als VIP.
Cookie Moon 1 grüßt man noch. Golden User 16 grüßt man auch, immer auch mit am Start. Feuerlöwe 4456G grüße mal Benjamin, grüße ich. Breakassassin grüße ich. Dominik, grüße ich. Nick, Gigi, grüße ich. Luis, grüße ich. Lars, grüße ich. Sam, grüße ich. Hagemin, Kram, die Brüder auch immer am Start, werden natürlich auch gegrüßt. Mein geiler Stream, noch einen schönen Abend wünsche ich dir ebenfalls. Bitte für euch. Stoneman 155, grüße mal auch. Also 1555, so ist es. Genau, ist ja auch VIP. Xylon Really, vielen Dank für 2 Röhnchen. Feier dich und wünsche euch alle gute Nacht. Dankeschön. Und Körtel, na, was geht? Kannst du Zockergirl 1-7 grüßen? Grüß mal auch. Sie schaut jeden Stream, darf aber nicht finden. Dann grüß mal Zockergirl 1-7, ja, natürlich. Wobei, mir kommt vor, die habe ich schon öfters im Chat gesehen. Kev2020, hey Xylon, kannst du mich grüßen? Bitte streambar. Like. Jawohl, Kev2020, grüß mal auch. Danke für deine Doni. Und Ben YouTube hat auch nochmal 1 Euro raus. Danke für deine Donation hier. Lemon, grüß mal auch noch. Chixen grüß mal, Fabian grüß ich, Andels 18 Zylinder Bugatti. Ey, damit kann man auch jetzt richtig triggern, ne? Lukas grüß mal, Fritzi 14 LP grüß ich, Finny Bro grüß ich, da haben wir noch den Mr. Snox. Kannst du mich und Bella Marie grüßen? Ja, Bella Marie und Snox grüßen wir auch. Also Mr. Snox habe ich ja schon gegrüßt auch. Aber Bella Marie habe ich überlesen, I'm sorry. Klar, ja, jetzt ist er der echte, ne? Der echte Stritzi. Achso, aber das ist jetzt über eine Donation, Bruder. Jetzt sehe ich den Kanal, das ist eine Scheiße. Mark Leon 112, gute Arbeit. Vielen Dank auch für deine Doni. Lupus Gag kann man schon grüßen, genau. Billy LP grüßt man noch. Wie heißt der Song? Ich weiß es nicht. Es ist von Epidemic Sounds. Ich habe dort meine Datenbank, die ich zahle. Jetzt ist mein Netzwerk, zahlt die. Da weiß ich die Lieder nicht auswendig, sorry. Nancy Klein grüßt man. Leon Koch grüßt man noch. Dann haben wir noch Ich mag Bäume 1-7. Moser 06 grüßt man. Aaron grüßt man auch noch. Sions Hund. Grüß mal auch noch als VP. So, den Jonas grüßen wir noch. EntenGamer007 Dude grüße ich. Till Emmerich grüßen wir noch. Fabian grüßen wir. Bei Luam grüße ich. Gregory Brandt grüßen wir. Wichtiger Blizzy grüßen wir. Ich hoffe, das ist richtig. Ich hoffe mal. So, Nixens graues Haar grüßen wir auch. Moritz Helms VIP wird gegrüßt. Zion Fanboy 107 grüßen wir natürlich auch noch. Ist der VIP. Und habt ihr einen neuen Chevrolet Camaro Z11 LE auf dem Server? Ich glaube, wir haben einen Camaro Z, aber ich weiß nicht welchen. Muss ich mal schauen. So, aber dann noch, wenn haben wir noch alles? AMG GT, mein Freund, grüßt man auch noch. Und ich würde sagen, die letzten, machen wir noch die letzten 10. Alina Richter grüßt man noch. Memos 45 grüße ich. Dann haben wir noch den Jeremy Lenzi grüßt man. Tyron Stolze grüße ich. LS Profi grüßt man. PM grüßt man noch. Den Dustin grüße ich. Chantal grüße ich. Maria Buchner grüß mal und zu allerletzt würde ich sagen noch den oder die. Gaming VL grüß mal, weil er noch bitte geschrieben hat. Kannst du mich bitte grüßen? Das finde ich immer schön, wenn man bitte schreibt. So ist es. So Leute, ich würde sagen, durchgegrüßt heute wieder heftig. Karin Binder grüße ich auch noch, genau. Und Tom Lehn grüß mal noch. Die haben auch noch VIP, die grüße ich auch noch. Genau, so ist es. Ja, VIP haben Vorteile hier ab und zu. Die stechen halt immer raus, sie werden immer gegrüßt, die VIPs. Das ist der Vorteil an VIP hier. Das wäre der Vorteil. Ich überlege auch irgendwann mal VIP-Only-Chat zu machen. Das ist das Aus dem Grund, weil der Chat immer so durchraddelt, ne? Aber ich muss noch überlegen. Ich finde es teilweise cool, andererseits wieder nicht so, aber mal schauen. Mark Leon 112 Abend. Guten Abend. Danke auch für. Achso, das ist. Ich habe dich nach oben gescrollt, ich Depp. Moreno war das. Sag mal wieder ciao, bleibe aber bis zum Ende. Ich hab dich so gern, jo. Ich lieb dich so sehr. Kuss, 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 Bruder. Jetzt ist aber schon Ende. Also, wir kommen bis zum Ende. Hier ist es. Ja, Leute, da war's das für heute. Yuki Na, grüß mal auch noch, ist auch noch VIP, so ist es. Und ja, ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Schaltet wieder ein, das heißt, der Hund macht wieder Sachen, die andere Hunde nicht machen. Vergesst nicht, der Papierflieger Andi ist auch am Start. Dieses Bild, das ist ein Meme, ich kann es euch leider nicht zeigen, aber es ist einfach ein Papierflieger mit Andi seinem Gesicht drauf. Hat damals noch der gute Marius, glaube ich, gemacht, das Bild. Einfach wunderschön. Ben YouTube, danke mal für 1 Euro, der haut auch nochmal raus hier. Vielen herzlichen Dank, ihr seid komplett verrückt heute. Heute ist komplett verrückter Tag. Das ist der Sound of a Spende. Ich darf Highlights hochladen, bitte. Man kann Highlights hochladen, solange man kein Geld damit verdient, habe ich kein Problem. Also einfach nicht monetarisieren, soll dann kein Problem sein. So, weil sonst habe ich meinen Wuppel für die Highlights, ne? Der darf monetarisiert werden, der darf. Pauli Creator und, ja, grüß mal auch noch, falls du es nicht gegrüßt wurdest. Und Infernout auch noch. Wie denn gecheckt das Stream? Grüß mal auch noch als VIP. Und Joji, grüß mal auch noch als VIP. Genau. Also gute Nacht, haut rein. Ich verabschiede mich hiermit. Tschüssikowski, wir sehen uns höchstwahrscheinlich bald wieder. Jawohl, tschüss. Nee, warte mal. Schöner Abgang, warte mal. Tschüssikowski! Das ist ein klassischer Abgang, so muss der.
So muss der. Und Christian Giesbrecht, danke fürs VIP Silver gerade hier.